Du wolltest über die radikale Mitte reden. Ja, das war so mein Vorschlag. Ne? Ich meine, ich habe ja hier ein Buch geschrieben, ne? Manifest der radikalen Mitte. Ja. Und da du ja in der Politologie unterwegs wärst, wäre es ja naheliegend, darüber auch mal zu reden. Ne? Ja, sehr gerne. Also ich muss gestehen, ich habe bis jetzt das Buch noch nicht gelesen. wenn du es mir so in 2,5 bis 3 Minuten mal erklärst, du die Grundzüge. Das ist herausfordernd. Also, es ist ein politisches Manifest für einen politischen Standpunkt der Mitte, ja, der mehr ist, also eine politische Mitte, die mehr ist als nur ein irgendwie dazwischen und irgendwie unentschieden sein. Ne? Und das ist dann auch der Begriff der Radikalität, der ja für mich durchaus auch positiv besetzt ist. Was so viel heißt, dass auf der ersten Bedeutungsebene heißt, dass das ein radikaler Zentrist der Meinung ist, dass ein einfaches Weiter so bezogen auf die Verwaltung des Status quo nicht ausreicht, dass wir also grundlegende Probleme in unserer Gesellschaft haben, dass aber die einfachen Rezepte der politischen Lager oder der, ich will mal sagen, die eindeutigen Rezepte der politischen Lager, Liberalismus, Konservatismus und Linksprogressivismus, für sich genommen nicht hinreichend, um die Probleme zu lösen. Genau. Und auf einer tieferen Bedeutungsebene wird diese Situation des Sich-Dazwischensetzens interpretiert als eine, ich will mal sagen, anthropologische Grunddisposition des Menschen und was dann darauf hinausläuft, dass die radikale Mitte, so wie ich sie verstehe, danach strebt, das politische Denken auch noch zu unterfüttern oder zu begründen, zu fundieren durch ein vertieftes Verständnis des Menschen, durch eine anthropologische Fundierung. Das ist insbesondere auch eine Kampfansage an den soziologischen Reduktionismus, der, ich will mal sagen, 50, 60 Jahre lang im linken Lager hegemonial war, beziehungsweise noch ist. Also du möchtest irgendwie eine Natur des Menschen finden, also jetzt, ich würde es fast erfinden nennen, aber finden wollen und das irgendwie auch als eine von dieser erkannten oder mehr oder weniger erkannten Natur des Menschen dann darauf aufbauen, eine politische Theorie entwickeln. Naja, es ist ja so, dass wenn man sich zum Beispiel in die Psychologie begibt, gibt es ja diese sehr alte Kontroverse zwischen Nature und Nurture, ja, also zwischen Anlage und Umwelt, ja. Und in der Psychologie ist es eigentlich mehr oder weniger commonplace, dass es für die meisten Fragen doch irgendwie heißt, dass beides relevant ist und beides eine Rolle spielt, ne? Aber das kann uns ja jetzt noch gar nichts sagen. Also, ich kann vielleicht meinen Kritikpunkt an dieser Idee schon von vornherein anmelden. Ich würde sagen, das können wir erstens mal nicht finden. Und alles, was wir finden, das ist eigentlich davon, wir haben keine Ahnung, was das ist. Und immer wenn jemand behauptet, von der Natur des Menschen zu sprechen, wäre ich sehr vorsichtig, historisch gesehen, also wenn wir jetzt das ideengeschichtlich anschauen, wann das die Natur des Menschen, von der gesprochen wurde, war immer eine Hülle, die man mit den Ideen und Vorstellungen gefüllt hat, damit man dann daraus seine philosophischen oder theoretischen Vorhaben bestätigen kann. Ja, aber das also gilt ja auch für das Konzept der Hüllenlosigkeit. Also auch das ist ja nichts anderes als eine negative Anthropologie. Also du kommst ja nicht raus aus der ganzen Nummer, ne? Nein, ich komme schon raus, weil wenn ich sage, ich weiß nicht, wie der Mensch ist. Es kann sein, dass er gut ist, kann sein, dass er schlecht ist, kann sein, dass er neutral ist. Und nachdem ich es aber nicht wissen kann, würde ich nicht das als mein Zentrum für eine politische Theorie finden. Ich würde was anderes wählen. Ich würde allgemein das Zentrum von einer politischen Theorie viel komplizierter und viel komplexer denken. Ja, ich sage ja nicht, dass ich sämtliche politische Theorie auf eine Natur des Menschen reduzieren will. Das will ich ja nicht. Ja. Aber du willst ja davon ausgehend argumentieren. Naja, nee, ich sage es, dass ein substanzielles Verständnis vom Menschen ist essentiell auch für eine politische Theorie, das sage ich. Ja. Ich sage nicht,
es ist eine 1:1 Ableitung aus einer Wesensbestimmung des Menschen. Das sind ja nicht die, gleichen Aussagen. Ne? Ja, also ich meine, ich bin voll bereit, möchtest du über politische Theorie sprechen? Also so fundamental, wie man Herrschaft rechtfertigt und so. Weil darum geht es ja auch ein bisschen. Ja, nee, das ist gar nicht. Nee, mit diesen Fragen beschäftige ich mich eigentlich gar nicht so sehr. Also okay, wenn dann, erzähl mal, also du sagst, die radikale Mitte ist mehr als so in der Mitte zwischen rechts und links und irgendwie so eine Lostheit, naja, mal so, keine Ahnung. Genau. Sondern ist ein eigenes Programm. Also was sind jetzt so Kernpunkte von diesem eigenen Programm? Aber, es ist erstmal auch ein Metaprogramm. Also es geht mir erstmal darum zu sagen, ich verstehe die politischen Lager, Konservatismus, Liberalismus und Linksprogressivismus gewissermaßen als, na, ich will nicht sagen als notwendig, aber zumindest alle drei haben ja ihre je eigene Berechtigung. Ja? Sie sind wie unterschiedliche Sinneswahrnehmungen und sie führen eben auch auf unterschiedliche Lösungsstrategien, ja, die nicht mehr per se wahr oder falsch sind. Es ist also nicht so, dass eines der drei Lager Recht hat und die anderen beiden Unrecht, ja, sondern es stehen natürlich hinter den drei Lagern unterschiedliche Interessen auch, ja, unterschiedliche soziologische Milieus, ja. Insbesondere ist der Rechts-Links-Gegensatz gewissermaßen allen Gesellschaften immanent, würde ich sagen. Also gut, klingt jetzt ein bisschen zu global, aber zumindest, ich will es mal ein bisschen abschwächen, die Aussage. Ich will sagen, in vielen Zeiten und Kulturen hat es sowas wie einen Rechts-Links-Gegensatz gegeben. Deswegen, weil es immanent ist, gewissermaßen, der menschlichen Gesellschaft und der Kultur und dem Zusammenleben, ja. Kommt jetzt darauf an, wie man das sieht, also was rechts und links bedeutet. Sind rechts und links wirklich Konstanzen, also Konstanten in der Politik, wo man sagt, das lesen wir ab? Oder sind Begriffe wie links und rechts Kategorien, die wir im Nachhinein gefunden haben, um das Denken über Politik so irgendwie zu strukturieren, die aber jetzt nicht wirklich sich so im Formierungsprozess ausdrücken? Also wo man sagt, man hat eine chaotische Welt von unterschiedlichen Parteien, die unterschiedliche Positionen haben. Und dann sagt man, okay, wir müssen das irgendwie kategorisieren, machen wir links, rechts. Oder ob man sagt, das Parteienspektrum entwickelt sich anhand dieser Konstanten links, rechts und richtet sich danach aus. Was für mich, also die zweite Erklärung, mit dem das links, rechts so mehr oder weniger natürliche Dinge sind, anhand denen sich dann politisches Spektrum herausbildet. Das finde ich ist eher nicht der Fall. Ich glaube, wir haben Parteien, die gewisse Problemlagen in Gesellschaften ausdrücken. Das sind in unseren Gesellschaften vor allem jetzt diese Sozialdemokraten versus christlich-konservativ. Das war ja, das ist ja die Ur-Dichotomie und das hat sich dann ein bisschen diversifiziert. Und dann im Nachhinein haben wir gesagt, ja okay, um das irgendwie zu strukturieren, oder allgemein um Parteien zu strukturieren, wählen wir halt die Kategorien links-rechts. Das sieht man ja auch, wie das dann tatsächlich stattgefunden hat mit dem links-rechts, wie diese Kategorien aufgekommen sind an der französischen Volksversammlung. Ja. Man hat nicht gesagt von vornherein, das sind die Linken und linke Positionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie gegen den König sind und rechte Positionen dadurch, dass sie durch den König sind, sondern man hat gesagt, okay, da sitzen halt die, da sitzen die und dann nennt man das links-rechts. Mhm. Also ich glaube allein schon, wie das Wort seine Bedeutung gewonnen hat, stellt dieses Kategorisieren von der Gesellschaft dar und ist nicht irgendwie was so organisch existiert. Also ich würde das einfach als eine analytische Kategorie sehen, nicht irgendwie als eine politische Konstante. Ja. Gut, also erstmal ist eine Wortgenese keine Wesensbestimmung. Ne? Und zweitens möchte ich einfach mal dagegen argumentieren oder zumindest den Gedankengang ein bisschen verdeutlichen. Also wir haben ja in der Zeit vor der Französischen Revolution haben wir ja die Ständegesellschaft, ne, mit den drei Ständen, und da gab es ja den ersten und den zweiten Stand, ne, als Teile der gesellschaftlichen Elite, also die beiden Fraktionen der Eliten, kann man vielleicht sagen. Ja. Und mit der Französischen Revolution und der bürgerlichen Revolution insgesamt ist ja die Ständegesellschaft weitgehend abgeschafft worden, ja. Ich behaupte aber, das ist, ich will mal sagen, implizit oder ich will mal sagen, formal abgeschaffen worden, die gesellschaftliche Ordnung blieb bestehen, gewissermaßen. Aber als ich will mal sagen, gesellschaftlichen Standpunkt gibt es diese Stände eigentlich bis heute in gewisser Hinsicht, ja.
Also es gibt sozusagen den Standpunkt, wo man hauptsächlich von der normativen Ebene heraus urteilt, ja. Das ist sozusagen in der Nachfolge der Kirche, sind das in der Moderne hauptsächlich drei Berufsstände, die Wissenschaftler, die Pädagogen und die Journalisten. Die haben eine gewissermaßen natürliche Tendenz zur politischen Linken, ja. Und es gibt, die Erben des Adels, ja. Das ist heute vor allem der Geldadel oder auch die Klasse der Führungskräfte in Institutionen, vor allem auch in der Wirtschaft, ja. Und das ist gewissermaßen, der Standpunkt, den man als rechts bezeichnen könnte, ja. Und da es aber diese beiden Standpunkte, ja, die normative und die von die Perspektive der Führungskräfte, da es das mehr oder weniger in allen Gesellschaften gibt, gibt es auch irgendwo rechts und links irgendwo als diese Perspektiven in allen Gesellschaften. Und sozusagen der kommunistische Versuch des ersten Standes oder des neuen ersten Standes, sage ich mal, den zweiten Stand zu eliminieren, musste deswegen notgedrungen scheitern, weil das gewissermaßen inhärent ist, weil sich dann auch nach der Revolution wieder ein neuer zweiter Stand bilden wird, ja. Und das ist ja auch das, was wir, glaube ich, genau auch gesehen haben, weswegen diese kommunistischen Revolutionen, so wie sie sozusagen auf dem Papier konzipiert waren, einfach nicht funktioniert haben. Ich meine, ich habe dem jetzt wenig zu widersprechen. Ich frage mich ein bisschen, wie du auf die Idee kommst, dass das, was Linke auszeichnet, moralisieren ist. Und das, was Rechte auszeichnet, irgendwie pragmatische Führung oder pragmatische Koordination der Gesellschaft ist. Also ich finde, dass man das nicht so reduzieren kann, weil jeder moralisiert. Jeder sagt, dass das, was er fordert, gut ist, irgendwie gerecht ist. Früher hat man gesagt, dass ich handle im Namen Gottes, wenn irgendwie das Gottesgnadentum herangezogen wurde. Also, dass man unterscheiden kann zwischen Linken und Rechten. Die Linken sind die, die moralisieren. Das sind Journalisten, Künstler. Und die Rechten sind die Eliten, die Pragmatiker, die wachen. Ich verstehe nicht, wie du auf diese Unterscheidung kommst. Weil jeder moralisiert. Ja, ich sage ja nicht, dass nur die Linke das Privileg auf Moralisieren hat. Das sage ich ja nicht. Aber trotzdem stellt sich das mir so dar, dass universalistische und normative Anspruch in der Linken doch sehr viel ausgeprägter ist und auch, in der Argumentation schon eine größere Rolle spielt, während das pragmatische Argument schon auch nach dem Motto, das kann ja nicht funktionieren und das ist schon auch eher... Vermeintlicher Pragmatismus, würde ich sagen. Ja. Ich würde das eher vermeintlichen Pragmatismus nennen. Weil die gewissen Aspekte... Damit hast du schon natürlich, du bist natürlich, wenn indem du das sagst, offenbarst du einen linken Standpunkt als deinen eigenen, ne? Weil du sozusagen dem konservativen Lager sozusagen dann einen vermeintlichen Pragmatismus unterstellst, was ja irgendwie auch ein Stück weit delegitimiert, oder? Ja, weil das, was Konservative machen, gar nicht pragmatisch ist, wenn man sich das anschaut. Also wenn wir uns jetzt die Bezahlkarte anschauen, ist überhaupt nicht pragmatisch. Da muss man eine ganz neue Infrastruktur machen, man muss Karten anschaffen, man muss ein IT-System aufbauen, das kategorisiert, wer ist Ausländer, wer hat welchen Aufenthaltsstatus, wer darf wie weit von seinem derzeitigen Wohnort einkaufen. Und das ist eine riesen digitale Infrastruktur. Wofür? Damit man verhindert, dass pro Monat 200 Euro ins Ausland ausgeschickt werden, pro Person, was im Jahr auf, weiß ich nicht, 200 Millionen Euro hinausläuft bei einem Budget von 1 Trillion ist, glaube ich, das jährliche Budget. Da kann ich mir jetzt eigentlich nur verrennen. Halt deutlich mehr als 200 Millionen. Also das ist alles andere als pragmatisch. Die Investments, die da getätigt werden müssen in die digitale Infrastruktur, liegen fernab von jedem Gewinn, was diese Bezahlkarte bringen kann. Nichtsdestotrotz ist jeder Konservative derzeit in Deutschland dafür. Ich würde sagen, dass das genau ein Anzeichen ist für diesen Fake-Pragmatismus. Diesen Pragmatismus, den man voranschiebt, dass man die zutiefst moralisierende Position, die hinter sowas liegt, aka wir können den Ausländern nicht trauen, die schicken nur unser ganzes Geld ins Ausland, deswegen müssen wir da jetzt so ein Tohuwabohu machen, dass man das versteckt hinter einem Pragmatismus, so würde ich das eher sehen. Na gut, ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, wir können, ob es jetzt so sinnvoll ist, auf so ein ganz konkretes, aus der Gegenwart gegriffenes Beispiel auch zu gehen, was jetzt auch für meine Theoriebildung eigentlich keine Rolle gespielt hat, zumal das Buch ja älter ist als die Idee der Bezahlkarte. Ich meine, ich könnte jetzt versuchen, im Sinne der konservativen Verteidiger dagegen zu argumentieren, aber ich weiß nicht, ob das uns so ein bisschen wegführt von dem eigentlichen Thema.
Ja, was ist jetzt eine Position der radikalen Mitte, die du sagst, die ist immanent? Also das ist, das wird immer Teil einer radikalen Mitte sein. Also ich sage, es geht, also das radikalzentristische Verständnis der politischen Lage ist das, dass es nicht so ist, dass eines der Lager Recht hat und die beiden anderen Unrecht, so wie es ist, wenn man sich eindeutig in einem der drei Lager eben selbst verortet und identifiziert. Ja, ich würde es gerne relativieren. Also das würde ich auch nicht sein. Hm. Weil das Problem am Politischen, jetzt komme ich tatsächlich mit politischer Theorie, im Politischen wird das Unfassbare, also das Unmögliche gemacht. Es geht darum, dass wir keine letzte Begründung haben. Sofern ich weiß, wir haben noch kein Foto von Gott, wir haben auch noch kein Foto von irgendwie einer moralischen Pflicht, die wir alle haben. Das heißt, wie ein gerechtes Leben und eine gerechte Gesellschaft oder so ausschaut, das haben wir keinen Beleg dafür, darüber müssen wir streiten. Und das ist so eine gewisse Leerstelle, die im Kern von jeder politischen Theorie steht. Nur weil, jetzt muss ich aber trotzdem von irgendeiner Grundposition aus aufbauen, weil sonst, weil wenn ich einfach nur, wenn ich ein Haus versuche zu bauen auf einer Leerstelle, ne, dann rutscht es durch. Das heißt, ich muss trotzdem irgendwie ein Fundament haben. Und jener, und ich kann jetzt aber, und das ist jetzt so ein Grundaxiom, kann ich mal sagen, und ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie eine Grundposition besser ist als die andere. Ich kann sagen, ich finde sie mehr gerecht, oder, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass sie objektiv falsch ist. Das heißt, in dem Sinne würde ich dir zustimmen, man kann nicht sagen, ob eine politische Richtung recht hat oder nicht. Ich kann nicht beweisen, dass ein Axiom besser ist als das andere. Das würde ich dir zustimmen. Was ich aber schon argumentieren würde, man kann argumentieren, dass nicht jede, also man kann einen Standpunkt formulieren, so ja, ich finde, dass die Menschenwürde zu schützen ist, und dann kann ich schon mal, wenn das so ein Grundkonsens ist, kann ich sagen, diejenigen, die das nicht akzeptieren, liegen aus unserer Sicht falsch. Und so kann ich das schon dann so machen. Man muss halt nur transparent machen, von welchen Ideen man ausgeht, und dann daraus konsistent sein. Aber also so würde ich das vielleicht relativieren. Ich kann jetzt nicht sagen, mit wissenschaftlicher Genauigkeit, ich kann jetzt nicht wie ein Physiker dahergehen, der irgendwie was Beweis hat. Es ist ja nicht immer alles bewiesen, auch in der Physik nicht, aber jetzt nicht mit dem Beweis sagen, okay, der Friedrich Merz, der hat Unrecht. Ich kann sagen, er hat, wenn man dieses und jenes Wertsystem teilt, das passt halt überhaupt nicht zusammen, deswegen sage ich, es ist falsch. Also so würde ich das formulieren. Ja, wobei natürlich dann sich immer auch die Frage stellt, wie rigoros gewisse Werte umzusetzen sind. Ne? Menschenwürde ist so rigoros, wie es nur geht, umzusetzen. Meiner Ansicht nach. Ja, aber was heißt das dann? Ich meine, das klingt jetzt alles sehr schön, Sonntagsrede, aber da stecken ja fundamentale Konflikte, die sich da verbergen. Also das, was du jetzt gefordert hast, ist ja gar nicht eindeutig definiert, was das sein soll. Ne? Zur Menschenwürde gehört die Freiheit. Ne? Zur Menschenwürde gehört aber auch eine gewisse körperliche Unversehrtheit. Zur Menschenwürde gehört die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, etc., etc. Du hast also schon hier im Grunde genommen mehrere Dimensionen, ja, und sich inhärent auftuende Konflikte, ja. Und dann ist es eben nicht mehr so eindeutig, was das heißt. Ne? Der Anarchokapitalist wird dir ja vielleicht zustimmen bei der Unbedingtheit der Menschenwürde, interpretiert sie aber doch sehr stark von der Freiheit her, ne? Und nein, ein Anarchokapitalist kann sich nicht auf die Menschenwürde berufen. Also ein System, das ein anarchokapitalistisch ist, das würde jegliche Konzeption der Menschenwürde systematisch missachten. Ja, da wird aber mitunter doch in diesen Milieus auch sehr moralisch argumentiert. Ja, genau, aber sie liegen falsch. Also das kann ich tatsächlich argumentieren, warum sie falsch liegen, wenn sie die Prämisse ernst nehmen. Ja, und die werden wahrscheinlich sagen, du liegst falsch, du bist ein elender Sozi oder so. Ja? Also, nur ich kann es besser halt belegen. Nein, ich kann es besser belegen. Würde ich mich schon drauf festhalten. Ja, man kann nicht sagen, dass jeder eine sagt das, der andere sagt das, wir können nichts wissen. Naja, wir müssen uns schon die Argumente anschauen. Ich weiß nicht, ob du mein Gespräch angesehen hast mit Harlekin, das ich gehört habe, der ist auch so ein Anarchokapitalist. Kannst ja mal schauen, wessen Argumente besser waren. Also, dass ein Anarchokapitalismus auf eine sehr für meine Begriffe ungerechten, ausbeuterischen Gesellschaft dann tatsächlich hinauslaufen wird. Ich glaube, da würdest du mir auch gar nicht widersprechen. Naja, ich würde mich jetzt nicht als Anarchokapitalist bezeichnen. Ich halte es für ähnlich utopistisch eigentlich wie den Kommunismus, ja, diese radikal-libertären Ansätze. Ne? Ich würde es eher dystopisch bezeichnen, aber ja. Ist fernab von dem, was passiert.
Ja, ich meine, das ist auch, ich meine, da muss man auch, es ist, also ich will mal so sagen, so Konzepte, ja, die vom Status quo, wo man einfach 20 Schritte machen muss, um dahin zu kommen, ja, den misstraue ich sowieso schon mal. Also das ist halt so voraussetzungsreich und vor allem auch so, also entweder ist, um das zu erreichen, dann so viel Gewalt notwendig, dass es in der Tyrannei ausarten muss, oder es ist schlichtwegs nicht erreichbar. Ja, also das sind für mich utopistische Konzepte, die mögen interessant sein, um, ich will mal sagen, Standpunkte zu einer gewissen Kenntlichkeit zu bringen oder auch zu einer, ja, also... Ja, einen Bezugspunkt zu haben. Wie? Einen Bezugspunkt zu haben. Genau, also aus theoretischer Sicht ist das sehr interessant, sich mit solchen Standpunkten auseinanderzusetzen, ja. Deswegen hat natürlich auch ihre Berechtigung, aber sie sind natürlich, ich will mal sagen, aus pragmatischen, realistischen Gesichtspunkten einfach, ja, wie soll ich sagen, unerreichbar, utopisch in dem Sinne, ja. Alles klar. Wir sind noch immer nicht beim politischen Programm der radikalen Mitte angekommen. Apropos, wir haben gerade einen radikalen Zentristen hereinbekommen, 1C Kugo, danke für den Raid. Okay. Ja, ach, 1C Kugo, ja, stimmt. Nein, also er ist Zentrist, aber ob er radikaler Zentrist ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn, glaube ich, noch nicht hinreichend genug radikalisiert. Ja, na mach mal. Also fang mal an mit der Radikalisierung. Ja, also es ist so ein bisschen... Schau ist an ja Hugo, die bitte. So ein bisschen ist ja die Stoßrichtung auch... ich will mal sagen, das politische Klima der Polarisierung, ja, was wir ja haben. Also so fange ich ja an, im Grunde beim Manifest nehme ich so ein bisschen die Gegenwart, Schilder und dass halt sich die ganzen politischen Lager so in ihren Graben verbarrikadieren und ich meine, das ist, sehr interessant ist ja, dass wir vor 15 bis 20 Jahren eine entgegengesetzte Diskussion hatten, da strebte alles nach der Mitte und alle haben sich darüber beklagt, dass die Politiker nur noch aalglatt reden und ununterscheidbar sind und alles irgendwie in der Mitte sich auf den Füßen tritt. In den letzten 20 Jahren hat da eine sehr gegenläufige Entwicklung stattgefunden und wir sind polarisierter denn je. Man hat auch den Eindruck, immer mehr innerhalb einzelner politischen Lager, also gerade in der politischen Linken tobt ja auch der Kampf um die sogenannte Wokeness, ja. Das ist ja auch, ich will mal sagen, innerlinke Auseinandersetzung, die da tobt. Und natürlich haben auch die sozialen Medien wahrscheinlich zu dieser Polarisierung doch wesentlich mit beigetragen. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass ich, also ich will mal sagen, die Gegenwartsanalyse, von der ich starte. Ne? Was ich dann unternehme, ist, dass ich erstmal die drei großen politischen Lager aus meiner Sicht charakterisiere, ja, um sie auch so ein bisschen nach Recht und Schuld zu befragen. Das ist, wenn man so will, so eines der radikalzentristischen Mottos ist, alles historisch geworden hat ein Recht, wodurch es entsteht und eine Schuld, an der es zugrunde geht. Ja. Mag ein bisschen überidealisiert sein, aber der Punkt ist, dass man einfach alles, was entsteht auch in politischen Bewegungen, ja, in der Regel aus Gründen entsteht, also doch auch mit einer gewissen Berechtigung, ja, und in der Regel sich auch durch seine Vereinseitigung in irgendeiner Weise schuldig macht, also oder sozusagen, ja, und in der Hinsicht dann alles eigentlich auch nach zwei Seiten zu befragen ist, ja, ist ein bisschen trivial vielleicht, wenn man es so vor dem Hintergrund der abendländischen Kulturgeschichte betrachtet, aber in der Gegenwart glaube ich alles andere als trivial, weil das wenig gemacht wird in meinen Augen oder zu wenig eigentlich. Ne? Also es gibt ja... Ich höre noch immer kein politisches Programm raus. Ich höre noch immer kein politisches Programm raus. Ja, also es ist auch kein politisches Programm der Gestalt, dass ich jetzt einen konkreten Katalog an Forderungen aufstelle. Ja. Okay. Denn oder Prinzipien, anhand der man entscheidet, welche politischen Entscheidungen man trifft. Naja, also ein Prinzip habe ich schon genannt, ist im Grunde genommen ein geschichtsphilosophisches Prinzip ein Stück weit, ja. Es ist im Grunde genommen, wenn man so will, ein dialektisches Verständnis von Geschichte auch, ja. Aber so Hegel, nehme ich mal an, nicht Marx? Ja, eher Hegel, ja. Okay. Ja. 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 Wobei, ich meine, wenn man Marx so liest, wenn man ihn wirklich dialektisch liest, dann kann man es auch bei ihm, denke ich, wiederfinden. Wobei er natürlich schon bei ihm das relativ stark auch durch eine progressivistische Geschichtsphilosophie natürlich überformt ist, der Gestalt, dass es dann doch am Ende des Tages dann die eine Richtung in der Geschichte gibt, ja. Also gut, ich möchte mich jetzt auch nicht teilen. Ich möchte mich jetzt hier nicht auf eine Marx-Exegese
einlassen. Ich bin der erstens nicht Experte und zweitens führt das auch ein bisschen weg. Ne? Genau. Ja. So, das ist, ich entwickle dann. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit der Dialektik? Also, wie kann ich das, also, weil du brauchst ja, damit du eine politische Ideologie, würde ich jetzt trotzdem nennen, hast, das sind ja gewisse Annahmen über die Welt, gewisse Wertvorstellungen und das kanalisiert sich dann aber in einer politischen Plattform oder in politischen Forderungen. Wie kann ich aus dieser, aus diesem dialektischen, also ideell dialektischen Verständnis der Geschichte jetzt sagen, ja, okay, wie baue ich daraus jetzt eine Kategorie auf, an der ich sagen kann, ja, okay, diese politische Entscheidung finde ich gut oder finde ich schlecht oder diese, für diese Partei würde ich stimmen oder nicht? Also ich versuche es mal ein bisschen an der einer kulturphilosophischen Analyse der Gegenwart festzumachen, ja. Wenn wir mal die, ich will mal sagen, letzten 50, 60 Jahre uns betrachten, dann haben wir ja kulturell eine Wertigkeit, ein Paradigma, das man als linksliberal bezeichnen könnte und das eigentlich seit den späten 60er Jahren mehr oder weniger hegemonial ist. Wie lange hat die CDU regiert in Deutschland? Lass mich mal ausreden. Das vielleicht nicht in politischer Hinsicht da noch nicht hegemonial war, aber zumindest in kultureller Hinsicht, ja. Das, denke ich, kann man schon festmachen und verargumentieren. Ne? Auch schon an der Popkultur oder allgemein an der populären Kultur der 70er Jahre, denke ich, kann man das relativ klar auch aufzeigen. Dass sozusagen der Zeitgeist in Richtung Linksliberalismus ging in der Zeit, ja. Und das ist eine Wertigkeit, die ist jetzt 50, 60 Jahre alt und in der Gegenwart, wenn ich mir das anschaue und analysiere, sage ich, es trägt eigentlich den typischen Charakter einer in die Jahre gekommenen, einer alten Wertigkeit auf und es operiert zunehmend nicht mehr progressiv, sondern regressiv, ja. Und so gesehen hatte sozusagen dieses Paradigma ihr Recht oder ich wehre mich an der Stelle dann auch gegen sozusagen eine einseitige rechte Polemik gegen den Linksliberalismus, ja, der das sozusagen der so ein bisschen verkürzt das dann sagt, 68 war das Unglück des Westens so ungefähr, also ich meine, du kennst, denke ich, diese Argumentationslinien, ja. Ja. Und das wäre mir dann einfach auch zu einseitig. Trotzdem muss man für die Gegenwart konstatieren, es hat jetzt über Jahrzehnte, war es kulturell hegemonial und ist einfach in die Jahre gekommen. Und jetzt stellt sich die Frage, was jetzt? Ne? Also ich glaube, wir sehen zurzeit im Grunde genommen eine Pattsituation einer in die Jahre gekommen, mitunter auch sehr selbstgefälligen, alten, linksliberalen, kulturellen Wertigkeit, die immer noch in entscheidenden Milieus hegemonial ist und eine dagegen sich erhebende Reaktion. Ja? Vor dem Hintergrund, wenn man da radikal-zentristisch draufschaut, ist das eben nicht so, dass ich jetzt hier zwei Lager habe und ich muss ich mich jetzt für die eine der beiden Seiten entscheiden oder so. Sondern wenn man das so betrachtet, dann stellen sich viele Fragen oder zumindest vieles, was man so in der Gegenwart an Auseinandersetzungen sieht, doch ein bisschen anders dar, ne? Nach meinem Dafürhalten. Ja, ich fürchte, ich verstehe nicht, was du meinst, weil du bist gerade am Wake-Posten. Was meinst du mit Wake-Posten? Wake-Posting? Redest viel, sagst nichts. Also würde ich jetzt wirklich mal ganz hart, weil dass wir im Westen, sage ich jetzt mal, dass es mit der Zeit zu einer kulturellen Liberalisierung kam, wie irgendwie, dass jetzt Homosexuelle dürfen heiraten zum Beispiel, dürfen Ehe schließen, was bei manchen Ländern überraschend lang gedauert hat, dass wir nach und nach zu einer weiteren gesellschaftlichen Akzeptanz kommen von anderen queeren Minderheiten, dass irgendwie Rassismus kritischer betrachtet wird, dass wir gewisse Worte nicht verwenden. Das ist der Fall. Ich würde aber sagen, dass das jetzt schon seit der Aufklärung eigentlich nach und nach immer wieder gab es Regressionen, es wurden bürgerliche Revolutionen zurückgeschlagen, es wurden neo-absolutistische Regime wieder eingesetzt, wenn wir uns Mitte vom 19. Jahrhundert anschauen. Aber dennoch gab es einen konsequenten Trend weg von der Sklaverei tatsächlich,
nicht, dass wir sie nicht noch haben, aber innergesellschaftlich haben wir sie nicht. Jetzt lagern wir die Sklaverei irgendwo in Afrika und in Sweatshops aus, aber wie dem auch sei. Wir haben erkannt, dass Sklaverei schlecht ist. Wir haben erkannt, dass Diskriminierung anhand von Hautfarbe schlecht ist, mehr oder weniger. Und das ist, hat sich mit der Zeit verändert. Das ist aber, finde ich, jetzt ein breiteres Phänomen und längeres Phänomen als die letzten 60 Jahre. Das ist das eine. Ja, aber gut, aber das ist... Und was aber daraus folgert, ist auch die andere Frage. Mhm. Ja. Na, aber bitte. Das ist natürlich jetzt eine ganz klar so gesehene Vorangenommenheit, die dich da kennzeichnet, dass du eine, im Grunde genommen linear progressivistischen Geschichtsphilosophie. Das sage ich ja nicht. Ich sage nur, dass wenn wir uns einen langen Zeitraum anschauen, wenn wir einen langen Zeitraum uns anschauen, dann ist das ja so. Ich sage nicht, dass das zwangsläufig der Fall ist. Ja, aber weil wir sehen ja gerade eine Regression. Aber wenn du das würde ich auch nicht leugnen. Ich würde auch nicht sagen, zwangsläufig, dass nach dieser Regression von rechtsextremen Parteien, dass wir dann, okay, wenn also, wir das mal, jetzt überwinden, dann kommen wir ins Land, wo Milch und Honig fließen, Moment. Wo alles gut ist. Das würde ich ja nicht sagen. Nur mal jetzt zum Wording. Für mich ist vor allem die politische Linke regressiv. Ja? Die politische Rechte ist reaktionär. Das ist für mich was anderes. Ja? Was meine ich mit regressiv? Also ich beziehe mich hier auf die... Persönlichkeitstheorie von Kuhl, also da lehne ich mich so ein bisschen an, ja, und da gibt es eben diesen Begriff Progressivität versus Regressivität, ja, das ist, also er entwickelt das ein bisschen auch aus der tiefenpsychologischen Theorie heraus, das meint im Grunde genommen, psychische Grunddisposition oder ein progressives Denken, ein progressives Agieren ist ein Agieren von positiven Zielen ausgehend, ein langfristiges, systematisches Denken und Agieren, während ein regressives Agieren primär durch Verbote und Angst oder Ablehnen, das Abwehren des Verhalten da ist. Und das sehe ich, da sehe ich in den letzten 15, 20 Jahren eine krasse Verschiebung im linken Lager hin zu regressiven Denk- und Verhaltensweisen. Also diese ganze Political Correctness etc. ist ja tief regressives Verhalten, ja. Aber das gibt es ja schon das länger. Eine mit linksliberalen Prämissen versehendes Neuspießertum ist das ja, ja. Also als progressiv kann ich das wahrlich überhaupt nicht bezeichnen, ja. Ich finde es äußerst progressiv, dass wir uns den Wurzeln unserer Sprache bewusst sind. Und einfach sagen, gewisse Wörter verwenden wir nicht. Das ist ein regressives Verhalten im Sinne, so wie ich regressiv und progressiv verstehe, ist es regressiv Verhalten. Weil ich Dinge verbiete, weil ich einschränke? Genau. Weil es vor allem ein Angst, ein Ab, es ist, also man muss auch sehen, vom Logischen her, ja, kann man immer ein progressives in ein regressives Denken überführen. Ja, das ist sozusagen, der logische Unterschied ist nicht das Entscheidende an der Stelle, sondern das Psychologische, wie ich sozusagen operiere, wie ich agiere, ja, vom Psychologischen her. Da gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen progressivem Operieren und regressivem Operieren, ja. Und da fehlt mir der politischen Linken so ziemlich jeder Anspruch an Progress, also ich kann da nichts Progressives mehr erkennen oder kaum noch was Progressives erkennen. Es gibt ja nicht die Linke. Ja, natürlich gibt es nicht die Linke, aber von welcher Linken reden wir? Reden wir von, also es gibt ja auch gerade auch in der Linken, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, den Streit zwischen den Universalisten und den Postkolonialen. Ja, das wen weiß meinst ich du davon? Also, ja, wen meinst du davon? Die alten Aufklärer wären denen, die ich will mal sagen, dass tief ins nominalistisch-skeptizistische Labyrinth hineinsteigen wollen. Nominalistisch-skeptizistisch? Was ist denn an dem postkolonialen nominalistisch und skeptizistisch? Naja, es ist kulturrelativistisch, ne? Also es gibt dann eine, also bis dahin, dass irgendwie Mathematik weiß und rassistisch sei und dass es doch viele Mathematiken gäbe und so, ja. Also das sind ja schon ganz schöne Blüten. Aber das ist ja nicht repräsentativ. Also natürlich ist das deppert, aber... Ist ja nicht, also ich kann dir sagen, ich studiere Politikwissenschaft, ich habe es mit den wokesten Woken auf der Welt zu tun. Wäre mir nicht aufgefallen, dass das ein großes Thema ist, wie rassistisch die mathematische Tradition. Ja, das mag es sein, dass das Blüten sind, aber es ist. Ich will nur sagen, also die Idee, dass die Linken es sind, die Rechte von Menschen einschränken, weil sie darauf hinweisen, hey, es ist problematisch, Schwuchtel zu sagen oder das N-Wort zu benutzen. Also da irgendwie den neuen Auto, also das Aufkommen von irgendwie einem neuen Puritanismus oder von einer autoritären Tendenz zu sehen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Vor allem, wenn wir uns anschauen, dass derzeit es nicht die Linken sind, die im Westen
an der Macht sind, sondern vor allem ein Aufkommen der reaktionären Rechten. Wir erwarten. Also ich bin hier in Deutschland, wir haben Grün und SPD in der Regierung. Mit sehr schlechten Beliebtheitswerten. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass die nächste Koalition eine progressive ist, in dem Sinne, wie wir es jetzt haben. Vor allem, wir müssen uns auch vor Augen halten, die Regierung in Deutschland ist die progressivste Regierung der großen westlichen Länder. Wenn wir uns das Verhalten von dieser progressivsten Regierung der westlichen Länder derzeit anschauen, ich weiß nicht, wie links das ist. Das heißt, wenn das, was wir als Vorzeigemodell an progressiver Regierungsarbeit in der deutschen Regierung sehen, dann muss uns das wirklich sehr viel Angst machen. Naja, und da sehe ich das überhaupt das nicht, doch, wo da jetzt auf einmal die Linken die Zügel in der Hand haben. Aber schau, das ist auch eigentlich nur die gerechte Rechnung dafür, dass die politische Linke im Zuge der Bankenkrise 2008 komplett versagt hat. Weil sie nicht an der Macht war. Nee, sie hat auch intellektuell komplett versagt. Also das ist ja doch Linke sehr schwach. Linke haben es vorhergesehen. Aber es ist doch in Summe sehr schwach gewesen, was dort politisch. Gibt es irgendwie. Weil sie nicht an der Macht waren. CDU-Regierung. Also mit einem starken CDU-Überhang, mit tatsächlich einem. War das? Nein, das war ein SPD-Finanzminister. Ja, SPD hat verkackt. SPD eine scheiß Partei. Bin ich der Letzte, der das irgendwie verteidigt. Aber zu sagen, dass die wahre Linke irgendwie eine neomarxistische. Das neomarxistische Bewegung, das irgendwie eine kritische politische Ökonomie. Während versagt hat nach der Bankenkrise, weil sie nicht interveniert hat. Naja, sie waren halt nicht an der Macht. Sie haben halt keinen Einfluss gehabt. Ja, aber sie hat auch, intellektuell nicht das geleistet, was sie eigentlich hätte leisten sollen, was das anbelangt. Wie machst du denn das fest? Also ich kann dir sagen, es ist einfach nur, dass die nicht ernst genommen werden, weil zum Beispiel VWL-Departments in westlichen Schulen einfach sehr neoklassisch dominiert sind. Da findest du einfach kaum Keynesianer, die irgendwie in den großen Journals publizieren, wenn wir jetzt die Wirtschaftswissenschaft anschauen. Politikwissenschaft ist eh ein Ding, worauf man sich sehr selektiv bezieht. Vor allem Journalisten, Politiker reden eigentlich wenig, was in politikwissenschaftlichen Fakultäten geschrieben und besprochen wird. Also Soziologie ist ja auch etwas, worauf selten gehört wird. Man muss sich ja anschauen, also seit 25 Jahren oder so alarmieren Soziologinnen in Deutschland, in Österreich, dass das Bildungssystem irgendwie kaputt ist, und jetzt ist man auf einmal überrascht, oh scheiße, 20% der Kinder, die die Volksschule besuchen, können danach nicht schreiben und rechnen. Also wenn irgendwie auf linke wissenschaftliche Zweige oder so gehört werden würde, wäre es schön, dann würde die Welt auch ganz anders ausschauen, nur es funktioniert halt nicht so, dass man evidenzbasierte Politik macht. Naja, also wir waren jetzt, um jetzt wieder zurückzukommen, wir waren ja beim Thema. Nein, also ein Satz noch. Also deswegen kann ich das nicht nachvollziehen, dass du sagst, dass die Linke irgendwie versagt hat. Die Linke hätte versagen können, wenn sie in der Position gewesen wäre. Erstens, dass sie diskursiv ernst genommen wird oder dass sie politische Entscheidungen fällen kann. Und zu sagen, weil der SPD-Finanzminister die Schuldenbremse eingeführt hat, da jetzt irgendwie zu sagen, da hat die Linke versagt. Also ich glaube, wir Linken distanzieren uns sehr stark von der SPD der Nullerjahre. Ja. Also hoffentlich. Naja, aber ich sehe im Grunde genommen, vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, was man jetzt für Lehren aus der Finanzkrise zieht. Ja, also für mich war die Finanzkrise 2008, 2007 also ein klarer Beleg dafür, dass das Finanzsystem, so wie wir es im Westen haben, fundamental grundlegende Fehler aufweist. Und es war ja eine Krise, die in der Finanzwirtschaft entstanden ist und dann auf die Realwirtschaft übergegriffen hat. Ja? Und daraus hätte man eben diese Lehre ziehen müssen, da mal auch fundamental und radikal auch drüber zu diskutieren und die Verhältnisse. Spekulation einschränken, reglementieren, ja. Ja, aber das, gut, das ist jetzt. Wie gesagt, bei der Antwort ist halt das, was ich dann als radikaler Zentrist einwenden muss an der Stelle, dass ich sage, ist im Umgang mit diesen Problemen, ja, kommt mir die Situation oft folgendermaßen vor, ja, wir leben in einem Land als Menschen und rechts leben die Werwölfe ihr Reich und links haben die Drachen ihr Reich, und die einen sagen, wir müssen uns mit den Drachen verbünden, um die Werwölfe zu besiegen, und die anderen sagen, wir müssen uns mit den Werwölfen
verbünden, um die Drachen zu besiegen. Ja? Die Werwölfe, das ist der Staat, die Drachen, das sind die Konzerne, ja. Und ist nicht, sind nicht beide das Problem? Also ist nicht das. Nein, ich glaube, da müssen wir jetzt tatsächlich konkret werden und auf die, uns die spezifische Policy anschauen. Also das, wie tatsächlich die Lehman Bank dann pleite gegangen ist, was dann für einige europäische Banken ein Problem war, weil die die hatten Assets bei der Lehman Bank hinterlegt, die konnten dann nicht mehr, auf die konnte man nicht mehr zugreifen, weil halt die Bank das einfach nicht zur Verfügung stellen konnte, weil eben schon Bankrun gegeben hat und so. Also das ist der Anfang liegt einfach in der Spekulation mit Krediten, mit Hauskrediten, die im Endeffekt aber keinen Wert für die Realwirtschaft gehabt haben. Das heißt, die Kredite konnten nicht zurückgezahlt werden, weil die Häuser, die gebaut wurden, nichts erwirtschaftet hätten, weder in Mieten noch irgendwie, dass es jemand gekauft hätte, sondern wurden gebaut für Kosten, haben aber keine Abnahme gehabt. Das heißt, das, was an Krediten aufgenommen wurde, konnte nicht durch Einnahmen wieder zurückgezahlt werden. Das heißt, viele Kredite sind kaputt gegangen, was dann negative Auswirkungen auf Banken gehabt hat, die mit diesen Banken, die jetzt einen Haufen schlechter Kredite, die nicht mehr abbezahlt werden konnten, hatten. Und so war das dann eine Kettenreaktion, sage ich mal. Der Auslöser davon waren spekulative Finanzprodukte, die keine entsprechende wie soll ich formulieren, die an Menschen vergeben wurden, die nicht in der Lage waren, die dann tatsächlich zurückzubezahlen. Gleichzeitig wurde nicht die realwirtschaftliche Situation betrachtet, weil einfach die Banken wenig reguliert waren. Es war einfach zu viel Spielraum da, um so, ich würde sagen, gefährliche Finanzprodukte anzubieten. Das heißt, da ist ganz klar die Quelle zu suchen in einem zu schlecht regulierten Finanzmarkt, wo Finanzprodukte angeboten werden, die funktionieren können, aber halt auch eine große Gefahr mit sich bieten, dann hat man nicht entsprechend kontrolliert, ob diejenigen, die dann die Kredite aufnehmen, ob die kreditwürdig sind. Und das ist halt ein Ergebnis von einer sehr schlechten Bankenaufsicht. Und da ist es ganz einfach zu sagen, hätten wir festere Regeln, hätten wir eine klarere Trennung zwischen Investmentbanken und normalen Geschäftsbanken, dann hätte dieser Schlag auf die komplette Realwirtschaft nicht so stattfinden können, weil es da eine Trennung zwischen Institutionen gegeben hätte. Dann wären, nur weil die Investmentbanken pleite gehen, nicht auch noch viele Geschäftsbanken in der Krise gewesen und so weiter und so fort. Da ist die Antwort ganz klar ein regulatorisches Framework, was von vielen linken Ökonomen, da meine ich jetzt gar nicht Marxisten, sondern einfach Keynesianern, Post-Keynesianern, was auch immer, eben Thielern oder so, vorgeschlagen worden wäre. Auf die hat man halt nicht gehört. Aber da ist eigentlich ist relativ einfach zu sehen, welche Schritte man hätte setzen können, damit es nicht so schlimm kommt. Hat man nicht gemacht, weil man auf ein neoliberales Paradigma gesetzt hat und das ist halt baden gegangen. Ja, also die Frage ist, ob das jetzt, was du hier, die Schlussfolgerung, die du gezogen hast, ob die nicht doch ein bisschen sehr kleinteilig sind. Ich würde da eigentlich noch wesentlich weiter zurückgehen. Also wundert mich auch. Ich meine, wir können fundamental den Kapitalismus in Frage stellen, habe ich gar kein Problem mit, aber. Ja, Moment, also über den Begriff Kapitalismus kann man auch nochmal reden, aber das würde ich dann nochmal ein bisschen hinten anstellen. Ich würde jetzt nochmal Folgendes ins Felde führen, denn die fundamentale Schieflage, ist meines Erachtens ja durch die Abkündigung des Bretton Woods-Systems überhaupt erst entstanden. Seit der Zeit, seit den Anfang der 70er Jahre haben wir ja auch auseinanderlaufen. Wollen wir wieder Golddeckung? Das habe ich jetzt nicht gesagt. Also das ist nicht die zwingende logische Schlussfolgerung. Ja? Nein, aber was ist der Punkt, ist die Frage. Ja. Der Punkt ist, dass es seit der Zeit einfach das hemmungslose Expansion der Geldmenge gibt, mit dem Fiat-Geld. Ach so, ja. Entsprechend halt dann auch die Entkopplung von Löhnen und Produktivität seit der Zeit eben zu diagnostizieren ist. Das hängt noch mit sehr vielen anderen Dingen zusammen. Also wir haben halt direkt nach Bretton Woods haben wir dann tatsächlich das wirtschaftspolitische Paradigma gewechselt, weg von einem Wiederaufbau-Keynesianismus hin zu einem postfordistischen Neoliberalismus. Also das hängt mit vielen anderen Dingen zusammen. Ich würde sagen, dass die Abschaffung von Bretton Woods tatsächlich notwendig war, um weiterhin Produktivitätszuwächse zu schaffen. Hat er nicht funktioniert wegen dem ersten Ölpreisschock.
Anfang der 70er. Aber das war prinzipiell schon die richtige Entscheidung. Was dann tatsächlich darauf gefolgt hat, das ist eher Schuld dafür, dass es sukzessive zu einer de facto Aushöhlung der Arbeiterschaft gekommen ist, wirtschaftlich. Aber das sind eher, ist eher der Abbau vom sozialen Sicherheitsnetz, von irgendwie Arbeitsschutz, von Arbeiterschutzrechten ist abgebaut worden. Ja, allgemein ist die institutionelle Vertretung von Arbeitern geschwächt worden. Also das hat ja nichts mit Bretton Woods jetzt per se zu tun. Ist einfach nur, dass andere wirtschaftspolitische Denker, nämlich vor allem die Chicago Boys, die sind halt mächtig geworden. So. Und die sind einflussreich geworden. Genau in dieser Zeit hat dann die Internationalisierung stattgefunden von den Finanzinstitutionen. Und so hat sich das dann aufgebaut. Das hat mit Bretton Woods, ehrlich gesagt, sehr wenig zu tun. Vielleicht hängt es zeitlich damit zusammen, aber Korrelation ist ja noch nicht Kausalität. Ja, ich sehe das schon als einen wichtigen Faktor. Weil seit der Zeit die Geldmengen so wahnsinnig expandieren. Und was hat die Geldmenge damit zu tun? Naja, weil... Was hat die Geldmenge mit der Schwächung von Gewerkschaften zu tun? Ich würde noch gar... Also das trifft oder mit dem Abbau von Arbeitnehmerschutzrechten. Gar nicht zu. Wir haben ja auch da noch die sozialliberale Regierung in Deutschland, wo die in den 70er Jahren eher noch gestärkt wurden, die Mitbestimmungsrechte. Also das... also ja, 70er war ja erst... Also 73 war Chile, dann 79 hat Thatcher gewonnen. Dann fängt die Neoliberalisierung so richtig an. Und dann tatsächlich Ende 80er, frühe 90er, fängt das langsam an in der deutschen Politik. Genau, aber wir haben diese Entkopplung schon seit den 70ern. Ja, klar, aber warum ist das jetzt ein Problem? Was? Also die Entkopplung die von Produktivität und... Ach so, das. Das ist, weil es eine gewisse Sättigung im Markt gab. Also man muss sich anschauen, der Fordismus nach dem Zweiten Weltkrieg, der ist halt, also da gab es den Marshallplan, da gab es große Investitionen in Amerika, in Europa auch. Das hat halt auf einen fruchtbaren Boden getroffen, weil nach dem Krieg hat niemand was gehabt. Das heißt, Menschen waren in Armut, deren Häuser waren kaputt. Ja. Und mit der richtigen wirtschaftlichen Stimulation gab es viele Menschen, die sehr viel kaufen wollten. Das heißt, es wurde viel, das ist ja das Wirtschaftswunder, es wurde viel gekauft, aber das Ding ist, du brauchst nicht alle 3 Jahre eine neue Waschmaschine. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo man sagt, innerhalb von 10 Jahren, wo sich die Wirtschaft wieder ein bisschen regeneriert hat, oder von 15 Jahren, ab einem gewissen Punkt ist die Nachfrage einfach nicht mehr so groß, weil bei vielen Gebrauchsgegenständen, die damals ja noch besser funktioniert haben, weil es da noch nicht dieses Planned Obsolescence gab, wo dann Geräte direkt nach der Garantie kaputt werden. Das heißt, die Dinge haben gehalten, Menschen waren versorgt. Das heißt, natürlich geht dann die wirtschaftliche Nachfrage zurück, und mit einem Rückgang der wirtschaftlichen Nachfrage kommt es dann auch zu einem Rückgang Unternehmensgewinne, dann investieren Unternehmen weniger, und allgemein kommt es dann eher zu einer wirtschaftlichen Stagnation. Also nicht zwangsläufig, aber es gehen halt die Wachstumsraten zurück. Dann genau in diese Phase kommt der Ölpreisschock, frühe 70er, was dann was dann weltweit die Wirtschaft noch mehr strapaziert. Und als Antwort darauf, und die keynesianischen Modelle, die haben dafür irgendwie nicht mehr glaubhaft argumentieren können, dass sie die Lösung bieten. Und dann, okay, wer ist jetzt gerade, was sind die neuen Ökonomen, die daherkommen? Aha, Milton Friedman, F.A. Hayek und so weiter und so fort. Und die läuten dann halt die neoliberale Wende ein. Aber das hat ehrlich gesagt sehr wenig mit Bretton Woods zu tun. Das sind einfach größere wirtschaftliche Phänomene, wo Bretton Woods ein Teil davon ist. Aber die deutlich über dieser Wende im Geldsystem ist. Bretton Woods ist. Aber also ich bin da, also wir müssen hier, ich glaube, wir sind jetzt wieder in einem Pfad, der so ein bisschen von der Diskussion über radikale Mitte wegführt. Ich möchte bloß lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin durchaus auch relativ fundamentalkritisch auch eingestellt, was ich nenne es immer den Washington-Kapitalismus, weil ich den Begriff Neoliberalismus nicht mag. Warum? In einem Satz. Was wir mit Neoliberalismus meinen, sind die hegemonialen bestehenden ökonomischen Verhältnisse. Ja? Das meinen wir mit Neoliberalismus. Ich verwende es sehr genau tatsächlich. Ja, das mag sein, dass es bei dir anders ist, aber so nehme ich das wahr, dass das so in vielen linken Diskursen verwendet wird, dieser Begriff.
Ja? Und das ist aber das, was wir aber hegemonial haben, ist nicht der Neoliberalismus schlechthin, sondern das ist eben diese Chicagoer Schule, die, der monetaristische Neoliberalismus, wenn du so willst. Ja? Der tatsächlich weltweit wirkmächtig wurde, ja. Genau. Und weil es aber, weil ich mich aber auf was beziehe, was sozusagen die bestehenden Verhältnisse betrifft, nenne ich das Washington-Kapitalismus nach dem Washingtoner Konsensus, um nicht damit sozusagen eine Polemik gegen liberale Ökonomie schlechthin zu haben. Ja, ja, das Ding ist, dass das halt der Washington-Konsensus ist halt liberale Ökonomie schlechthin. Also wenn du den Washington-Konsensus schlecht findest, dann kannst du auch... Du hast doch auch die Österreicher, du hast auch den Ordoliberalismus, das sind auch alles liberale Ökonomien, aber das ist nicht das, was hegemonial ist, ja. Aber die sind genauso scheiße, weil sie auf denselben Prämissen aufbauen. Also deswegen spreche ich eben vom Washington-Kapitalismus, weil ich nicht eine pauschale Polemik gegen liberale Ökonomien will. Ja? Weil, sondern es geht um die, es geht darum, das ein bisschen an der Wirklichkeit festzumachen. Und der Washington-Konsensus ist ja ein historisches Ereignis gewesen. Das kannst du sozusagen als den Minimalkonsens dessen verstehen, was gemeinhin als Neoliberalismus bezeichnet wird. Aber ich spreche eben von Washington. Und ich meine, diese kleine Spitze, gegen die habe ich auch nichts, ne? Die mit dem Begriff noch verbunden ist. Ja, ich höre da jetzt noch immer kein politisches Programm heraus. Was mich interessieren würde, du bist immanent prokapitalistisch. Also ich unterscheide in der Ideologie der radikalen Mitte zwischen Marktwirtschaft und Kapitalismus. Ja. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, also eine Marktwirtschaft ist eine ökonomische Ordnung, die gewisse liberale Prinzipien verwirklicht, die auch außerhalb oder auch zu anderen Zeiten oder in anderen Kulturen liberale wirtschaftliche Ordnungen auch gekennzeichnet haben. Ja? Der Kapitalismus ist gewissermaßen eine Fanatisierung dieser Wertigkeit, der Gestalt, dass von gewissen Werten, die in bestimmten Bereichen der Ökonomie eine Rolle spielen und dort wichtig sind, dass das sozusagen zu einem gesellschaftlichen Generalparadigma erhoben wird, ja, und andere Wertigkeiten verdrängt werden, ja. Es ist, wenn man so will, eine fanatische Variante von Marktwirtschaft, der Kapitalismus. Der Begriff Fanatismus ist in der radikalen Mitte ja eine relativ zentrale Rolle ein als Feindbild. Ja? Also ein radikaler Zentrist wird immer davon ausgehen, dass es eine Pluralität von Leitwerten gibt, ja? Die auch deren Aufgabe auch darin besteht, sich gegenseitig zu beschränken und zu kontrollieren. Ja? Der Fanatiker greift häufig sich einen Hauptwert, einen Leitwert heraus und opfert andere, die für wirklich andere Werte, um diesen einen Leitwert allein sozusagen maximal zu verwirklichen. Ja. Und was ist so ein radikal zentristischer Leitwert? Also ich sage, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist ein ganz guter Startwert. Am Ende des Tages ist es immer auch, wird es immer auch ausdiskutiert, ja. Der Wertekanon ist niemals völlig abgeschlossen. Ja, er kann sich auch immer verschieben, aber als Startwert ist das kein schlechter Ausgangspunkt. Wobei ich jetzt speziell den Begriff Brüderlichkeit im Sinne von Gemeinschaftlichkeit als Leitwert des Konservatismus interpretiere. Denn ich ordne diese drei Leitwerte der Französischen Revolution auch den drei politischen Lagern sozusagen zu. Ja. Wie den drei? Also... Naja, ich sag, der Linksprogressivismus hat als Hauptwert die Gleichheit. Ja. Der Liberalismus hat als Hauptwert die Freiheit. Und ich konstruiere das dann so oder interpretiere das so, das ist ja eine Interpretation auch des Begriffs Brüderlichkeit im Sinne von Gemeinschaft, als einem doch für den Konservatismus auch sehr wesentlichen Leitwert. Ja. Okay, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Also okay, gehen wir es mal durch. Das, was dominant ist für den Liberalismus, ist Freiheit. Verstehe ich das richtig? Das ist der dominante Leitwert, würde ich mal behaupten. Ja. Es ist der also dominante Leitwert. Die Freiheit auch des Individuums. Jetzt kann man natürlich über den Freiheitsbegriff auch noch reden, ja, wie das genau zu verstehen ist. Es ist aber schon so, dass der Liberalismus der Freiheit des Individuums einen hohen Stellenwert einräumt. Ja, also ein sehr spezieller Freiheitsbegriff, jetzt nicht wirklich ein... Auch einer, der sehr viel... Okay, nein, aber ich will mir jetzt nicht auf den Liberalismus... Was ich nicht verstehe mit der Brüderlichkeit.
Also Brüderlichkeit im Sinne von, ja, wir alle sind ja doch im selben Boot, wir sind ja alles Menschen, wir müssen aufeinander aufpassen. Das sehe ich tatsächlich beim Konservatismus überhaupt nicht. Also wer fordert denn am lautesten Grenzen zu, Ausländer raus? Was? Naja, die wollen doch hierher kommen und von unserem Geld leben? Nein, ich schaue nur auf mich. Also das Konservatismus irgendwie Brüderlichkeit und Nächstenliebe ausdrückt, halt sehr interessant. Du hast auf den Begriff Brüderlichkeit natürlich einen linken Blick. Das heißt, du interpretierst das im Sinne der linken Solidarität. Ja, so wie ja du, weil das ist ja gemeint. Solidarität, wir sind alles Brüder und Brüder. Hand in Hand. Wenn du dir die Französische Revolution anschaust, genau darum geht's. Dass wir miteinander Hand in Hand gegen den Absolutismus kämpfen. Ja, so war das gemeint. Du kannst sagen, sie interpretieren es anders, aber ist nicht mehr in der Tradition der Französischen Revolution. Ja, du ganz klar nicht. Wohl in der Französischen Revolution den Chat Aufstieg nicht schimpfen. Der Nation, ja, als Wert. Und du hast den Aufstieg auch eigentlich der bürgerlichen Familie. Ja. Das heißt, die Werte Nation, Patriotismus und Familie, ja, lassen sich auch auf die Französische Revolution durchaus zurückführen. Nein. Darum geht es nicht. Nein. Das ist eine demokratische Revolution. Da geht es eben nicht um die Vererbung oder da geht es nicht irgendwie um tradierte Familienstrukturen, sondern da geht es darum, sich gemeinsam mit gleichwertigen Bürgern, Freiheit gleicher Brüderlichkeit, zur Wehr zu setzen gegenüber dem absolutistischen Herrscher. Das hat nichts mit irgendwie einem traditionellen Familienbild hier zu tun. Wirklich nicht. Würde ich aber schon sehen, denn das traditionelle Familienbild ist ja gar nicht so traditionell. Also zum Beispiel die traditionelle Rollenaufteilung, ja. Also wenn du eine vormoderne Landwirtschaft denkst, dann war ja die Rollenaufteilung gar nicht so traditionell, wie man sich das im traditionellen Familienbild so vorstellt, ja. Da hat natürlich haben die Frauen auch mitgearbeitet auf dem Feld, wenn es notwendig war, ja. Und diese Trennung zwischen Haushalt und Beruf in dem Sinne war ja gar nicht so gegeben, ja. Also das ist die traditionelle die bäuerliche Hausgemeinschaft ist nicht das, was dann das traditionelle Familienideal der bürgerlichen Gesellschaft darstellt. Das darfst du nicht gleichsetzen. Das wird zwar von Progressivisten rede ich auch nicht gemacht, nein. Das ist nicht wahr. Nein, du redest schon wieder viel, ohne was zu sagen. Das habe ich auch gar nicht behauptet. Ich sage nur, dass das, was du jetzt hier hineininterpretierst in irgendwie den Begriff Brüderlichkeit. Dass es eine Interpretation ist, aber sie ist nicht völlig ohne jede historische Rechtfertigung. Eben doch. Also, weil die haben nicht gesagt, wir setzen uns jetzt zur Wehr im Namen der Brüderlichkeit, ist gleich im Namen der traditionellen bürgerlichen kleinen Familie. Nein. Also sie haben gesagt, im Sinne der Brüderlichkeit, im Sinne von einem revolutionären Zusammenschluss zwischen bürgerlichen Subjekten, als die sie sich schon damals verstanden haben, die hier politisch ihre Rechte einfordern. Damit waren zwar nur Männer gemeint, deswegen Brüderlichkeit ist da tatsächlich sehr deskriptiv, aber das hat nichts mit irgendwie einem Konservatismus zu tun. Es ist ja gerade die bürgerliche demokratische Revolution schlechthin. Die Idee der Nation war ja damals auch noch keine konservative in dem Sinne, ja, sondern eine linke Idee im ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ja. Ja. Die Patrioten, die Nationalisten, das waren die Linken. Ja. Und rechts waren die... Nein. Das kannst du nicht in dem heutigen Sinne. Nicht in dem heutigen Sinne. Ja, nicht heutigen Sinne. Schau, ich sag dir, was passiert ist. Das muss man sich im 19. Jahrhundert passiert ist, ist ja Folgendes. Ja? Aber wenn du, das ist mir nur wichtig, weil wenn du von dem heutigen Begriffe verwendest, dann nur klarstellen, dass du sie nicht in der heutigen Bedeutung verwendest. Welche Begriffe? Was hast du gesprochen? Nationalismus. Nationalismus in dem Sinne von, dass sie sich nicht verstanden haben, dass sie sich als Teil von einer Volksgemeinschaft verstanden haben, aber nicht im Sinne von dem damaligen tradierten Verständnis von Volksgemeinschaft, aka wir sind alle, wir unterliegen alle demselben König. Sie haben sich genau im Gegensatz zum König distanziert. Moment. Distanziert. Also die Feudalherrschaft war doch keine, zumindest jetzt hier auf Mitteleuropa bezogen, keine national gedachte, ja? Nein. Ja genau, nein, war sie nicht. Und da waren die, ich will mal sagen, die Linken, ja, die waren die für den
für eine nationale Einigung waren und die für die Republik waren. Das war noch 1848 im Paulskirchenparlament das, was die politische Linke ausgezeichnet hat. Ja? Jetzt, den Marxismus im breiteren Sinne gab es ja 1848 noch nicht in dem Sinne. Ja? Deswegen war das. Moment, wovon reden wir jetzt? Von welcher Revolution? Von der französischen oder 18, von der deutschen? 1848. Achso, von diesen. Ja, okay. Von dem. Ja, 1848 sage ich jetzt. Ja. Und, ja? Und in der Zeit waren die Nationalisten die Linken. Ja? Und die Rechten waren sozusagen diejenigen, die auf der Seite des Adels standen. Nein, nicht Nationalisten. Ich finde, das ist der falsche Begriff. Der insinuiert etwas anderes, als damals stattgefunden hat. Sie haben sich halt, was Nationalist, ich störe mich sehr an dem Wort, weil das heute eine sehr andere Bedeutung hat als damals. Begriffe ja, okay. Verstehe. Ich kann die ja definieren. Dann erklär mal, vielleicht habe ich dann eh kein Problem. Also ich jetzt diesem Ganzen, es gibt für mich da drei Begriffe: Patriotismus, Nationalismus und Chauvinismus, ja. Und die definiere ich. Also Patriotismus ist für mich eine, ich will mal sagen, Sache der etwas Seelisches, eine Sache des Gefühls und der Intuition und auch etwas Vorstaatliches, ja. Etwas, was man grob mit dem Begriff Heimat beschreiben kann. Aber es ist eine vergleichsweise vage Sache. Also es ist nicht klar, so klar definierbar. Ja? Und die ich würde mal sagen, die affektive Hingezogenheit zu einer Heimat, das würde ich als, oder Eingenommenheit für eine Heimat, in welcher Hinsicht auch immer, das würde ich als Patriotismus bezeichnen. Das ist, wenn man so will, etwas Gefühliges. Ja? Nationalismus ist für mich eine Ideologie, eine politische Ideologie, die dem Nationalstaat einen hohen Stellenwert und einen hohen Wert beimisst. In dem Sinne Nationalismus ist, wenn du sagst, du hast einen Staat und da soll es nur eine Nation drin gehen. Also in dem Sinne ich habe das jetzt eben definiert, Nationalismus. Also die dem Nationalstaat einen hohen Stellenwert einräumt und auch als ein etwas anzustrebendes oder einen starken Nationalstaat auch an. Nein. In dem Sinne war beispielsweise die Einigkeit von Staat und Nation. Wie? Die Einigkeit von Staat und Nation, das ist Nationalismus. Nein, so würde ich das. Nee, ich würde es ein bisschen reduzieren, die Definition. Ja, ich bin in Österreich, da soll nur Österreicher sein. Jeder, der nicht ein Österreicher ist, von seiner Nation her, von seiner Ethnie her, hat hier nichts zu suchen. Das ist Nationalismus. Nein, das sehe ich nicht als Nationalismus. Also dann verstehe ich den Begriff anders. Ja? Okay. Ich verstehe ihn viel. Also, es ist für mich ein wertneutraler Begriff, ja, also der. Also beispielsweise in der Auseinandersetzung mit der Europäischen Union, ja, die Position zu sagen, die Europäische Union soll nicht mehr Kompetenzen bekommen, sondern es sollen wieder mehr Kompetenzen zum Nationalstaat übertragen werden, das ist eine nationalistische Position. Umgekehrt. Kann sein, kommt drauf an, wie man es definiert. Ja. Also für mich ist das ein wertneutraler Begriff. Ja, sondern, also in dem Sinne, was sage ich, Bismarck beispielsweise. Bismarck hat die Gründung eines Nationalstaates angestrebt. In diesem Hinsicht war er ein Nationalist oder hat eine nationalistische Politik vertreten. Ja? Den Begriff Chauvinismus verstehe ich dergestalt, dass Nationalismus gewissermaßen eine unbegrenzte Steigerung, also wenn man so will, eine fanatische Form des Nationalismus, die sozusagen den einen Nationalstaat auch über andere stellt, also die auch für sich in Anspruch nimmt, andere Staaten, Nationalstaaten oder Internationalstaaten zu dominieren. Also in dem Sinne ja die großen Militärmächte der Welt nach wie vor eigentlich eine chauvinistische Politik betreiben, Russland, ja. USA und China, ja. Mhm. Und bloß den dummen Europäern redet man ein, dass sie die braven Föderati zu sein haben, ja, und sich von solchen Gedanken nichts einreden lassen sollen, ja, nur kleine Spitze am Rande. Aber ja, nein, ist schon gut. Ich würde gerne tatsächlich jetzt einen Satz vorlesen. Ja. Nationalismus ist eine Ideologie, die eine Identifizierung und Solidarisierung aller Mitglieder einer Nation, kann man auch mit Ethnie übersetzen, anstrebt und letztere in einem souveränen Staat verbinden will. Also das, ich würde mich tatsächlich auf diese politikwissenschaftliche Definition beziehen. Das kann man so auch schon definieren, weil da hat man natürlich mehrere Sachen beisammen, die ich auch erstmal durch den Begriff Patriotismus und Nationalismus voneinander trennen würde. Man hat im Grunde genommen fusionierten. Also es gibt natürlich eine Wahlverwandtschaft von Patriotismus und Nationalismus. Also der Nationalismus, wenn er für sich agitiert, appelliert natürlich regelmäßig an den Patriotismus. Ja, das ist klar. Ja. Aber ich möchte es trotzdem erstmal begrifflich auseinanderhalten. Ja, ja, aber in dieser Definition, in dem Sinne, ich finde, das ist auch sinnvoll. Also damit
damit man eine Nation in einem Staat vereinen kann, muss sich ja erstmal die Nation als solches verstehen, als Einheit oder so. Ja, da, man kann also, natürlich da, sagen, das heißt, es gibt da, kein, da gehört das dazu, dieses keinen, Stolz auf die eigene. Es gibt keinen reinen Nationalismus, so wie ich ihn definiert habe. Das kann man natürlich verargumentieren, also das, da kann man auch diskutieren, ja. Aber ich möchte es halt erstmal auseinanderhalten, weil ich doch für, also man hat oft nur einen Begriff, also alles, was ich habe jetzt drei Begriffe eingeführt, aber man hat oft nur einen Begriff dafür und das finde ich halt ein bisschen unterkomplex. Alles klar. Ich habe jetzt noch immer nicht ein, also was ist für dich so eine politische Änderung, die man tatsächlich umsetzen muss? Also wo du sagst, ohne das... Also was ich ableite. Ja, ich bin jetzt ja erst in der Mitte des Buches. Das ist ja eher so, die erste Hälfte ist ja eher so Analyse, ja? Nein, ich meine, die Analyse ist ja schon gut, nur was ich sagen kann, also bis jetzt, du hast vieles richtig gesagt, also dass wir irgendwie ein dialektisches Geschichtsverständnis haben dürfen, ein nicht progressivistisches, dass die Geschichte eine Richtung hat und die ist zu irgendwie so einer Gerechtigkeit oder so. Mhm. Dass man das alles nicht teilen soll, stimme ich dir ja vollkommen zu. Nur das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil das kann jeder schlaue Mensch, ich spreche nicht denen zu, erkennen. Mich interessiert eher nur, was daraus folgt. Deswegen bin ich da jetzt so am dran pochen, weil ich kann dir die schönste Analyse auf der Welt liefern über alles. Im Endeffekt geht es darum, was ich tatsächlich positiv im Sinne von einem Vorschlag, den ich ins Feld führe, mache. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, also deswegen geht's im letzten Kapitel des Buches gehe ich ja in drei Beispielen auch auf konkrete Vorschläge ein. Also das folgt ja am Schluss dann. Ne? Willst du was ausmachen, wenn wir darauf eingehen? Also die Frage ist, ob ich jetzt, also ich würde gerne noch über das dritte Kapitel auch sprechen. Nein, dann führ's aus, ja. Dann, aber da dich das ja vor allem die Ergebnisse interessieren, versuche ich das jetzt möglichst kurz zu halten. Ja? Nein, entfalte dich, wir haben Zeit. Ja, okay. Breite dich aus. Im dritten Kapitel entwerfe ich vier theoretische Konstrukte, vier Modelle, wenn man so will, ja, die gewissermaßen intellektuelles Rüstzeug auch sein sollen. Das erste Modell sind die vier Ebenen der Betrachtung. Ich unterscheide also komplexe politisch-gesellschaftliche Verhältnisse nach vier Ebenen. Die materielle Ebene, die auf das gegenwärtig Materielle sich bezieht. Dann die funktionale Ebene, die das Ganze um eine dynamische Perspektive erweitert. Dann die intentionale Ebene, weil sozusagen die äußere Dynamik natürlich letztlich verankert ist in Akteuren, auch die diese Dynamik hier anstoßen. Also da geht es um Interessen, Intentionen. Und dann die höchste Ebene, die normative Ebene. Ja? Das ist wiederum eine, wenn man so will, geistige Ebene. Also die intentionale ist ja auch schon geistig. Ja, aber dann eben überzeitlich, da geht es dann um Wahrheit, da geht es um Moral, da geht es um, Wahrheit, Moral kann man sagen, ist schon das Wesentliche. Ja, auch Menschenrechte und so weiter. Ja? So, die Maßgabe, es gibt dazu auch so ein radikal-zentristisches Motto, heißt, die Moral hat das letzte Wort, nicht das erste Wort, ja. Und die Maßgabe oder die Empfehlung ist bei der Diskussion. Also, sie hat nur ein Vetorecht, oder wie? Sie hat nur ein Vetorecht, oder wie? Nein, wenn man sozusagen über ein politisch-gesellschaftliches Problem redet, sollte man diese Ebenen aufsteigend durchlaufen, ja. Sprich, nicht mit der Moral ins Haus fallen, sozusagen mit der Tür ins Haus fallen, mit dem Moralismus, ja, sondern erstmal versuchen, die Moral beiseite zu lassen, um erstmal die materiellen Grundlagen zu verstehen und dann aber auch die Interessen zu verstehen. Ja. Das hat alles noch nichts mit Moral zu tun. Und dann erst im letzten Schritt, auf der höchsten Ebene, am Schluss, dann geht es um die Moral, ja, in meinen Augen. Ja. Und auch dieses Schema ist, wenn man so will, Gegengift zu einem übermoralisierenden politischen Diskurskultur, die ich für die Gegenwart diagnostiziere. Okay, ich würde jetzt hier sagen, du kannst nicht Interessen wahrnehmen, beziehungsweise du kannst schon Interessen wahrnehmen, also es gibt so viele Interessen auf der Welt, du kannst nicht alle hören und du musst dich auf ein paar beschränken. Und du musst dich auf die wichtig beschränken. Jetzt ist die Frage, woher du weißt, was wichtig ist. Dem unterliegt ein Werturteil. Das heißt, du kannst nicht das machen, das habe ich auch immer versucht, dem Agitator der Marktwirtschaft, ich glaube, du hast eh ein gutes Verhältnis zu ihm. Das habe ich ihm in meinem ersten Gespräch mit ihm versucht darzulegen, warum ich da ein Problem sehe. Du kannst
du kannst, wie gesagt, nicht alle Interessen, du musst vorselektieren. Und dieses Vorselektieren, das findet nicht neutral statt, das findet in Werturteilen statt. Manche Meinungen, manche Interessen sind gewichtig. Das Interesse von China ist wichtig, das Interesse von Taiwan ist auch wichtig. Warum? Ich meine, China ist ein großes Land mit sehr viel mehr Menschen, Taiwan ist ein kleines Land mit sehr viel weniger Menschen. Die sind eigentlich, wenn ich mir jetzt Fakten anschaue, wie groß die sind, was für eine Macht die haben, was für tatsächlich, wie die situiert sind und so, sind die komplett unterschiedlich. Das heißt, dass ich beide Interessen in diesem geopolitischen Konflikt ernst nehme, lässt sich nicht aus den Tatsachen ableiten, dass beide irgendwie gleich mächtig sind und gleich eine große Gefahr ausstrahlen, sondern das ist eine subjektive Entscheidung, das ernst zu nehmen. Das heißt, wir haben in jedem von diesen Schritten erst einmal die Materialität zu erkennen, die Tatsachen, damit ich das analysieren kann, damit ich Sozialwissenschaft oder Geowissenschaft oder was auch immer, damit ich irgendeine Wissenschaft machen kann, muss ich mit gewissen Prämissen an das Ding heran. Ich muss mit Annahmen über mein Forschungsobjekt an das Ding herangehen. Das ist auch ein Prozess von einer gesellschaftlichen Entwicklung und damit durchtränkt von Werten. So, und in jedem von diesen Schritten hast du da Werte drinnen, weil du halt vorselektieren musst, weil du eine Perspektive wählen musst, weil du unterscheiden musst zwischen guten, also Interessen, die es wert sind, bedacht zu werden, und Interessen, die irrelevant sind und so weiter und so fort. Das heißt, das irgendwie darzustellen, als das findet getrennt statt von irgendwelchen moralischen Überlegungen oder von Wertzuschreibungen, ist finde ich, deplatziert. Also das ist eine Trennung, die man nicht aufrechterhalten kann. Ja, aber also ich meine, das ist eine Trivialität, die du da sagst. Natürlich. Nein, das ist ganz relevant. Lass mich mal ausreden. Das ist ganz relevant. Natürlich haben wir einen durch unsere Wertvorstellung gefärbten Blick. Das ist ja klar, das hat jeder. Ne? Den müssen also wir uns natürlich nicht zu 100% ausschalten. Die Frage ist aber, bemühen wir uns um Objektivität oder nicht? Ja, klar. Aber das schaffen wir, indem wir uns diesen Werten bewusst sind. Wir haben den Russland-Ukraine-Krieg, ja? So. Jetzt kann ich mich entscheiden, rede von Anfang an immer nur von Überfall, ja? Und was weiß ich, und habe sozusagen von Anfang an die ganz klare moralische Sichtweise über die ganze Berichterstattung gestülpt, oder habe ich das nicht? Oder schaue ich mir erst einmal die Zahlen an, ja? Schaue ich mir erst einmal die geopolitische Konstellation an, etc. Versuche ich erstmal die Moral aus. Ich sage nicht, dass man überhaupt nicht auf die Moral zu sprechen kommen soll, aber ich kann trotzdem bemühen, die moralische Einordnung erst einmal einzuklammern. Ja, nein, für die Schlussfolgerung nicht versuchen aufzusparen. Oder ich gehe von Anfang an voll auf Moralisierung. Das macht für mich schon einen Unterschied. Wenn ich mir den Ukraine-Krieg anschaue, ist das Moralisieren der erste Schritt. Weil ich muss ja wissen, ob das, was Russland gemacht hat, okay ist oder nicht. Das muss ich ja wissen, weil das entscheidet ja dann, wie ich jeden weiteren Schritt setze. Wenn ich sage, Russland ist im Recht, dass sie die Ukraine angreifen, naja, dann muss ich mich raushalten oder ich gebe Russland Waffen, weil sie führen da ja jetzt einen gerechtfertigten Krieg. Wenn ich sage, die Ukraine ist im Recht und hat ein Recht, sich zu wehren, naja, dann muss ich mich raushalten. Oder halt der Ukraine helfen, Russland zu bekämpfen. Das heißt, da ist tatsächlich der allererste Schritt zu moralisieren. In dem Sinne sich die rechtliche Lage anschauen. Wie schaut das Völkerrecht aus? Was lässt es zu? Das ist die erste Entscheidung, weil auf dem baut ja dann jegliches Überlegen und Handeln auf. Nee, du musst doch erstmal versuchen, also wenn du, wir sind jetzt keine direkten Kriegspartner in dem Sinne, ja? Also wir sind keine Kriegspartner. Und trotzdem müssen wir es einordnen, damit wir uns dazu verhalten können. Ja, und da gilt es erstmal auch darum, die Interessen der unterschiedlichen Seiten zu verstehen und nachzuvollziehen können. Ja? Das ist schon auch ein wichtiger Punkt für uns. Zuerst geht es darum, wie es Völkerrecht ausschaut. Da geht es erst einmal wenig um Interessen, muss man tatsächlich sagen. Ja, dann müssten wir eigentlich sofort aus der NATO austreten, weil die USA haben ja auch völkerrechtswidrig den Irak angegriffen. Also ich weiß nicht, ob ein Austritt die logische Konsequenz daraus ist. Wir sollten auf jeden Fall die Vereinigten Staaten dazu mal befragen. Was wir nicht tun. Ja, aber also, wir sollten es nicht so hinnehmen. Das stimmt schon. Werden die herzlich lachen und werden. Nein, dazu befragen, das meine ich schon ernsthaft. Ja, aber sie lachen uns ja auch aus, wenn wir rausgehen. Werden. Nein, natürlich. Aber sie werden uns ja auch auslachen, wenn wir rausgehen. Ja. Also, da kann Deutschland eh nichts machen. Aber das ist jetzt hier tatsächlich.
Na, aber da habe ich jetzt tatsächlich. Ihr seid das schon auch, ihr merkt das bloß nicht so. Nein, da habe ich jetzt tatsächlich ein großes Problem, dass man jetzt hier irgendwie Gerechtigkeit hinten anstellt. Ist es moralisch gerechtfertigt oder nicht? Was heißt denn hinten anstellen? Das ja, du sagst, das ist das Letzte, woran wir uns orientieren. Nein, ich sage, in der Analyse hat sie das letzte Wort. Und das letzte Wort ist ja nicht das unwichtigste Wort, sondern mitunter das letzte Wort ist mitunter auch das entscheidende Wort. Deswegen wähle ich auch diese Formulierung. Ja, die Moral hat das nicht das erste Wort, sondern das letzte Wort. Ja, ja, ja. Man muss davor sich, weil das ist die komplexeste Fragestellung, die gewissermaßen alles zusammenfasst. Ja? Okay, und bevor die Frage, wie viele Panzer hat Russland, wie viele Panzer hat die Ukraine, ist einfacher zu beantworten, als die moralische Frage zu beantworten. Ja? Ich meine, wir haben natürlich eine westlich gefärbte Sicht darauf und identifizieren uns naturgemäß eher mit der Ukraine als mit Russland. Das ist völlig klar. Aber die russische Perspektive mal nachzuvollziehen, ja, ist denke ich auch wert. Ne? Ja genau, aber zum Nachvollziehen gehört ein Einordnen und zum Einordnen gehört eine Bewertung und zur Bewertung gehören Werte. Das ist ja genau mein Punkt. Ja. Also nur weil der Putin jetzt sagt, ich habe mich bedroht gefühlt, okay, ja, das kann ich hören, aber damit ich damit was machen kann, tatsächlich für meinen Denkprozess, für meine Überlegung, muss ich sie einordnen. Und wenn ich das einordne, dann muss ich sagen, glaube ich dem das? Wie sehr glaube ich ihm das? Wie kann ich das bewerten, ob ich ihm das glaube oder nicht? Und so weiter und so fort. Und in jeder von diesen Nachfragen ist dann die Antwort darauf eine Bewertung. Und ohne diese Bewertung kann ich mit den Fakten nichts anfangen. Wir müssen auch auf die Begriffe aufpassen. Du hast eben eigentlich so argumentiert, was bei mir dann auf der intentionalen Ebene wäre und nicht auf der normativen. Ja? Was sind sozusagen die Motive? Ja, kann man Putin die Motive glauben oder hat er vielleicht auch andere Motive? Das ist tatsächlich dann bei mir eher auf der intentionalen Ebene noch, nicht auf der normativen Ebene. Ja, ja nur jetzt schau her, jetzt hast du eine Person, die schlau ist und eine andere Person, die schlau ist und die eine sagt, Putin glaube ich das, die andere sagt, Putin glaube ich das, ich glaube das Putin nicht. Damit du zwischen denen entscheiden kannst, musst du selber eine Meinung bilden und diese Meinung, die du dir selber bildest, die existiert ja auch nicht im luftleeren Raum, weil du hast ja Werte, du hast ja Überzeugungen und die durchfluten deinen Denkprozess. Ich würde das, also man sollte sich, und deswegen, ich würde nicht sagen, ja und weil wir immer biased sind, müssen wir uns dem vollkommen hingeben und wir sollten gar nicht versuchen, neutral zu sein, sondern ich sage nur, wir können effektiver unsere Biases, unsere Werturteile, die vielleicht deplatziert sind, herausdividieren aus unserer Analyse, wenn wir die uns konsequent bewusst machen. Und ich würde sagen, dass, dass eine Trennung vorzunehmen zwischen der mehr oder weniger nüchternen Betrachtung der Tatsachen und dann der Moralisierung ist nicht sinnvoll. Ich würde sagen, wir sollten von vornherein erkennen, dass die Moralisierung stattfindet. Wir sollten uns da nicht hineinlegen und sagen, wir schauen nur, was schön ist und verschließen die Augen vor der Realität. Aber wir müssen erkennen, wie wäre es schön, was ist mein Wertfundament, wie das meinen Blick auf die tatsächlichen Fakten dann lenkt. Und das würde ich eher argumentieren. Nicht, dass wir komplett nur im Fühli-Fühli-Modus unterwegs sind, sondern dass wir uns deren bewusst sind. Die moralische Ebene ist eine der Ebenen der Betrachtung, ja, die sozusagen zur Gesamtbetrachtung immer auch dazugehört, ja. Aber trotzdem kann man unabhängig davon auch einfach mal über Truppenstärken reden oder über die geopolitische Lage von Russland und Ukraine, über Rohstoffvorkommen und so weiter. Ja, ja, ich nehme mal an, du redest so darüber, dass irgendwie argumentiert wird, übermorgen steht der Russe in Berlin oder so. Meinst du das? Weil das muss man schon sagen. Es ist gut zu sagen, dass Putin ein Arschloch ist und dass er einen Krieg hier angezettelt hat, der nicht in irgendeiner Weise zu rechtfertigen ist. Welcher Krieg ist das schon? In Wahrheit. Die Aussage, Putin ist ein Arschloch, ist doch überhaupt nicht hilfreich. Das ist doch eine rein emotionale, selbstgefällige Äußerung. Ich finde, es macht meine Position klar. Aus dem Grund habe ich es gesagt. Ja. Aber es hilft halt diese Sichtweise, hilft halt nicht, trägt, glaube ich, nicht dazu bei, den Konflikt zu lösen. Ja. Erstens, ich glaube nicht, dass irgendwas, was wir jetzt sagen, dazu beiträgt, den Konflikt zu lösen. Aber deswegen habe ich ja jetzt auch noch weiter. Deswegen wollte ich jetzt noch was weiteres ausführen. Ja, ja.
Putin ist ein Arschloch, da waren wir, ich wiederhole das gerne nochmal. Und ja. Jetzt ist aber das Zweite, das wir erkennen müssen, die Truppenstärke, wie du sagst. Also Putin hat den Krieg angefangen mit ca. 200.000 Soldaten. Ich nehme an, wahrscheinlich wird seine Armee derzeit aus ungefähr 300.000 Soldaten bestehen. Als Nazi-Deutschland Polen überfallen hat, haben sie 1,6 Millionen Soldaten gehabt. Also die Vorstellung, dass... Nee, mehr waren das. Ja, mehr. Ich habe das erst heute gegoogelt. Ich glaube, die Zahlen sind ungefähr in dem Bereich. Beziehungsweise, nein, der Angriff auf Polen hat mit 1,6 Millionen Soldaten stattgefunden. Ja, das mag sein. Das Heer hat mehr gehabt, aber es haben wir, genau. Also da sich die Dimension klar zu machen und ja, okay, wir sollen vielleicht der Ukraine helfen, aber die Gefahr, dass Deutschland oder Österreich angegriffen wird von Putin, seinem Russland, ist eher gering. Unabhängig jetzt von NATO-Verträgen, dass er das überhaupt hierher schafft, ist eher unwahrscheinlich so. Das heißt, man muss natürlich über solche mehr oder weniger kalten, nackten Tatsachen sprechen. Ja. Aber jeglicher Schritt, der über wirklich die Aufzählung von wie groß ist die Truppenstärke hinausgeht, wenn wir uns dann anschauen, welche Argumente gemacht werden, wenn jetzt der Putin sagt, ja, weil es geht ihm darum, wieder das große Russland zu erreichen und so, das können wir dann ja nicht nur als Interessen abtun, die er da jetzt mehr oder weniger äußert, sondern das muss man ja auch in den Rahmen setzen, in den es gehört, nämlich auch als ein innenpolitisches Signal, als eine ideologische Kerngröße, die er da jetzt formuliert und so weiter und so fort. Aber all diese Bewertungen, die wir tätigen müssen, um das entsprechend einzuordnen, das ist wiederum wertgesättigt und da kommen die unsere Werte und unsere Normen und unsere Moral und so und alles schöne Fühli-Fühli-Zeugs kommt schon vor dem letzten Schritt des, wie du es nennst, Moralisierens hinein. Also ich würde das einfach, ich kann nicht nachvollziehen, wie du da so eine Trennung machen kannst. Ja, letztlich mache ich ja, also ich mache ja keine strikte Separation. Ja, du sagst, wir machen zuerst das und dann machen wir die Moral am Ende. Das ist, also das insinuiert für mich eine starke Trennung, muss ich sagen. Ja, also das, es ist halt so, wenn du, ich würde mal sagen, die materielle Ebene ist einfach die simpelste, ja. Und mit jede weitere Ebene bringt ja mehr Komplexität hinein in die Betrachtungsweise. Und die allerkomplexeste ist dann eben, wenn du auch noch die ganzen völkerrechtlichen Normen etc. mit hineinnimmst. Du kannst aber ja nicht sozusagen ausschließlich auf dieser völkerrechtlichen Ebene argumentieren, ohne eine empirische Anbindung auch, ja. Also ohne eine Beantwortung der Frage, hat sich Putin zu Recht bedroht gefühlt oder nicht? Ja, und das hängt ja doch von materiellen Gegebenheiten ab. Ja? Das heißt, diese Frage kannst du ja gar nicht ohne die anderen drei Ebenen beantworten. Ja? Nein, klar, die völkerrechtliche Bewertung, die findet ja auch aufgrund von Tatsachen statt. Mhm. Also die schauen sich ja das an. Ja. Also es ist ja nicht so, dass die da in ihrem Philosophenturm sitzen, die ganzen Völkerrechtler, und sich überhaupt nicht anschauen, was in der Realität passiert. Also das ist das, wir müssen jetzt auch ja, gar nicht... Ja, wir müssen weiter, ja. Wir müssen jetzt nicht über den Ukraine-Konflikt, den müssen wir jetzt nicht hier lösen. Ne? wir machen hier Moral Combat, schreibt einer im Chat, das stimmt. Ja. Moral Combat. Genau, also das zweite Modell ist auch ein relativ triviales Modell, relativ simpel auch. Die Unterscheidung zwischen dem zwischen altruistischem, hedonistischem und destruktivem Verhalten, ja, möchte ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, weil es weil das dritte Modell vielleicht ein bisschen anschaulicher ist, bezogen auch auf die anthropologische Rückbindung. Das dritte Modell ist ich muss Adornos Hinweis ernst nehmen, immer wenn von der Natur des Menschen gesprochen wird, sollte man den Raum verlassen. Natürlich nicht, aber ich wäre sehr vorsichtig irgendwie ja, mit einer Anthropologie zu argumentieren. Ja, aber das ist natürlich ganz klar eine Gegenposition. Ich sage, dieser soziologische Reduktionismus hat jetzt 60 Jahre sein Recht gehabt, jetzt reicht's langsam mal. Ne? Wieso? Ja, weil wir brauchen ein halbwegs vernünftiges Menschenbild. Wir operieren im politischen Kontext. Nur weil Adorno das gesagt hat, heißt ja nicht, dass es keine Menschenbilder gibt. Nein, natürlich aber die nicht. Aber die sind noch erbärmlich. Wir haben die Linke hat das überspitzt formulierte Menschenbild, alle Menschen sind gleich, Differenz entsteht durch Sozialisation. Ist jetzt überspitzt, ja? Überspitze Polemisierung gegen den soziologischen Reduktionismus. Der Liberalismus hat den Homo economicus, das sind beides für mich total primitive Menschenbilder, ja. Wirklich erbärmlich, ja. Und das führt zu nichts.
ich weiß nicht, ob die Linke so ein Menschenbild hat. Ich glaube, man muss immer vorsichtig sein. Schon. Ja, sie wird es natürlich dann wegdifferenzieren, wenn man sie darauf festnageln will. Aber ich glaube, das läuft so sehr häufig darauf raus. Also natürlich ist das jetzt überspitzt, was ich formuliert habe. Das wird so jetzt keiner natürlich unterschreiben. Das ist mir auch klar. Das dient dazu, die Dinge zur Kenntlichkeit zu bringen und nicht sozusagen wirklich jeder das denkt. Ja, Ja, was mich interessieren würde, worauf sind denn die gesellschaftlichen Disparitäten zwischen unterschiedlichen Gruppen zurückzuführen? Also auf die Natur, auf... Ja, das ist Von Migranten jetzt zum Beispiel in Deutschland oder Kinder von Arbeiterfamilien. Was so ein bisschen die Problematik verdeutlicht. Also du nimmst einen Zitronenkern, ja, steckst ihn in die Erde und dann gießt du den Kern und da wächst ein Zitronenbaum draus. Ja? Woran lag das? An der Umwelt oder an der Anlage? Ja? Und das ist natürlich diese Unterscheidung, also diese Dichotomie macht natürlich keinen Sinn. Ja? Das ist natürlich Quatsch, weil es an beidem liegt. Ja? Also du kannst aus einem Zitronenkern keinen Apfelbaum züchten und es wächst auch überhaupt nichts daraus. Und umgekehrt auch. Also das ist natürlich immer beides. Ja? Ich finde aber jetzt nicht, dass das nicht analog ist. Also ich würde gerne bei Menschen bleiben. Tatsächlich die materiellen Erfolgschancen von unterschiedlichen Gruppen anschaust in der Gesellschaft, Arbeiterkinder, Scheißakademikerkinder, Ausländer und so. Warum sind die Akademikerkinder scheiße? Nein, das ist ein Spruch von einem österreichischen Politiker, der heißt Matthias Stolz, der hat im Parlament einmal gesagt, die Scheißakademikerkinder. Ach so, und, ja gut, das weiß ich nicht. Ja, muss man nicht wissen, ist ein österreichischer Joke. Und warum gibt es jetzt zwischen diesen Gruppen so einen großen Unterschied? Also warum reproduziert sich die Ungleichheit? Ist das, weil wir eine ungleiche Gesellschaft haben oder weil irgendwie die Menschen, die benachteiligt sind, irgendwie eine schlechtere biologische, natürliche Veranlagung haben? Also das ist ich glaube, es ist multifaktoriell. Ja. Und du kannst es teilweise auch nicht wirklich empirisch aufklären. Naja, wenn wir uns jetzt die Genetik anschauen, die unterschiedliche Österreicher miteinander gemeinsam haben. Also wenn wir es anschauen, zweite Generation in Österreich, tatsächlich, also wirkliche Weißbrote, die genetisch eigentlich gleich, nicht zweite Generation, das wurde viel weiter nach hinten verfolgt. Wenn man sich jetzt anschaut, wirklich genetisch de facto ident, jetzt die weißen Menschen untereinander, da gibt es ja auch große Varianz, aber wie dem auch sei. Und dann im Endeffekt schaut man sich an, ja okay, die sind alle schon sehr lange in Österreich, das eine Kind hat eine lange Tradition von Akademikereltern und die Eltern davor waren wieder Akademiker und so weiter und so fort. Und die Eltern sind Arbeiter und die Großeltern wieder Arbeiter und so weiter und so fort. Dann kannst du anhand schon von diesen Fakten sehr gut errechnen, was wahrscheinlich das Nettoeinkommen im Jahr ist, was der höchste Bildungsabschluss ist, den die Person genießt. Jetzt ist für mich die Frage, ist das einfach die Reproduktion von gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten, würde ich es jetzt fast nennen, oder einfach von gesellschaftlichen Systemen? Oder ist das oder ist es irgendwie natürlich bedingt? Also es gibt verschiedene Faktoren. Ich sag ja, es ist multifaktoriell, es gibt verschiedene... Ja, aber manche Faktoren sind ja größer als andere. Andere Frage. Also vielleicht selber Frage, nur anders formuliert. Vielleicht kannst du da mehr damit anfangen. Wieso manifestiert sich die mehr oder weniger genetische Gleichheit zwischen Menschen weniger stark zu einer Normalisierung hin, zwischen unterschiedlichen ökonomischen Klassen? Also wieso hat der Bildungsgrad deiner Eltern einen so viel höheren Effekt auf deinen Bildungsabschluss als irgendwie eine genetische Veranlagung? Weil wenn wir anerkennen, dass, also ich würde schon sagen, dass es in den gesellschaftlichen Umgebungen eine höhere Varianz gibt als zwischen genetischen. Also genetisch variieren wir nicht so stark in unseren Fähigkeiten, körperlich und geistig, wie wir variieren zwischen einem Obdachlosen und einem Rich Kid, das irgendwie eine schöne Schule besuchen kann. Also da ist die Varianz deutlich größer. Das wäre meine Begründung, wieso sich halt gesellschaftliche Positionierungen, sozioökonomische Verhältnisse immer wieder reproduzieren, weil da halt ein viel direkterer Einfluss ist auf die nächste Generation als jetzt irgendeine Genetik.
Und da bin ich auch tatsächlich sehr in Line mit nicht nur Soziologie, auch die Biologie, auch die Humanbiologie trifft de facto keine Aussagen über die genetische Veranlagung von unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft und wie sich das auswirkt auf irgendwie deren Bildungsgrad oder so. Einfach weil es kein, weil man davon nichts erwartet, dass da irgendwas daherkommt. Naja, also Faktor Intelligenz ist natürlich schon auch nicht zu unterschätzen. Du hast immer auch das... Nur Intelligenz hängt von der Bildung ab. Also soweit ich weiß, ist der genetische Anteil schon so bei 70-80%. Nein, es ist nämlich so, du hast in der Art und Weise, wie wir Intelligenz testen, einen extrem großen Bias hin zu Menschen, die eine Schule besucht haben. Weil das, ja, wie gut, der Test das ist, vorgenommen wird, ja, das ist ja klar. Ja, darum geht es ja, aber wir wissen ja nur den IQ, wie er gemessen wird. Und außerdem so wie Intelligenz... Aber was anderes haben wir nicht. Ja, genau. Das heißt, das Beste, was wir haben, um die Intelligenz zu messen, ist sehr, sehr ungeeignet. Wir haben in diesem ganzen Themenkomplex im Grunde genommen auch ein erkenntnistheoretisches Problem, weil wir das sozusagen genau diese Fragen nicht vollständig beantworten können, weil auch gewisse Experimente sich gar nicht durchführen lassen, die notwendig wären, um sozusagen Aufklärung zu bringen. Genau, und die es versucht haben, also das letzte große Versuch war ja die Bell Curve, ist eigentlich sozialwissenschaftlich und auch psycho... Was war zu Bell Curve? Das ist ein Buch, die es psychometrisch versucht haben, Differenzen zwischen Schwarzen, also Afroamerikanern und weißen Amerikanern versucht haben nachzuzeichnen, das irgendwie biologisch zu begründen. Nee, IQ-Unterschiede. Wollten sie auf biologische Gründe zurückführen. Im Endeffekt sind sie grandios gescheitert und es ist eigentlich nur mehr ein Buch, das von Neonazis verwendet wird, um nachts allein im Bett abzuspritzen. Also ich meine, ganz so einfach ist das nicht. Die Frage ist natürlich immer, psychometrisch bedeutet, dass man psychische Vorgänge versucht zu messen. Aber da die Genetik völlig rauszudividieren, halte ich für auch nicht korrekt. Dann weiß mir nach, dass die einen Effekt haben und dann können wir gerne drüber sprechen. Was? Was? Ja, weiß mir nach, wie groß der Effekt ist von jetzt einer biologischen IQ-Veranlagung oder Intelligenzveranlagung auf gesellschaftliche Ergebnisse. Ja, also wie gesagt, also ich spreche immer was ein bisschen abstrahieren von dispositionellen Faktoren, ja. Und ob dann das zeig sozusagen mir den Effekt von vom dispositionellen Faktor der Humangenetik auf IQ. Gerne. Auf Bildungserfolg oder was auch immer. Also ich spreche immer gern von dispositionellen Faktoren und ob sozusagen das, ich will mal sagen, tradierte Milieu-Mentalitäten sind, mentalitätsgeschichtlich, oder ob das Genetik ist, das kannst du letztendlich nicht vollständig differenzieren. Ja? Das kriegst du kannst es schon eigentlich, ja? Also es gibt sehr gute mathematische Modelle dazu, die das errechnen können. Man geht nicht davon aus, dass IQ, die Genetik irgendwie einen relevanten Faktor darstellt. Also man geht einfach nicht davon aus, deswegen forscht man nicht in diese Richtung. Es wäre de facto rausgeschmissenes Forschungsgeld. Ja, ich weiß nicht. Also ob das jetzt den Gesamtbestand der psychodiagnostischen Forschung anbelangt, da habe ich meine Zweifel. Psychodiagnostisch vielleicht nicht, aber es geht um den Effekt zwischen Biologie und Richtungen geben, auf die du dich beziehst. Das stelle ich nicht in Frage, aber ich habe meine Zweifel. Aber da müssen wir auch gar nicht jetzt drüber reden, weil das ist eine radikale Mitte. Nein, ich würde eher informier dich mal über die Bell Curve. Ich weiß nicht, wie gut du informiert bist über das ganze Thema. Wenn du die Bell Curve nicht sagst, das ist nämlich, die haben genau das probiert, was du jetzt hier sagst. Sie wollten irgendwie nachweisen, dass es vor allem oder dass irgendwie soziale Diskrepanzen einen kleinen Teil ausmachen. De facto sind sie methodologisch und auch empirisch dann tatsächlich von Leuten, die ihre Studien gegengecheckt haben, widerlegt worden, die Versuche irgendwie eine gesellschaftliche Ungleichverteilung von materiellen Ressourcen oder von irgendwie Schulabschlüssen oder von anderen intellektuellen Eigenschaften von Menschen, IQ oder so, das irgendwie von Genetik oder von der Natur des Menschen abzuleiten. Also, nein. Es ist nicht ganz so einfach. Also, den Wissensstand, den ich habe, ist im Grunde genommen Lehrbuch der differenziellen Psychologie. Das ist der Amelanx-Bartusek. Das ist ein Standardwerk seit Jahrzehnten. Das wird jetzt auch von anderen Autoren weitergeführt.
Das ist einfach mein Kenntnisstand und danach ist die Faktenlage nicht so eindeutig. Beispielsweise gibt es auch die Findung, dass, was die IQ anbelangt, Hispanos in Nordamerika höhere Werte haben als Afroamerikaner, obwohl die Afroamerikaner deutlich bessere sozioökonomische Randbedingungen hatten. Ne? Also das gibt es beispielsweise auch als Ergebnis. Ich habe auch gerade diese ganzen Ergebnisse zur Intelligenzforschung und Ethnie, die sind natürlich immer hochkontrovers. Ich habe dem Lehrbuch auch entnommen, dass die gesamte Debattenlage sehr kontrovers und auch sehr unterschiedlich interpretiert wird. Also das ist mein Erkenntnisstand. Deswegen ist dieser ganz eindeutig im Sinne des soziologischen Reduktionismus vorgenommenen Interpretation würde ich dir an der Stelle nicht zustimmen können. Also du würdest sagen, es gibt bedeutende genetische Unterschiede zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen, die Rückschlüsse auf deren IQ zulassen. Ich kann dir sagen, was meine Meinung ist. Wie heißt das Buch? Von Bartusek? Amalang Bartusek ist das. Ich meine, ich hatte noch zwei andere Autoren sind mit drin. Also das ist aber ein Standardwerk der Differenz. Es ist das Standardwerk der zur differenziellen Psychologie. Ja, ich würde es, aber wie heißt differenzielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung? Alles klar. Okay, das kostet 50 Euro, das kaufe ich mir nicht. Ja. Das, also 97. Also ich meine, was sagst du dazu, dass das bei Hispanos, obwohl die schlechtesten sozioökonomischen Randbedingungen haben, trotzdem einen höheren IQ haben? Es kommt sehr darauf an, wie man tatsächlich die sozioökonomischen Randbedingungen misst. Also muss ich tatsächlich dann mir die Methodologie anschauen. Ja, also ich möchte das jetzt auch nicht gerade, es ist auch nicht Thema der radikalen Mitte, das kommt ja überhaupt nicht vor in meinem Buch, ja. Nein, mein Punkt ist, möchte ich jetzt abschließend das ist sehr was schwierig. Dazu sagen. Ja. Nein, ich möchte abschließend was dazu sagen, was meine Meinung ist. Ich bin auch kein Experte in dem Sinne, dass ich hier Intelligenzforscher bin, ja, oder so. Ja. Meine Meinung ist, es gibt sehr wohl auch eine gewisse Korrelation zwischen Intelligenz und Ethnie, die man aber durch, ich will mal sagen, mittelfristige soziokulturelle Geschichte auch erklären kann und die eigentlich auch plausibel ist. Die ganzen Findungen, die man hat, sind in meinen Augen plausibel, was die Intelligenz, den Zusammenhang zwischen Intelligenz und Ethnie anbelangt. Das heißt zwischen Ethnie, natürlich zwischen Ethnie, aber das kommt jetzt darauf an, ob das daher kommt, dass manche Ethnien also schlechter behandelt werden als andere? Nein, ich will dir mal das sagen. Zum Beispiel findet man, dass Juden innerhalb der weißen Ethnie einen höheren IQ haben, was übrigens völlig konträr zu dem ist, dass sie ja sehr viel mehr Diskriminierungserfahrung haben. Ja. Juden sind ein sehr spezieller Fall in dem Zeitpunkt eigentlich. Ja, und Ostasiaten haben einen höheren IQ als Weiße und so weiter. Also diese ganzen Findungen kann man meines Erachtens relativ gut durch die, ich will mal sagen, mittelfristig, also Jahrzehnte bis Jahrhunderte zurückreichende, unterschiedliche Geschichte dieser Ethnien erklären. Ja, ja dann. Ob das jetzt, wie? Na dann? Ja, also ich will sagen, was entscheidend ist, ist... Und außerdem, du gehst jetzt auch davon aus, dass irgendwie das Standing, das sozioökonomische Standing in der Gesellschaft vom IQ abhängig ist und nicht umgekehrt. Es könnte ja auch einfach sein, dass Leute, denen es sozioökonomisch besser geht... Doppelseitige Wechselwirkungen, das ist... Genau, klar. Ja, klar. Das ist ein nicht lineares Problem, ja. Ja, ja. Ja, und, also, und das ist es ja eher. Und es ist aber vor allem so, gerade wenn man sich den Effekt in Bildung hat auf den IQ, wenn man sich das anschaut. Allein das soll schon die Diskussion eigentlich beenden. Also diejenigen, die Zugang zu einer besseren Bildung haben, die irgendwie mehr geübt darin sind, akademische Tests zu machen, das ist ja wie IQ getestet wird. Du sitzt in einem Raum, du hast eine gewisse Zeit, in der du Logikpuzzle löst und wer schneidet da besser ab, unabhängig von jetzt der eigenen Veranlagung, wie gut man ist im Logikprobleme lesen. Derjenige, der geübt darin ist, dass er regelmäßig Tests macht, weil er irgendwie eine Universität besucht hat, oder derjenige, der vielleicht eigentlich ein schlaues Kerlchen ist, aber den ganzen Tag nur, unter Anführungszeichen, also nicht mit akademischen Räumen in Berührung kommt, weil er halt, weiß ich nicht, normaler Maurer ist oder was auch immer. Also, darf ich mal kurz das Fazit ziehen, ohne dass du mich gleich unterbrichst, dass ich meine Meinung zu dem Thema kundtue, ohne das jetzt als ein Dogma verstanden wissen zu wollen. Wie gesagt, ich bin auch kein Experte darin. Aber meine Lesart, meine Interpretation dieser Unterschiede halte ich, ist für mich persönlich plausibel
und man kann das natürlich diskutieren. Also, welche Findungen hat man? Man hat die Findung, dass Ostasiaten im Schnitt intelligenter sind als Weiße. Man hat die Findung, dass innerhalb der Weißen Juden intelligenter sind als Nicht-Juden. Warum? Man hat Warum? Wie? Ja. Ich stelle dir jetzt schon mal die Frage, für alles, warum? Afroamerikaner weniger intelligent sind als Weiße, und man hat auch die Findung, dass die die Afroamerikaner intelligenter sind als die Schwarzafrikaner. Ja? So. Ich glaube, der entscheidende Faktor für diese Intelligenzbefunde ist der, welche Bedeutung Schriftlichkeit in diesen jeweiligen Gruppen hat und welche Art von Schriftlichkeit es ist. Also, dass die Asiaten intelligenter im Mittel sind als die Europäer, hat für mich zwei Faktoren. Erstens ist es das komplexere Schriftsystem, das heißt, der Anspruch an symbolische Datenverarbeitung des ostasiatischen Schriftsystems ist höher. Deswegen, also man muss dazu sagen, Intelligenz heißt ja immer symbolische, sind Bleistift- und Papiertests, und es geht um Symbolverarbeitung. Ja, es ist also sozusagen dem Gebrauch von Schriftzeichen und Schrift sehr nahe. Das heißt, je besser eine Ethnie sozusagen traditionell in Umgang mit Schrift und in Schriftbeherrschung und auch in dem, wie anspruchsvoll das Schriftsystem ist, wirkt sich das positiv auf einen IQ aus. Ja? Belege dafür? Wer sagt das, jemand anders? Meine Interpretation, sage ich jetzt. Ja? Das okay, ist ja, hat die noch jemand? Wie willst du? Ich weiß nicht, also die Psychologen lassen sich, glaube ich, dazu kulturell nicht ein, aber ich wollte ja sagen, ich will dir meine Interpretation geben. Okay, ja. Und also deswegen sind Ostasiaten intelligenter als Weiße, weil sie das anspruchsvolle Schriftsystem haben, zum einen, und zum zweiten haben sie nicht so starke zivilisatorischen Einbruch gehabt wie im Westen. Wir haben im Westen mit dem Zusammenbruch des lateinischen Westens über Jahrhunderte die Schriftlichkeit verloren gehabt. Einen solchen krassen zivilisatorischen Einbruch gab es in Ostasien nicht. Ostasien ist der Kulturraum, der die stärkste zivilisatorische Kontinuität hat. Auch das ist etwas, was sich positiv auswirkt. Auch hat sich im chinesischen oder ostasiatischen gab es ja auch dieses Beamtensystem, das hat auch sozusagen Schriftlichkeit, Schriftbeherrschung belohnt. Ja? Auch der Unterschied zwischen den Juden und den Nichtjuden ist erklärbar durch dieses Verhältnis zur Schriftkultur. Wir haben zum Beispiel bei uns im christlichen lateinischen Abendland über Jahrhunderte den Fehler gemacht, Intellektuelle genetisch auszusortieren, also dadurch, dass die Geistlichen sich nicht fortpflanzen. Moment, wo kommt jetzt die Genetik her? Die Schrift und die Kontinuität der Kultur, das ist doch alles was gesellschaftlich. Wo kommt jetzt da die Genetik her? Ja, es hat auch was, also ich will die Genetik da nicht rausnehmen, ja. Also, okay, und hast du irgendwelche Belege dafür, dass die Genetik, also dass die Gesellschaft einen Einfluss drauf hat und dass, wenn du eine komplexe Sprache hast, die viel mit Abstraktion arbeitet, dass das irgendwie die Denkstrukturen im Gehirn verbessert? Das ist ja unbestritten, das will ich auch gar nicht sagen, aber das ist alles, was mit Kultur, was mit Gesellschaft zu tun hat. Das ist ja mein Punkt. Das sind Entwicklungen über Jahrhunderte. Dafür jetzt empirische Belege zu finden, ist natürlich nicht so ganz einfach, weil wir können jetzt nicht zwei, ich würde sagen, Bevölkerungsgruppen in unterschiedlichen kulturellen Randbedingungen über Jahrhunderte beobachten. Das geht nicht, ja. Das sind immer nur Interpretationen, wenn man sozusagen diese historische Perspektive mit reinnimmt. Deswegen sage ich ja, aber wo kommt jetzt dieses Genetik her? Das will ich doch wissen, ob du dafür irgendwelche Belege hast. Ich will doch nur wissen, ob du irgendwelche Belege hast dafür, für deine Behauptung, dass da jetzt auf einmal die Genetik hineinkommt, dass wir irgendwie genetisch intelligente Menschen aussortiert hätten, dass das irgendwie einen Effekt darauf hat, wie schlau wir heute, also wo ist dein Bild? Ja, genau, aber Interpretation, aber irgendwo muss ja dieser Intelligenzunterschied. Das funktioniert ja auch. Ja, genau. Und ich meine, es hängt auch darauf an, wer den Test macht. Es hängt damit an, wer den Test macht. Das ist schon auffällig, dass es dort die Söhne und die Enkel und die Neffen von protestantischen Pastoren, das Großteil der Philosophen und Dichter ausgemacht haben, ist schon auffällig in der deutschen Geistesgeschichte. Ja. Was mich jetzt interessieren würde, beziehst du dich auf irgendwas? Weil so funktioniert ja Wissenschaft nicht. Also du kannst ja etwas behaupten, gerne, aber
ich würde mich, wenn es nicht dein Metier ist, schau, ist eine Interpretation, aber ich kann sagen, es ist eine haltlose. Den du ja gar nicht empirisch untersuchen kannst. Das heißt, du hast sowieso in dieser ganzen Thematik eine empirische Unterbestimmtheit. Nein, ja? Aber du hast Menschen, die ihr Leben damit verbracht haben, also bis ihre professionelle Karriere, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und du würdest dem ja auch zustimmen, du als Physiker und Mathematiker, mit der Zeit, du kriegst ein gewisses Gespür. Ja. Du aber hast Ideen. Aber der Punkt ist halt, dass dieses Gespür auch sehr stark vom Zeitgeist beeinflusst ist. Ja, das würde ich auch immer damit einrechnen. Natürlich also vom Zeitgeist, aber genauso für dich. Ja genau, aber für dich ist das ja genauso der Fall. Nur der Unterschied ist, dass diejenigen, die tatsächlich zu dem Thema forschen, dass die systematisiert und miteinander im Austausch von Zeitgeist beeinflusst werden. Du und ich, wenn ich jetzt über Humanbiologie oder sowas einen Text lese oder so und dann daraus meine Schlüsse ziehe, ohne mich an irgendwas anzuhalten, ich komme sicherlich nicht bei irgendwas Schlauem heraus. Deswegen, ich würde nicht auf deine Interpretation alleine vertrauen, genauso wie ich nicht auf meine Interpretation alleine vertrauen würde. Ja. Ich würde auf die Interpretation von anderen Wissenschaftlern vertrauen. Und da würde ich nicht sagen, weil das jetzt 51% der Wissenschaftler so sehen, sehe ich das jetzt genauso. Sondern auch da muss man natürlich abwägen. Und es gibt auch viele Punkte, wo ich sage, gerade bei der Ökonomie, da gehe ich überhaupt nicht mit, was jetzt Mainstream-Ökonomen da behaupten. Ja. Aber trotzdem, wenn ich jetzt einen Claim mache auf einem Gebiet, wo ich halt nicht mich auskenne, wie Volkswirtschaft oder so, dann verweise ich darauf, weil ich halt meine eigenen Grenzen kenne. Und das finde ich, dass ich bei dir das ein bisschen problematisch finde. Also du redest da jetzt daher und vieles von dem macht ja auch Sinn. Also dass irgendwie, wenn man zivilisatorisch nicht von Kriegen heimgesucht wurde, dass man dann eine bessere Möglichkeit hat, in seiner Gesellschaft eine Kultur der Intellektualität und so auszubilden. Das ist ja alles komplett unbestritten. Deswegen habe ich da ja auch nicht widersprochen, weil das geht auch d'accord mit dem, was ich zu dem Thema mitbekommen habe. Aber dann, wenn es in das Genetische geht, da brauche ich dann tatsächlich Quellen und Sources und nicht nur eine Interpretation, weil das ist tatsächlich eine Interpretation, mit der du nach heutigem Wissensstand, was ich zu dem Thema, und zu dem habe ich tatsächlich mehr gelesen, weil ich habe schon ein paar Mal mit Nazis über das Thema gesprochen. Nicht, dass du Nazi bist, das sage ich nicht, aber ich habe schon ein paar Mal über so Rassen-IQ und so diskutieren dürfen. Nach meinem Wissen gibt es da kaum jemanden, der sagt, ja okay, Genetik hat da jetzt einen maßgeblichen Effekt. Deswegen, da brauche ich jetzt tatsächlich irgendwas, worauf du dich beziehst. Ich habe dir ja schon eben diese eine Findung da gesagt, das ist mein Wissensstand, ist wie gesagt die... Ja, die Frage ist, was macht man daraus? Und diese Interpretation, die du lieferst, dass da die Genetik einen Effekt hat, die wäre mir neu. Na, zumindest heißt das, also ich habe dir das mit den Hispanos gesagt, den Unterschied zwischen Afroamerikanern und den Hispanos. Ja, dass die Hispanos praktisch den schlechtesten sozioökonomischen Randbedingungen hatten und trotzdem höhere IQ im Mittel als die Afroamerikaner. Da muss ich mir tatsächlich das anschauen, weil ich habe tatsächlich ein kleines Büchlein über die Bell Curve gelesen, so 80 Seiten oder so, wo sie auch genau über das gesprochen haben. Wo sie kritisiert haben, wie der sozioökonomische Hintergrund gemessen wird. Das heißt, da kommt's, wo so ein Ergebnis rausgekommen ist, aber wo sie sich dann die Methodologie angeschaut haben und gesagt haben, so kann man das einfach nicht messen, so kann man anhand von diesen Indikatoren kann man diese Aussage nicht treffen. Das heißt, wenn du das sagst, da bräuchte ich tatsächlich die Quelle, weil ich schon einmal genau gesehen habe, wie diese Argumentationsstruktur falsch läuft. Ich habe es ja gesagt, aber ich meine, das ist ein Standardlehrbuch der Psychologie. Da gehe ich jetzt schon davon aus, dass sie jetzt nicht irgendwelche obskuren Studien da einarbeiten werden. Ja. Es wird ja auch durchaus kritisch diskutiert und es wird auch aufgezeigt, dass natürlich die Interpretation sehr kontrovers ist, dieser Forschung zur Intelligenz und Ethnie. Es aber nicht so eindeutig ist. Also für mich hört sich das, was du sagst, so ein bisschen unterkomplex an im Sinne des soziologischen Reduktionismus, des linksliberalen hegemonialen Kulturparadigmas. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, man kann die Genetik nicht völlig rausnehmen. Was man dann daraus folgert, ist wieder eine ganz andere Fragestellung. Es sagt ja sicherlich nichts über den sozusagen
letztendlichen Wert eines Menschen aus, welche IQ er hat oder welche Genetik er hat, ja. Das ist ja eine ganz andere Ebene, auf der man sich da befindet, ja. Das Ding aber ist nur, dass ich meine These, dass die Environment, die soziale Gegebenheit, dass die einen maßgeblichen Effekt auf IQ hat und alles, also was da noch mitkommt. Ja, natürlich einen maßgeblichen Effekt. Wenn du nicht nur maßgeblich, fast den einzig relevanten. Dafür gibt es halt Belege. Dafür, dass die Genetik einen Effekt auf IQ hat, dafür gibt es halt keine Belege. Das ist halt das große Problem. Ja, was sagst du jetzt zu dem, diesen einen, was ich zitiert habe, dieser empirischen Findung? Kann ich nicht sagen, habe ich gelesen. Was ich dazu gesagt habe, ist, das müsste ich mir tatsächlich anschauen, weil ich schon einmal genau dieses Argument, also mit Bezug auf eine andere Quelle, gesehen habe, wie es falsch war. Einfach weil die Methodologie unsauber war. Und da müsste ich mir halt anschauen, ob die Methodologie unsauber ist. Also aus Rechteckig habe ich schon mal auch was genau Umgekehrtes gehört, dass Experimente sozusagen da systematisch die Genetik vernachlässigt hätten oder methodisch. Ich habe schon das genau umgekehrt auch gehört. Ich sage das jetzt nicht prinzipiell, ich sage nur, es klingt verdächtig, ich müsste es mir anschauen. Ja, na gut. Also wir müssen jetzt nicht vertiefen, wir sind da beide keine Experten drauf und wir müssen natürlich auch zugeben. Ich bin Experte in allem, Kappa. Also das grundlegende Problem an der ganzen Problematik ist in meines Erachtens, dass wir in der Tat die Beantwortung dieser Fragen empirisch unterbestimmt sind, weswegen immer ideologische Interpretationen eine Rolle spielen und je nachdem, aus welchem Lager man kommt, das dann auch entsprechend sehen kann. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz grundlegendes Problem bei der Frage. Ja, kommen wir zum nächsten Kapitel. Das ist auch gar nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, ich habe so ein bisschen den Eindruck, du klapperst mich jetzt so ein bisschen ab, ne? Nein, ich meine, wie rechts ist die radikale Mitte? Ich möchte wissen, was sagt er zur Genetik, ne? Du kommst mir das jetzt so ein bisschen nein, vor. Nein, ich meine, du hast mir unterstellt, dass wir irgendwie die Natur des Menschen ausblenden und dann sind wir irgendwie auf IQ gekommen und dann wollte ich dir halt sagen, warum ich das ausblende, weil irgendwie ich da in der Natur des Menschen, in seiner Biologie keine Auswirkungen auf irgendwie den IQ sehe. Ja, aber das, was ich aus radikalzentristischer Sicht jetzt als Natur des Menschen bezeichne, ist ja was ganz anderes. Das ist ja viel, viel grundlegender, viel primitiver. Wo ich sozusagen meine Betrachtung starte, ist, dass ich erstmal sage, ich betrachte den Menschen als geistiges, seelisches und körperliches Wesen. Ja, da fange ich schon mal an. Das ist eigentlich auch nichts Revolutionäres, nichts Neues. Es ist fast trivial, möchte ich sagen, aber eben doch nicht selbstverständlich, wie man beispielsweise am Umgang der meisten westlichen Staaten mit der Corona-Krise gesehen hat, wo man im Grunde genommen die geistigen und aber auch die seelischen Aspekte weitgehend ausgeblendet hat und sich ausschließlich auf dieses eine Virus fixiert hat und auf die körperlichen Aspekte. Also so gesehen ist diese holistische Sicht auf den Menschen doch nicht völlig trivial. Nein, und man muss da auch fundierte Kritik anmelden, also dass irgendwie jegliche persönliche Freiheit unter den postulierten Gemeinwillen gestellt wurde und dass da häufig mit einem autoritären Gestus regiert wurde. Das muss man tatsächlich kritisieren. Ja. Die Frage ist, wie man das macht. Ja. Ja, aber da habe ich sozusagen so eine ganz starke Fokussierung. Da wurde halt der Mensch dann nur noch als ein potenzieller Viruserkrankter und Virenübertrager gesehen, ja. Ja. Ne? Also, und das ist halt eine sozusagen antiholistische Sicht auf den Menschen. Da wurde dieser eine Aspekt rausgegriffen und das wurde zur Totalität erklärt. Und wo ich dann aus radikalzentristischer Sicht Einspruch erheben würde und sage, nee, der Mensch ist nicht nur Körper, der Mensch hat auch eine Seele. Und was machen diese Maßnahmen mit der Seele des Menschen, ja? Also dass da sozialwissenschaftliches Wissen systematisch übergangen wurde, auch wenn man sich die Gremien anschaut. Es gab ja den Ethikbeirat oder so. Da saßen Psychologen drinnen, Soziologen, Technik- und Wissenschaftsforscherinnen und alles das. Und die waren eigentlich da, um das so zu unterschreiben, aber die haben keinen Input gehabt. Das habe ich tatsächlich persönlich mitbekommen von Leuten. Ach, wirklich? Okay. Die in diesen Panels gesessen sind. Das ist natürlich ein Problem und das muss man aufarbeiten. Ja. Und das muss man halt vernünftig machen, sodass man nicht gleich zur Revolution aufruft. Ja. Und hinter allem den Zorros sieht. Also ich war relativ lang passiv bei dieser ganzen Corona-Geschichte, aber als dann hier in Deutschland Diskussion mit der Impfpflicht losging, da habe ich gesagt, nee, das geht zu weit. Ne? Also da habe ich dann auch, protestiert dagegen. Ja, ja gut, sind wir schon bei tatsächlichen politischen Forderungen? Ja, jetzt kommen wir mal
kommen wir mal zum letzten Kapitel. Ja. Ich muss mich selbst so wieder nachschauen, dass ich es auch richtig sage. 3 praktischere ist. Ja, und ich muss obligatorisch sagen, es gab keine Impfpflicht. Aber ja, nur obligatorisch, dass das für die Nachwelt. Es gab das nicht, nein, aber es war auch Ergebnis des Protestes, ja, in meinen Augen, dass sie nicht eingeführt wurde. Ja, gut. Ja. Okay, also Nutzung der Digitalisierung. Gut, das schließt so ein bisschen an mein erstes Buch an, die Wiki-Revolution. Da habe ich mich ja mit dem Thema Politik und Digitalisierung in einem ganzen Buch beschäftigt. Das im Zusammenhang mit der Piratenpartei, wie die relativ erfolgreich war in Deutschland, ist das entstanden. Da geht es einfach darum, dass Digitalisierung natürlich, was das, ich will mal sagen, demokratiefördernde Potenzial anbelangt, ein freiheitliches Potenzial anbelangt, noch bei weitem nicht ausgeschöpft wird, sondern im Gegenteil eher die Gefahr besteht, dass sie für das genaue Gegenteil eingesetzt wird. Neue Formen der Gemeinschaft, da ist natürlich, wie soll ich sagen, so ein bisschen geht es in Richtung gemeinschaftliches Wohnen, ja, dass man also den Menschen, ich will mal sagen, über die Kleinfamilie hinaus, ich bin ja kein Gegner der Kleinfamilie, anders als die 68er, die ja praktisch dieses Modell grundlegend abgelehnt haben, sehe ich das nicht so, aber ich halte durchaus Lebens- und Wohnformen für interessant und vielleicht für zukunftsträchtig, in der wieder größere Gemeinschaften auch eine Rolle spielen, ja, also sowas wie eine virtuelle Dorfgemeinschaft oder so, auch in neuen Formen des Lebens. Und dann neue Formen der Ökonomie, ja, wo ich im Grunde genommen eine, ja, ich will mal sagen, eine Kapitalismuskritik vornehme, die aber nicht auf eine Allermächtigung des Staates hinauslaufen. Also ich, wie gesagt, ich halte das für zwei Fallen am Ende des Tages. Wie? Ah, und was kritisierst du im Kapitalismus? Ja, wenn es jetzt eine Kapitalismuskritik ist, ey, Unternehmen, seid mal lieber. Schützt eure Arbeitnehmer. Nein, wir haben einfach... Ey, Unternehmen, achtet mal auf Klimaschutz. Wenn das darauf hinausläuft, naja. Als dynamisches System, ja, und dieses dynamische System des Kapitalismus, wie wir es haben, hat Polstellen, um es mal so auszudrücken, ja. Und das führt einfach nicht zu stabilen Systemen, ja. Und dieser Mangel muss beseitigt werden, ja. Sprich, es gibt sozusagen die Tendenz, dass irgendwie praktisch niemand praktisch alles besitzt am Schluss, ja. Natürlich, bevor es dazu kommt, gibt es anderweitige, mehr oder weniger katastrophale Ereignisse, ja. Man kann auch darüber diskutieren, ob die Weltkriege nicht maßgeblich auch so einen Hintergrund hatten, ja. Ich will mal sagen, das naive Gegenkonzept, dem Staat alle Wirtschaftsaktivitäten anheimzustellen oder zu übertragen, das halte ich auch für gescheitert. Ja. Wer sagt denn das? Meine Herren. Wieso? Also ich sage das nicht. Ich sag nur, klassischen kommunistischen Ansätze sind halt gescheitert für mich, ja. Ja. Definitiv. Staatskapitalistischen, aber ja. Mhm. Ja, da. Ja, also. Ja, war es Eigentum, war das Privateigentum an den Produktionen, also war das, nochmal, schon spät, war das Eigentum an den Produktionsmitteln, lag das in den Händen der Arbeiter oder in den Händen von irgendwelchen Bürokraten? Weil wenn es in den Händen der Arbeiter ist, dann ist Sozialismus, wenn nicht, dann nicht. Also ich würde da zu einer Art Mischsystem tendieren. Ja, oder Staatskapitalismus, zu einem System, in dem, ich meine, du kannst ja heute auch schon Genossenschaften gründen, so ist das ja nicht. Also nein, aber kein Laissez-faire und auch kein Kommunismus oder Sozialismus. Deswegen eine Mischform. Staat, weil der Staat hat es gelenkt. Aber es war ja immer noch Privateigentum an den Produktionsmitteln, nur weil das halt in der Hand des Staates ist. Deswegen Kapitalismus. Staatskapitalismus. Ja, kann man so sagen, aber das ist dann, das hört sich für mich immer nach sozialistischem Utopismus an, nach dem Motto, ja, wir hatten ja den richtigen Sozialismus noch nicht. Das ist auch ein bisschen wenn das Kriterium ist, dass wir eine demokratische Gesellschaft haben, mit Eigentum an den Produktionsmitteln demokratisiert unter den Arbeitern in einem Betrieb. Das ist mein Verständnis von Sozialismus, zumindest als Minimalkonsens. In dem Sinne haben wir es dann gehabt, das stimmt. Also ich würde mich dafür einsetzen, dass man eine Unternehmensform schafft, die genau sowas vorsieht, die gewissermaßen so verfasst ist, um das einfach mal auszuprobieren, ob das funktionieren kann. Ja?
Ja. Das wär doch mal. Also bist doch du für die große Enteignung und Demokratisierung. Wie? Also bist doch du für die große Demokratisierung unserer Betriebe. Was meinst du? Du meinst globale Enteignung? Nein, nicht globale. Ich rede jetzt einmal nur von Österreich. Mhm. Schwierig. Also ich bin auf jeden Fall gegen sehr plötzliche einschneidende Maßnahmen, weil das hat in der Regel der Geschichte noch nie zu besonders guten Ergebnissen geführt. Bist du auch gegen effektiven Klimaschutz? Weil dafür braucht es jetzt dann radikale Maßnahmen schon langsam. Ja, das ist eine andere Diskussion, die müssen wir jetzt hier nicht führen. Das ist auch nicht Gegenstand des Buches. Das wäre nochmal eine ganz eigene Diskussion, aber das würde ich gerne ausklammern, sonst sitzen wir auch um drei noch da. Ja, ich meine, ich weiß immer noch nicht, wofür jetzt ein radikaler Zentrismus steht tatsächlich. Ich sehe, dass du Probleme hast mit links und mit rechts, aber was daraus jetzt für ein positives, also ein Programm, das du vorlegen würdest, kommt, würde mich sehr interessieren. Also ich glaube vor allem, dass wir, also das geht jetzt natürlich auch so ein bisschen über das Manifest hinaus. Wie gesagt, die radikale Mitte als Ideologie hat ja, auch... Ja, das Kommunistische sagt schon, was man will, was sie wollen. Also ja. Die sind nicht so, ja, also Kapitalismus eher gemein, aber wir wissen nicht, nein, die sagen genau, was sie wollen. Ja. Ja, aber das hat jetzt auch entsprechende Folgen, ja. Naja, also ich bin erstens dafür, ja, dass wir in einem in seinem gesamtgesellschaftlichen Zustand kommen, in dem auch wieder mehr ausprobiert werden kann, auch was die Rechtsordnungen anbelangt. Und da ist für mich Föderalismus ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, je stärker politische Strukturen zentralisiert werden, umso weniger kann man ausprobieren, auch regional. Und diese Möglichkeit, den Föderalismus und die Subsidiarität wieder stärker zur Geltung zu bringen, ist auch ein Vehikel, um sozusagen mehr Experimentierfreiheit auch zu haben. Ja? Das heißt, wir haben Digitalisierung fördern. Ja. Schlimmste aber in einem freiheitlichen Sinne. Ja, genau. Ja. Föderalismus ist immer ja. Macht dezentralisierend. Damit Subsidiarität und ja. Also nein, Entschuldigung, wir waren noch gar nicht. Also erstens mal Digitalisierung, gut, in einem demokratischen Sinne. Und zweitens Subsidiarität/föderales Prinzip. Kommt sonst noch was raus? Wie gesagt, die radikale Mitte ist nicht eine Ideologie der Gestalt, dass da jetzt ein Katalog von 20 Forderungen bei rauskommt. Es können sich auch radikale Zentristen in sehr vielen Sachfragen unterschiedlicher Meinung sein. Das ist nicht der Wesenskern des radikalen Zentrismus, ja? Ja klar, aber wo geht's hin? Ja. Also du musst ja schon wissen, wo die Reise hingehen soll. Wie man da hinkommt, ist eine andere Frage. Naja, also was jetzt, wenn du sagst, wo es hingeht, geht es wieder um eine kulturphilosophische Standortbestimmung. Das ist auch Gegenstand des Buches, da bin ich jetzt nicht so drauf eingegangen. Nein, wo es hingehen soll. Was möchtest du denn? Ich behaupte, wir sind nicht nur am Ende der Moderne, sondern auch am Ende der Neuzeit angelangt. Das heißt, wir stehen vor einem sehr grundlegenden, einer grundlegenden historischen Epoche, jenseits dessen es noch nicht wirklich klar ist, wohin die Reise geht. Ja? Ich persönlich glaube, dass das große Problem ist, was wir haben, sind die zentralistischen Strukturen, Staaten und Großkonzerne, um es mal so auszudrücken. Aber ich würde beide haben großes Potenzial, unfrei zu machen. Ja? Und ansonsten glaube ich, dass wir aus dieser Dichotomie zwischen, ich will mal sagen, kultureller, hegemonialen Linksliberalismus und rechter, reaktionärem Gegenimpuls rauskommen müssen. Das hilft uns nicht weiter. Ja, Verbissenheiten auf unterschiedliche Weise. Ist das eine Verstocktheit, eine Verbissenheit? Ja. Und ich bemühe mich halt da, was Neues zu entdecken oder auch in eine neue Richtung vorzustoßen. Und ich glaube tatsächlich, dass eine Neuentdeckung auch der philosophischen Anthropologie sehr fruchtbringend sein kann für die Politik, weil soziologischen Reduktionismus als das, ich will mal sagen, Leitparadigma
haben wir jetzt 60 Jahre gehabt. Und da waren sich übrigens auch Kommunismus und Kapitalismus gar nicht so unterschiedlich. Es ist sehr geradezu eine Kuriosität der Psychologiegeschichte, dass also in den 20er Jahren sowohl im Erzland des Kapitalismus als auch im Erzland des Sozialismus eine ganz ähnliche Psychologie hegemonial war, nämlich der Behaviorismus, ja, der sozusagen, also sowohl in den USA als auch in der Sowjetunion, das waren die zwei Zentren des Behaviorismus, die sich sozusagen erstaunlich einig waren, was das Menschenbild anbelangt, ja. Das ist ja sowieso auch mein Vorwurf an Marx, dass er eigentlich zu kapitalistisch war. Ne? Also es ist wie Kapitalismus für Arme, sag ich mal, ja, der Marxismus. Und eigentlich die gewisse Grundprämissen auch übernommen hat des Kapitalismus. Insbesondere Ich habe ehrlich gesagt noch nichts gehört. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nichts gehört, worauf ich irgendwie aufbauen kann. Also dann lest das Buch. Ja, vielleicht ist das ein bisschen, also das Nein, ich habe schon verstanden, worum es geht. Ich glaube, du sagst einfach nur nichts. Wie? Also, ich habe gefragt, wo geht die Reise? Ich habe gefragt, was kannst du da jetzt positiv für einen Politikentwurf entwickeln? Nicht, was sind jetzt einzelne Policies, sondern wo soll die Reise hingehen? Und du so, ja, keine Ahnung. Also, und dann hast du einfach drauf, ich habe da jetzt ehrlich gesagt nichts gehört, was man irgendwie verwursten kann. Zu irgendwas. Was meinst du mit verwursten? Also, Stärkung der Subsidiarität. Ist doch ja genau, aber das ist ja keine. Ja genau, es ist ein Punkt, aber warum muss ich die Subsidiarität stärken? Aus welchem Prinzip? Und was will ich mit dieser Subsidiaritätsförderung erreichen? Ich meine, wenn ich jetzt jeder Gemeinde die Möglichkeit gebe, selber zu entscheiden, wie sie Klimapolitik machen soll, naja, das ist zwar schön, dass ich das Subsidiaritätsprinzip maximiere und auslege, aber da kommen wir ja auch nirgendwo hin. Also das sind ja alles keine Selbstzwecke und föderales Prinzip ist ja auch kein Selbstzweck, das dient ja irgendetwas. Und dieses, was es dienen soll und was du mit deinem politischen Programm haben möchtest, das habe ich jetzt schon in, glaube ich, 3-4 unterschiedlichen Varianten gefragt, es ist noch nicht gekommen. Ich stell die Frage gerne nochmal. Subsidiaritätsprinzip, ja, aber warum, was willst du damit erreichen? Was sind Ziele, die du formulierst, wo man von mir aus drüber streiten kann, wie man hinkommt, aber das wäre wünschenswert, dass wir das erreichen. Du meinst den Zielzustand der Gesellschaft willst du wissen, du willst eine Zielvision. Ja genau, haben. Ich möchte wissen, wo du mit deinem politischen Programm die Menschheit hinführen willst. Ja letztlich... Also hinführen, wo du die Menschheit gerne hättest. Oder was du gerne, was auch immer. Schreib mir einen Wunschzettel jetzt, bitte. Oh, schwierig. Ich glaube, dass wir mehr ökonomische Prosperität auch für die unteren Schichten definitiv brauchen. Ja. Okay. Dass wir eine Überakkumulation von Kapital haben, dem würde ich zustimmen. Ja. Gleichwohl ist das eine rein materialistische Sicht auf den Menschen auch. Ich glaube, dass eben das nicht ausreicht. Ja. Das ist ja auch immer das Problem des Sozialismus gewesen, dass praktisch dieser Endzustand war ja auch immer irgendwie sehr leer und unbestimmt und deswegen auch irgendwie nicht wirklich erreichbar. Weil sozusagen über die, ja, wenn es irgendwie, was sozusagen dann Aufgabe des Menschen oder der Menschheit oder der Kultur ist, jenseits der Beseitigung von Ausbeutung, der Marxismus dann doch relativ, hat er wenig zu sagen, ja. Und das ist auch eine entscheidende Leerstelle, denn tatsächlich glaube ich, dass es global auch darum geht, dass sich die Menschheit geistig als eine Einheit begreift. Aber diese geistige Einheit der Menschheit ist eben keine flache Einheit im Sinne eines simplen Kollektivs, sondern es ist in der Tat auch eine organische Einheit, also eine nach Kulturen differenzierte Einheit, ja, wo es nicht darum geht, dass wir jetzt irgendwie die Kulturen in eine strenge Hierarchisierung bringen, sondern darum, dass es geht, unterschiedliche geistige Qualitäten zur Entfaltung zu bringen. Also es geht für mich auch darum, dass die Menschheit als Ganzes geistig erblüht, sag ich mal, ja, und auch darum ist es wichtig, sozusagen die großen Zentralisierungstendenzen der Gegenwart zu überwinden, weil das meines Erachtens zu kultureller Verarmung auch führt. Ja? Und was das Seelische anbelangt... Wir haben Umverteilung, nächstes Ziel, ja? Was das Seelische anbelangt, haben wir natürlich das Problem, dass die Moderne ein Programm der Rationalisierung ist, eine Stärkung der Verstandeslastigkeit und das Seelische dabei... vernachlässigt wird in meinen Augen. Das ist ein ganz grundlegendes kulturelles Problem. Okay, Kritik der reinen Vernunft, ja, hat Kant schon geschrieben, ja.
Und das ist natürlich sehr, sehr tiefliegend. Also der ganze, ich will mal sagen, der marxistische Ansatz ist mir einfach viel zu materialistisch. Für mich ist der Mensch nicht nur Materie. Ich meine, der behauptete Materialismus der Marxisten ist ja sowieso eigentlich Blendwerk, denn die politische Linke ist seit jeher eigentlich immer idealistisch gewesen, ja. Also selbst der Marxismus würde ich eigentlich als idealistisch bezeichnen. Die eigentlichen Materialisten sind die Kapitalisten, ja. Also das nur am Rande. Das ist eine Dichotomie, aber nicht zwangsläufig. Ja, was mit Materialismus ist eigentlich, mit Idealismus sind zwei unterschiedliche Dinge gemeint. Entweder, dass du sagst, du hast den dialektischen Idealismus, dass Ideen miteinander im Weg stehen, oder du hast Idealismus in einem anderen Sinne, dass du sagst, es gibt den Realismus versus den Idealismus. Also je nachdem, was du damit meinst, ich glaube, du vermischst den Idealismus, der in der Dichotomie steht zwischen mit Idealismus und Realismus, mit dem dialektischen Idealismus. Aber mach gut. Wir wollen Umverteilung. Was ist noch ein wichtiges Ding? Was heißt Umverteilung? Also, es ist irgendwie ein Problem, dass die Superreichen so viel Geld haben, das hast du gesagt, wir haben eine starke Akkumulation von Kapital, das ist nicht gut. Und wir sollten irgendwie mehr wirtschaftliche Prosperität für die armen Menschen ermöglichen. Also das ist Umverteilung. Ja. Das oben viel ist problematisch, aber, unten wenig ist problematisch. Um das zu ändern, müssen wir umverteilen. Das Problem ist aber, wenn du jetzt sagst Umverteilung, dann ist, also ich wünsche mir einen minimalinvasiven Eingriff in die Gesellschaft. Okay. Und wenn ich jetzt sage Umverteilung, und das macht der Staat, macht dann Vermögensteuer, und der Staat macht dies und der Staat macht das, dann schaffe ich mir wieder den Staat als Monstrum. Und das ist für mich auch ein Feindbild. Ja, also, ist gut, dann mach's halt gescheit. Aber Umverteilung ist ein Ziel. Das ist ein Problem, das ist ein grundlegendes Dilemma. Ja? Und es geht mir also nicht nur es geht, den Schlagwort, den ich da aus der Radikalen mit habe, ist der Begriff der Selbstpotenzierung der Eliten. Ja? Und das ist eben eine Abstraktion von ökonomische Akkumulierung, aber auch bürokratische Akkumulierung. Chat schreibt auch noch Homöopathie, Alter. Das ist das eigentliche Problem, dass Eliten dazu tendieren, ihren Elitenstatus dazu zu gebrauchen, den Elitenstatus zu stärken und zu verteidigen und auszubauen. Ja? Eliten nutzen ihre Macht dazu, ihre Macht auszubauen. Und ob das jetzt Unternehmer und Kapitalisten sind oder ob das sozialistische Bürokraten sind, ist eigentlich sekundär. Ne? Also das ist für mich das Grunddilemma bei der Gassen. Deswegen ist, wenn ich Umverteilung höre, dann höre ich wieder die Selbstermächtigung der Bürokraten. Und das ist auch für mich eine Falle, eine mögliche Falle, die wir als Menschheit oft genug hineingetappt sind. Ja, ja, ist gut, wie man es ausformulieren kann, man es ja ausmachen, aber wir haben jetzt ein Ziel, okay? Prinzipiell wäre es gut, wenn es den armen Menschen ein bisschen besser geht und die Reichen haben ein bisschen viel. Gut. Ja, vor allem, dass Strukturen, die sozusagen in Übermaße die Potenzialerfaltung behindern und blockieren, dass die aufgebrochen werden, ja. Okay, nächstes Ziel. Wenn es noch eins gibt. Ja, wie gesagt, die geistigen Ziele sind für mich auch relevant, die ich ja genannt habe. Die sind dir vielleicht ein bisschen blumig, aber ich meine, wir sehen ja doch auch. Können wir mit den geistigen Zielen irgendwie den Klimawandel verhindern? Dass der ganz so schlimm ist wie. Können wir mit den geistigen Zielen, wenn wir die erreichen, dass wir alle schlauer sind? Also wie gesagt, Klimawandel möchte ich ausklammern, da bin ich sowieso Radikalkritiker, was dieses offizielle Narrativ anbelangt, aber da kommt also Klimawandel gibt's gar nicht. Standpunkt. Wie? Klimawandel gibt's gar nicht, oder wie? Was meinst du mit gibt's nicht? Ja, der Menschen, die Vorstellung, dass wir Menschen einen Einfluss auf das Klima. Natürlich hat der Mensch einen Einfluss auf die Klima, aber die Sensitivität. Und dass es dadurch sehr viel wärmer wird. Wie gesagt, es ist eine Diskussion, da würden wir jetzt. Wir können gerne nochmal eine eigene Diskussion zu dem Thema machen, aber ich würde es jetzt gerne ausklammern. Nein, ich diskutiere mit dir nicht drüber, ich möchte nur deine Position wissen. Also anthropogenen Klimawandel sagst du nee. Für die Sensitivität der Klimagase wird radikal überschätzt, bezogen auf die Wirksamkeit für die Temperatur wird radikal überschätzt. Hast du irgendwie einen Background drin? Ja, ich bin Physiker. Ja, Physiker, hast dich mit Quantentheorie und irgendwie. Ja, ich habe natürlich auch ein Klimatologie-Lehrbuch durchgearbeitet aus der ganzen Thematik heraus und das hat es leider nicht besser gemacht. Hast du studiert Klimawissenschaft, also Klimatologie? Das, was du im Klimatologie-Lehrbuch an Physik bekommst, ist weit unter dem Niveau eines Experimentallehrbuchs der Physik. Und ein Experimentallehrbuch wiederum ist unter dem Niveau eines Lehrbuchs der theoretischen Physik, zumindest was die theoretischen Grundlagen anbelangt. Ja, ja klar, aber also, Klima ist ja nicht nur Physik, da ist ja auch sehr viel Biologie, sehr viel Chemie. Ja, aber für mich ist die Physik interessant und die Physik hat mich überhaupt nicht überzeugt. Ja.
Es fängt ja schon damit an, dass am Anfang dieser theoretischen Heuristik für die hohe Klimawirksamkeit der Treibhausgase ja einfach eine Falschaussage steht. Ja, steht ja auch so in den Lehrbüchern einfach eine Falschaussage. Und das ist für jeden kontrollierbar, dass das eine Falschaussage ist. Ja, was ich jetzt nicht verstehe, ja. Du kommst aus dem Wissenschaftsbetrieb. Du bist ja, diplomierter Physiker. Ja. Und auch diplomierter Mathematiker, oder? Beides. Nein, Mathematiker nicht. Ich bin promoviert in Mathematik. Promoviert. Ja. Und dann verstehst du nicht, dass es vielleicht ein Wissenschaftsfeld gibt, das komplizierter ist, wo man mehr Wissen braucht, wo ich nicht für mich behaupten würde, dass ich da das Wissen habe, um da jetzt irgendwie was zu bewerten. Deswegen höre ich auf die Experten. Deswegen, wenn ehrlich, der IPCC-Bericht herauskommt. Wenn die Experten mir das erklären wollen und die reden einfach Blödsinn, dann sage ich nein. Reden? Die reden nicht, die schreiben mir auch. Ja, und dann schreiben sie im Blödsinn. Zum Beispiel? Also IPCC-Bericht würdest du sagen, dass die haben keine Ahnung, was sie tun? Nein, ich sage nicht, dass das... konkret meine ich folgende Aussage, die einfach falsch ist, die nachweislich falsch ist und die am Anfang dieser Heuristik für die hohe Klimawirksamkeit der Treibhausgase steht. Nämlich, dass die Erde ohne Atmosphäre die Gleichgewichtstemperatur hätte. Ja? Die Aussage ist einfach falsch. Moment, ohne die Atmosphäre. Im Mittel die Gleichgewichtstemperatur hätte. Diese Aussage ist falsch. Kommt jetzt darauf an, wie man das definiert. Also natürlich gibt es auch Schwankungen. Es gibt ja auch, es ist ja auch die Sonne nicht immer, es sendet ja auch nicht immer gleich wie gesagt, also, ja auch also ich weiß nicht, das führt jetzt ein bisschen weg. Wir können da gern mal eine eigene Diskussion zu machen. Ja. Aber das hat jetzt eigentlich mit dem radikalen Zentrismus in dem Sinne nichts zu tun. Ich gehe da auch überhaupt nicht ein in meinem Buch drauf. Also, nein, es ist nur interessant, wenn jemand wissenschaftsfeindlich ist. Das ist schon relevant zu wissen. Was heißt hier wissenschaftsfeindlich? Hallo? Wieso bin ich wissenschaftsfeindlich? Es ist halt so, dass... Ja, weil, wissenschaftsfeindlich im Sinne von, dass du den wissenschaftlichen Prozess nicht anerkennst. Dass du sagst, okay, es gibt irgendwie einen Konsens unter 97,3% aller Klimatologen, die zwar andere Meinungen haben, aber die sich darauf einigen können, es wird wärmer und wir Menschen haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Erderwärmung seit den letzten 150 Jahren. Und wir sollten dagegen etwas tun. Das ist ein Minimalkonsens von so ungefähr 97% aller Klimatologen meiner repräsentativen Umfrage. Ja, da muss man auch nochmal genau hinschauen. Jetzt ist für mich die Frage. Ich habe an dieser Zahl schon substanzielle Methodenkritik gehört, nach dem Motto, ja, es wurde im Wesentlichen gefragt, ob der Mensch einen Einfluss aufs Klima hat. Das ist trivialerweise der Fall. Aber die Frage ist, wie groß ist die Größenordnung? Das ist doch die entscheidende Frage. Ja? Ich glaube, es wurde irgendwie beschrieben als relevant oder maßgeblich. Und maßgeblich irgendwie in einem Verständnis von, dass eine Veränderung menschlichen Verhaltens die klimatologischen Veränderungen, die wir in den letzten 150 Jahren gesehen haben, bis zu einem gewissen Grad wieder rückgängig machen könnte. Mittlerweile sind wir leider an ein paar Tipping Points vorbei, wo wir das nicht mehr so rückabwickeln könnten. Aber der Konsens ist da tatsächlich schon sehr groß, dass der Mensch nicht nur einen Einfluss, sondern einen maßgeblichen Einfluss hat. Er ist ja hergestellt worden mit Wissenschaftspolitik. Vor 10 Jahren war die Diskussion war die Diskussion noch sehr viel offener, auch in den Mainstream-Medien. Ja. Seitdem haben wir mehr Infos bekommen und erkannt, wie krass das ist. Ja, das kann man natürlich so interpretieren. Man kann es auch so interpretieren, dass einfach ein hegemonialer Mainstream sich brutal durchgesetzt hat. Und das ist ja so ziemlich in allen Wissenschaften eine starke Tendenz, auch der letzten Jahrzehnte. Deswegen verwundert das nicht. Das ist ja auch beispielsweise in der Ökonomie so der Fall. Das heißt aber nicht, dass dieser hegemoniale Mainstream Recht hat. Ja. Und ich meine, die Wissenschaftsgeschichte ist reich an Beispielen, wo der Mainstream sich auch ziemlich gründlich geirrt hat und am Ende des Tages es doch ganz anders war. Ja. Ich bin mir sicher, du kennst die Paradigmentheorie von Thomas Kuhn. Ja, wenn du möchtest, du kannst dich ja mal einlesen, du kannst ja vielleicht in der Forschung teilhaben, du kannst ja mit Menschen, die ähnlich denken wie du, die auch eine physikalische, mathematische oder irgendwie Qualifizierung haben, kannst dich ja mal hinsetzen und gegen diese Wissenschaft, die aus deiner Ansicht ein falsches Paradigma darstellt, Wissenschaft betreiben. Kannst du ja publizieren. Es gibt nämlich auch einige Verlage, die zu Klimawissenschaft publizieren, die deine Ansichten teilen. Du kannst gern versuchen, da jetzt ein Gegenparadigma zu eröffnen, aber bis das tatsächlich erfolgreich ist, halte ich mich an die Ergebnisse des wissenschaftlichen Prozesses.
Ja, kannst du ja machen. Ich meine, du bist die Wissenschaft selber kannst du ja auch nicht beurteilen. Ne? Du musst da schon. Ja, du ja auch nicht. Du musst da schon, im Grunde genommen, folgst du da halt einem Autoritätsargument. Aber das ist durchaus legitim, aber man kann es nicht. Es ist ein Unterschied zwischen dem Fehlschluss, also der Fallacy des Autoritätsarguments und dem berechtigten Autoritätsargument. Also wenn ich jetzt bei einem Arzt bin und der mir sagt, ja, also das, was Sie da auf Ihrer Haut haben für ein Muttermal oder so, das sieht mir problematisch aus. Ich denke, das sollten Sie operieren. Und dann mache ich das, weil ich auf den Arzt höre. Dann könntest du mir vorwerfen, ja, aber du hast ja keine Ahnung. Du bist ja jetzt kein Dermatologe, du hast keine Ahnung über Hautkrankheiten. Aber ich habe sein Argument ernst genommen. Vielleicht manchmal sogar die Pflicht, eine zweite Meinung einzuholen. Ja klar, aber im Endeffekt, nur weil ich dann auf die Person höre, die es besser weiß, kann man mir dann nicht den Vorwurf der Autoritätshörigkeit in dem negativen Sinne machen. Weil was ist, wenn ich recht gehabt habe? Ich kenne mich mit dem Thema nicht aus. Ich habe ja auch nicht gesagt, weil du dem Autoritätsargument folgst, gesagt, das ist unberechtigt. Ich habe nur gesagt, es ist ein Autoritätsargument. Ja genau, und ich sage, das ist ja kein Problem. Ja. Und ich finde, es ist ein Problem, wenn du dir da jetzt eine Autorität anmaßt, die du in dem Wissensgebiet einfach nicht hast. So wie wenn ich jetzt irgendwie ich studiere Politikwissenschaft. Wenn ich jetzt irgendwie Soziologie urteilen würde, dann theoretischen Grundlagen übersteige meine Linie, die man mir präsentiert und die darf ich von der Warte der theoretischen Physik durchaus beurteilen. Im Übrigen sind speziell in der theoretischen Physik auch die Kontroversen oft sehr ausgeprägt gewesen. Ja, das ist nicht so, dass da immer alle das identisch sehen. Es ist, war zum Beispiel auch auffällig, dass in Italien, als da mal eine rechte Regierung oder eine, ich will mal sagen, Klimawandel-narrativ skeptische Regierung an der Macht war, praktisch instant Dutzende oder ich glaube, es waren so hunderte hochrangige Wissenschaftler eine sehr skeptische und kritische Petition zum offiziellen Klimawandelsnarrativ unterschrieben haben und veröffentlicht haben, was anzeigt, wie stark hier der Einfluss der Politik auch auf die Wissenschaft ist. Ja? Also wird doch alles kontrolliert. Wie? Also wird doch alles kontrolliert. So würde ich das jetzt auch nicht sagen. Das ist eine sehr vulgäre Form eines verschwörungstheoretischen Denkens, das du hier jetzt karikierst. Also das ist doch unter meinem Was du ja auch vertrittst. Also wenn du sagst, die Wissenschaftler sagen nur dann die Wahrheit, die sie wirklich fühlen, wenn sie irgendwie nicht von einer zensurösen Politik unterdrückt werden, was du jetzt hier gesagt hast. Nein, das ist... Dann vertrittst du das schon. Es ist so. Die Wissenschaftler haben ihre private Meinung, aber sie trauen sich dann, das öffentlich auszusprechen und eine Petition zu unterschreiben, wenn das politische Klima entsprechend ist. Also sie trauen sich eher, das so zu machen. Mich interessiert nicht, was in Petitionen gesagt wird, mich interessiert, was in relevanten Journals publiziert wird. Und das schaue ich mir an. Aber bei der Volkswirtschaft bist du da dann nicht so autoritätshörig, ne? Da bist du schon auch kritisch. Ja, weil ich auch da gute Argumente habe, tatsächlich. Also wir können uns ja anschauen, wie das Geldsystem, das Finanzsystem Argumente funktioniert, tatsächlich halt, faktisch. Ja, und aber dann da daraus Schlüsse halt ziehen. Zumindest stärker aufgestellt als du, ja. Das, ja genau, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich mich, ich habe MMT tatsächlich Fachliteratur gelesen, ich kann dir das erklären, wie das zweistufige Geldsystem funktioniert. Damit weiß ich schon deutlich mehr als sehr viele der Neoklassiker, die Lehrstühle innehaben. Die blenden ja Bankensystem komplett aus, die verstehen ja... Das mag sein. Das heißt allein schon, ich würde sagen, prinzipiell aufgrund der Tatsache, dass ich ein besseres Verständnis vom Geldsystem habe, kann ich in spezifischen Punkten bessere Argumente machen, als von mir aus jemand, ein Neoklassiker, der einen Lehrstuhl hat. Heißt nicht, dass ich die Volkswirtschaft besser verstehe als er, aber so würde ich das sagen. Ich will mir jetzt nicht anmaßen, irgendwie, aber wenn da jetzt eine Studie mit einem Modell errechnet wird, wo ich keine Ahnung habe... Wie sehr auch Interessen in die Wissenschaft hineinspielen, oder? Das sieht man doch an dem Beispiel sehr, sehr gut. Ja, ich habe das nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wir prinzipiell nicht so tun sollten, als wäre das, was in der Wissenschaft passiert, wäre das ident mit dem, was Politiker von der Wissenschaft haben wollen. Und das gibt es keine wissenschaftliche Freiheit. Die gibt es ja schon. Ja. Und man muss sich ja fragen, wieso, wenn irgendwie die Politik so einen Einfluss hat, wieso sich dann eigentlich de facto weltweit alle Klimawissenschaftler über die Basics komplett einig sind. Naja, weil die Tatsachen halt so sind. Das ist unabhängig von deren politischen Einstellung und unabhängig von den Staaten, in denen sie sind. Die Ergebnisse sind dieselben. Doch überhaupt nicht objektiv. Wieso denn nicht?
Ja, weil das Wohl und Weh der Klimatologie als Wissenschaft ganz wesentlich davon abhängt, wie relevant ihre Ergebnisse sind. Und eine Klimatologie, die sagt, Klimawandel ist kein Problem, würde die Klimatologie als Wissenschaft sofort in ihrer Bedeutung also ist es jetzt doch alles Größenordnung, fake, lass mich ausreden, in der Größenordnung reduzieren, die Geldmittel auf wenige Prozent reduzieren der Budgets, die sie jetzt haben. Sie wäre schön blöd, wenn sie das machen würde. Ja? Also ist jetzt doch alles fake und sie lügen nur, damit sie Kohle kriegen, oder wie? Nein, so ist das nicht. Schau, ja, aber was willst du mir da sagen? Kuhnsche, du sagst immer was und dann sage ich, übersetze ich und du sagst nein. Du hast doch von Kuhn gesprochen. Oh, es ist so anstrengend mit dem. Wenn du die Kuhn'sche Theorie verstanden hättest, dann wüsstest du, wie Kuhn das meint. Er spricht davon, dass Anhänger unterschiedlicher Paradigmen tatsächlich gewissermaßen das so sehen, wie es ihrer Überzeugung entspricht. Und dass sozusagen dieser Paradigmenwechsel, wenn er dann sich individuell vollzieht, wie eine Art Gestaltwandel im wahrnehmungspsychologischen Sinne zu verstehen ist. Ja? Ich unterstelle nicht den Klimatologen, dass sie jetzt großflächig systematisch lügen. Ja? Es mag das auch geben, es mag auch frisierte empirische Daten geben und so weiter. Das mag, kann es in allen Wissenschaften geben, aber das unterstelle ich jetzt nicht den Klimatologen in der Breite. Aber sie sind halt in einem Paradigma gefangen, das aus meiner Sicht verfehlt ist. Ja? Wieso treffen dann die Vorhersagen, die diese Klimatologen treffen, zu? Wir hatten in den letzten 5 Jahren in Deutschland gab es 3 Jahrhundert Hochwasser. Jahrhundert, also das ist einfach nur um zu sagen, scheinbar sind die Größenordnungen an Überschwemmungen, die im 20. Jahrhundert stattgefunden haben, dass man es Jahrhunderthochwasser nennt, mittlerweile so häufig, dass die mehrfach innerhalb von 5 Jahren passieren. Also irgendwas dürfte sich ja massiv am Klima verändern, dass es diese Extremwettererscheinungen häufiger gibt. Ich kann mich erinnern, ich war so 5, 6, 7-Jähriger, ich bin oft nach Tirol gefahren, da haben wir Winterurlaub gemacht, da haben wir nie Probleme mit Muren gehabt. Mittlerweile, immer wenn wir da so die Bergstrecke hochfahren, zu dem Ort, wo wir im Hotel sind, ist eigentlich in den letzten 7, 8 Jahren jedes Mal eine Mure runtergegangen, wo du einfach die Straße nicht befahren kannst. Und da musst du irgendwie schauen, wie du da hochkommst. Also da merke ich es allein schon in meinem kurzen Leben, wie sich Extremwetterereignisse massiv also die empirische Lage ist alles andere als eindeutig. Ich habe mir das mal aus dem Klimatologie-Lehrbuch angeschaut für Extremwetterereignisse nach verschiedenen Kategorien und es ist regional verschieden. Es nimmt in manchen Regionen die Extremwetterereignisse zu, in den anderen nehmen sie ab. So eindeutig ist die empirische Lage überhaupt nicht. Zweitens ist es für mich überhaupt nicht klar, dass eine globale Erwärmung zu mehr Extremwetterereignissen führt. Ja, das ist dieser Schluss ist schon nicht zwingend. Na, denn Luftwärme kann mehr Wasser halten. Fall mir nicht immer ins Wort. Regenfälle können stärker sein. Lass mich mal ausreden, bitte. Ja. Wenn mehr Energie im System ist, heißt das nicht, dass die Extremwetter zunehmen. Ja, nicht zwingend. Denn Extremwetter heißt eigentlich, dass die Temperaturgradienten zunehmen. Ja, dann nehmen Extremwetter zu. Ja, also die Temperaturunterschiede sozusagen. Ja, die treiben ja das Wetter an, nicht die Temperatur an sich. Ja, also wenn du sozusagen die Erde ein gleichmäßiges heißes Klima hätte, ja, dann würde es auch keine großen Wetterereignisse geben. Zum Beispiel auf der Venus, ja, die Venus hat ja nur sehr wenig Wetterereignisse an der Oberfläche, weil die Venus es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen Pol- und Äquatorialregion auf der Venus. Deswegen hast du auf der Venus keine Stürme, ja. Auf dem Mars hast du dagegen ziemlich starke Stürme, Venus, weil hier einen Anus, starken Unterschied zwischen Pol- und Äquatorialregion gibt. Also die Temperaturunterschiede machen die Extremwetterereignisse nicht die wärmere Temperatur. Ja? Auch die atmosphärische Zusammensetzung, aber ja. Aber das ist nicht zwingend und den empirischen Befund, zumindest nach dem Klimatologie-Lehrbuch, an dem ich orientiert habe, ist auch nicht so zwingend, was das anbelangt. Ja, du hast zum Beispiel mehr Niederschläge in den Alpen in der Winterzeit, das hast du, das gibt es. Es gibt aber auch in anderen Regionen, wo Extremniederschläge abgenommen haben. Ja, also so eindeutig ist die empirische Lage nicht. Außerdem kann man anhand von 3 Regenereignisse in den letzten 5 Jahren kann man das nicht machen, seriös. Man muss da schon irgendwie auf ein Jahrhundert oder so schauen.
weil Extremwetterereignisse sind ja gar nicht so häufig. Man muss da schon sehr viel globaler drauf schauen. Ja, ja, du beziehst dich jetzt auf ein Lehrbuch. Ja. Wie so beziehst du dich auf das Lehrbuch und hörst nicht einfach denjenigen zu, die solche Lehrbücher schreiben, die dir jetzt in alle von dem, was du sagst, widersprechen würden? Die dir einfach sagen, ja, wir sehen, dass es regionale Unterschiede gibt, einfach aufgrund der regionalen Gegebenheiten, wie es gibt halt manche Bereiche, die sind, ich weiß das jetzt nur, dass es halt manche Bereiche gibt, da hast du öfter Föhnwetter, einfach weil die da einen Berg haben oder so. Das heißt, da gibt es halt diese regionalen Unterschiede. Das heißt jetzt aber nicht, dass nicht sich anhand von diesen regionalen Unterschieden trotzdem im Großen und Ganzen die Extremwettererscheinungen zunehmen. So. Aber jetzt wirklich meine Frage, wenn dein Wissen auf einem Lehrbuch beruht, dann würde mich interessieren, wieso du nicht systematisch denjenigen zuhörst, die diese Lehrbücher schreiben, weil die sprechen auch eigentlich oft in Bundespressekonferenzen, da gibt es ja jährlich einen Bericht vom Klimaministerium, wo die so Wissenschaftlerinnen einladen, die so repräsentativ für Forschungsstätten sprechen. Wenn du denen zuhörst, dann bekommst du eigentlich schon Feuer unterm Arsch. Also ich verstehe nicht, wieso du selektiv zuhörst. Ja, ich kann dir, nein, aber was heißt selektiv zuhören? Schau, sobald ein Politiker, sobald ein Wissenschaftler in der Politik tritt. Achso, jetzt sind wir wieder da, dass die Interesse vertreten. Ja, klar, ist schon gut. Habe ich schon mal gehört. Also ja, ich tue mir schwer, aber dann wiederum, wenn sie ein wirtschaftliches Interesse, sie haben ja auch ein wirtschaftliches Interesse daran, ein Buch zu verkaufen. Ja. Also diese Interessen, die sind ja omnipräsent, aber einmal sind sie wirksam, wenn sie nämlich bei einer Pressekonferenz sitzen, wo sie für ein Forschungsgremium sprechen, aber dann, wenn sie für einen wissenschaftlichen Verlag ein Lehrbuch schreiben, wo sie ein Interesse daran haben, dass es sich verkauft, wo sie ein Buch schreiben wollen, dass sie irgendwie prominent werden, irgendwie in der Wissenschaft, dass sie zu Vorträgen eingeladen werden, weil oho, der hat da jetzt so ein Standardwerk geschrieben, dann auf einmal sind diese Interessen wieder kein Problem. Höchst selektiv, kann ich nur sagen. Nein, es ist so, dass es ist ja nicht so, dass also den meisten Wissenschaftlern unterstelle ich jetzt ja kein ganz bewusstes Kalkül, ja, was die Verfolgung ihrer Interessen anbelangt. Aber wie soll ich sagen, der Mensch handelt doch auch aus einem gewissen sozialen Instinkt heraus. Und der Wissenschaft, sobald ein Wissenschaftler im politischen Kontext vor ein Mikrofon tritt, muss man immer ausgesprochen misstrauisch sein, aus verschiedenen Gründen, ja. Das erste ist, weil ein Wissenschaftler, der gegenüber der Politik... Aber nicht, wenn sie in Journals veröffentlichen. Du fall mir bitte nicht immer ins Wort. Nein, es ist lächerlich. Ja, nervt, ist wirklich, es ist lächerlich. Nervt nicht. Es tut mir leid, aber mich nervt das auch. Mich nervt das auch, dass du jetzt hier nichts verstehst. Es ist unfassbar. Also sie reden ja nicht nur vor Mikrofonen, sie schreiben auch in Journals. Ja. Nochmal, das nimmst du aber jetzt irgendwie nicht ernst, oder wie? Sagt dir der Begriff Klimagate was? Ich bin mir sicher, es ist eine ganz große Verschwörung. Worum geht's denn? Klimagate. Naja, das war ein Leaking von internen E-Mails, wo man doch relativ klar gesehen hat, dass es auf welche Weise sozusagen auf welche systematische Weise Kritiker am derzeit hegemonialen Klimanarrativ aus dem Diskurs gedrängt werden sollten, und zwar systematisch mit politischer Absicht. Und das finde ich ja gut, wenn sie Scheiße labern, was irgendwie gegen die wissenschaftliche Erkenntnis geht, dann ja, sehr gut. Ja, Moment, das ist jetzt aber zirkulär. Das war ja zum Zeitpunkt, wo die Diskussionslage noch gar nicht so eindeutig war. Schau, du hast vor 2013 oder 2011 war das, da ist im Spiegel noch ein Artikel über einen führenden Klimatologen erschienen, der sozusagen geschildert hat, was für massiven Anfeindungen er ausgesetzt war in dem Augenblick, wo er das offizielle Narrativ nicht mehr vertreten hatte. Ja, ja. Das ist vor 10 Jahren noch im Spiegel erschienen. Das ist heutzutage undenkbar, ja, weil alle im Gleichschritt marschieren. Ja. Das heißt, die Wissenschaft natürlich schreitet voran. Die Diskussion noch vor 10, 20 Jahren sehr viel offener. Und du kannst mir nicht sagen, dass sich die Faktenlage in den letzten 10 Jahren so radikal geändert hat. Das glaube ich nicht. Insbesondere, dass die ganze Modellierung ja im Grunde genommen sehr beschämend ist fürs hegemoniale Paradigma. Also wenn ich mir anschaue, was sozusagen die Überprüfung der Modelle, wenn man die Modelle mal 10, 20 Jahre laufen lässt und dann verglichen mit der Empirie, also mit der Referenz, dann sehe ich da einfach eine systematische Abweichung. Die Modelle streuen nicht normal verteilt um die Referenz, und das ist ein ganz klares Indiz für einen systematischen Fehler in der Modellierung. Ja. Also da kenne ich mich auch aus, also mit Modellierung und Modellbildung habe ich mich wirklich sehr intensiv schon beschäftigt auch. Ja.
Ja, es gibt ja viele Modelle. Manche davon sind teuer als andere. Es ist halt das Problem, je länger du dann auch in die Zukunft gehst, umso mehr variiert es. Und du musst halt wirklich eine große Anzahl an Modellen haben. Aber ich würde einfach sagen, dass ab diesem Zeitpunkt noch nicht die relevante Anzahl an Modellen wahrscheinlich erreicht wurde. Aber es hat also wie viele in der Studie wurde das, du hast dir das ja angeschaut, wenig, in der Studie wurde es nachgezeichnet, in der Studie, wo das nachgezeichnet wurde, dass sich die Varianz, also dass sich die unterschiedlichen Ergebnisse von den Modellen nicht um eine normal, also nicht um einen Mittelwert normal verteilen. Wie viele Studien, also wie viele unterschiedliche Simulationen haben die da herangezogen? Ich glaube, das waren so etwa 100 Studien, die sie angeschaut haben, so roundabout. Ungefähr 100 Modelle. Und was haben sie sich angeschaut? Also welchen Wert haben sie normal sich die Verteilung angeschaut? Beim letztendlichen, bei der Klima, bei der, wie viel Grad es wärmer geworden ist? Entwicklung der globalen Mitteltemperatur. Entwicklung der globalen Mitteltemperatur. Ja, ich kann dazu leider nichts sagen. Ich habe das jetzt nicht gelesen. Es würde mich nicht überraschen, wenn da tatsächlich, also es sind ja auch sehr unterschiedliche Modelle und da kann es dann schon passieren. Auch die Modelle, ich meine, da muss man auch mal Butter geben. Weil es geht ja darum, dass... Darf ich mal ausreden? Ja, bitte. Aber also bei den Modellen muss man halt auch sagen, diese ganzen Klimamodelle müssen radikal vereinfachen. Du kannst nicht aus Fundamentalgleichungen heraus das Klima berechnen. Ja? Also das siehst du ja schon daraus, dass die Wetterprognosen einfach nach einem Monat nicht mehr stimmen. Das heißt, aber das wissen die Modelle machen, doch auch. Wie? Das wissen die Modelle machen, doch auch. Ja, natürlich wissen die das, aber das heißt doch... Glaubst du nur, dass die das nicht so gut wissen wie du und deswegen machen die den systematisch den Fehler, den du in deiner Weisheit vermeiden würdest, oder wie? Nein, ich sag nur, dass man diese Relevanz der Modelle, dass man das relativ sehen muss. Diese Modelle haben meines Erachtens das wissen die doch auch, weit weniger Aussagekraft, als in der Öffentlichkeit gemeinhin suggeriert wird. Ja, das will ich aus. Gott, ist das eine dumme Scheiße. Aber die wissen natürlich auch, ihre Wissenschaft zu verkaufen, ja. Ach so, jetzt verkauft. Oh mein Gott. Ich liebe das Thema, mit Menschen zu sprechen, die Realität leugnen. Aus der Corona-Zeit. Ja, da war einfach, es war so offensichtlich, dass da ein Wissenschaftler Bullshit verkauft hat. Ja, aber eben nur für jemanden, der da auch halbwegs Erfahrung in dem Gebiet hat. Ja, welcher denn? Ja? Es war, also ich habe das mal versucht, da auch wieder die Quelle zu finden. Ich habe es leider nicht mehr gefunden, deswegen kann ich jetzt keine Referenz dafür angeben, aber ich kann dir schildern, was die Situation war. Es war zur Hochzeit von Corona und da war auch so ein Modellierungsphysiker. Ich vertraue dir wirklich sehr, sehr wenig beim Corona tatsächlich. Wie? Bei Corona vertraue ich dir tatsächlich sehr wenig. Also da muss ich tatsächlich schon, da möchte ich die Quelle sehen, auf die du dich da beziehst. Muss ich wirklich sagen. Es war ein Livestream von der Welt, war das. Okay, erzähl mal. Ich habe es nicht mehr gefunden, aber jetzt will ich nur sagen, worauf's rausläuft, ja. Da war dieser Modellierer gesessen, der hat dann gesagt, ja, wir haben ja unser Modell für die Inzidenz und bis zur Gegenwart funktioniert das ja, liegt das sehr gut auf der Empirie, ja. Und leider ab sozusagen, wenn man so 2-3 Wochen in die Zukunft geht, da nimmt dann die Unsicherheit sehr, sehr stark zu, ja. Und für mich war klar, aber das denken die ja auch, dass das ein Schrottmodell sein muss. Für dich ist ja schön, aber die ganzen anderen Klimatologen, die das nicht checken, sind die lügen sie? Ja. Achso, die ganzen, die das bei Corona, sind die doof oder lügen die? Er hat die Güte des Modells dadurch praktisch herausgehoben, dass er gesagt hat, also von der Vergangenheit bis zur Gegenwart hat das sehr gut übereingestimmt. Und dann hat er aber gesagt, die Unsicherheit nimmt sehr stark zu, wenn wir auf 1-2 Wochen in die Zukunft gehen. Das kann nur dann sein, wenn er sozusagen das Modell mit den Daten bis zur Gegenwart auch trainiert hat, ja, dann ist es aber keine Kunst, das Modell gut aussehen zu lassen, ja. Das ist trivial, dass es dann gut über den Daten liegt, ja, wenn er es mit den Daten bis zur Gegenwart trainiert hat. Die Güte eines Modells musst du zeigen anhand eines Intervalls, wo du mit den Daten nicht trainierst und die Daten aber trotzdem voraussagen kannst. Das ist das eigentliche Gütekriterium, um eine Modellgüte zu bewerten. Aber so wie er das präsentiert hat, ist klar, dass das nicht seriös war. Ja. Mhm. Wieso sind denn die Projections, warte mal, habe ich das gerade aufgemacht? Nein, alles gut. Die Projections vom Club of Rome so akkurat gewesen, wenn man diesem Modell nicht vertrauen kann? Na, also tatsächlich ist nicht. Das... Also Peak Oil haben wir immer schon Jahrzehnte drüber. Also das stimmt ja nicht. Ne? Der Club of Rome hat natürlich ständig die Prognosen angepasst, ja. Aber wenn ich natürlich der Wirklichkeit hinterherlaufe, ja, dann ist klar, dass ich dann auch immer wieder das rechtfertigen kann. Wenn ich die Modelle immer wieder anpasse,
was mit Klimamodellen auch heute passiert. Die schauen sich reale Entwicklungen an und passen dann ihre Parameter entsprechend an. Wenn ich das mache, dann komme ich zu guten Ergebnissen. Wie der Club of Rome, das ist ja auch genau mein Punkt. Und natürlich ist in diesem Modell aber eine große Varianz drinnen. Und aber trotzdem. Ja, also wie gesagt, Peak Oil ist nicht eingetreten. Ja, das war eine der Prognosen. Für andere schon. Sie haben ja viele Modelle gemacht und tatsächlich im Endeffekt die ursprüngliche je Prognosen flexibler man das sagt und je mehr man dann die neuen Daten integriert und sich das Modell ja, das nach und nach feintunet. Ja, das kann ich auch immer machen. Da kann ich mich auch ja, immer genau, hinstellen. Ja, genau. Aber dann am Ende, wenn ich dann genug Variablen, dann haben sie ja doch ein Modell gefunden, das die Realität sehr gut vorhergesagt hat. Und seitdem sind ja die Möglichkeiten, um diese Modelle zu berechnen, noch deutlich genauer geworden. Und selbst wenn, ich habe jetzt die Frage möchte ich gerne nochmal wiederholen. Die ganzen Klimatologen, die jetzt eine andere Auffassung haben wie du, ja, sind die einfach dümmer als du oder belügen sie uns? Sie sind erstmal in einem anderen Paradigma. Und man kann noch so intelligent sein und wenn man in diesem anderen Paradigma ist. Also ja, sie wissen es einfach nicht besser, sie sind nicht so ja, wissens... Sag mal, du bist mir doch mit der Kuhn'sche Theorie gekommen, was du scheinst ja gar nicht verstanden zu haben, die Kuhn'sche Theorie. Nein, ich habe schon verstanden. Was redest du? Aber du behauptest jetzt von dir, dass du einfach ein Paradigma hast, das die Welt besser beschreibt. Das behauptest du. Das heißt, dass du mehr Ahnung davon hast, wie die tatsächliche Welt ist. Weil du ein Paradigma vertrittst, das irgendwie besser ist. Das irgendwie die Realität besser beschreiben wird. Das behauptest du ja von dir. Naja, ich sage im Wesentlichen das, was die Klimatologen sagen, überzeugt mich nicht. Ich bin ein Skeptiker, ja. Also ob das jetzt noch ein Gegenparadigma genau, ist, aber jetzt warum? Sei mal dahingestellt. Weil ja, du es besser weißt oder weil sie es weniger gut wissen oder weil halt am Anfang der Schlussfolgerkette falsche Aussagen stehen und zwar nachweislich. Ja, das kannst du mit Wikipedia nachkontrollieren, dass es nicht so ist, dass Planeten ohne Atmosphäre im Mittel die Gleichgewichtstemperatur haben. Das ist einfach nicht der Fall. Und das beste Beispiel ist der Mond, der liegt 50 Grad daneben. Ja? Und trotzdem steht es so in den Klimatologie-Lehrbüchern drin. Ja? Schade, dass wir jetzt kein Klimatologie-Lehrbuch haben. Mich würde auch interessieren, von wann das ist. Es war damals das Neueste, was es auf dem Markt war. Das ist von 2014 gewesen. 2014 und das, was da drin steht, ist grundlegend falsch. Da solltest du ja echt mal einen Journal-Artikel dazu publizieren. Nein, das ist nicht. Also, das, 98% stimmen ja, was drin steht, aber die 2% reichen eben aus, um dieses Paradigma sozusagen warte mal, was? Entsprechend zu interpretieren. Also, vieles ist ja sehr. Die sehr bauen wir nicht auf diesen 2% auf? Das hast du ja genau gesagt, das sind ja die Grundannahmen. Wie kann etwas, was auf 2% falsch. Also, die 2% sind ja, du hast ja gesagt, das ist 98% richtig. 2% falsch. Steht. Ja, ja. Genau. Und du sagst, dass die Grundannahmen prinzipiell falsch sind. Wie kann ein System, das auf grundlegend falschen Prämissen aufbaut, 98% richtige Ergebnisse produzieren? Selbst wenn ich dir das auch so abnehme. Es geht um, ich habe gesagt, die Aussagen, die im Klimatologie-Lehrbuch stehen, sind natürlich größtenteils richtig. Ja, weil sie natürlich auch größtenteils gar nichts mit dem mit der Schlussfolgerung des menschengemachten Klimawandels zu tun haben. Ja, also es sind ja, da steht ja ganz viel drin in so einem Lehrbuch. Ja, und ich sage ja nicht, dass das alles falsch ist. Ja? Das sage ich ja nicht. Aber du sagst, dass der von so allen großen Forschungsstätten zum Klima in die Öffentlichkeit getragene Blick auf die Klimaentwicklung, dass der falsch ist, oder wie? Warum? Weil du es besser weißt oder weil sie uns anlügen? Und sie es eigentlich auch besser wissen würden, aber uns nur austricksen wollen? Das ist immer so ein bisschen wie die Frage, ja, warum hat Russland den Krieg angefangen? Also das kann man ja so gar nicht sagen, weil... Nein, aber es interessiert mich, wie tief der Verschwörungsglaube bei dir geht. Wie? Also schon interessengeleitet. Also sie wissen es eigentlich, aber sie lügen nein, nein, uns an. Nein. Das Große, also die allerüberwiegende Zahl der Wissenschaftler sind einfach in dem Mainstream, forschen und denken im Mainstream-Paradigma mit guten Absichten und sind nicht böswillig. Das behaupte ich. Ja. Dann müsstest du ja dein Tunlichstes tun, dein Thomas Kuhnlichstes tun und dagegen schreiben. Publizier doch. Aber bis du irgendwie das Paradigma änderst oder wechselst oder das irgendwie belegen kannst, anstatt einfach nur zu sagen, nee, ich bin ja nur ein Skeptiker. Nein, ja, es gibt Leute, die sind da berufener dazu als ich. Ich meine, ich bin ja hier ein Privatier. Also was heißt Privatier? Ich werde jetzt nicht bezahlt fürs Wissenschaft machen, ja. Also
Und es gibt ja, wie gesagt, diese Erklärung der italienischen Wissenschaftler, das waren durchaus auch hochrangige Forschungsdirektoren von hochrangigen Forschungsinstituten, die auch ihre Zweifel geäußert haben. Wo werden ja sehr viel eher haben Sie da einen, wie heißt die Petition? Müsste ich raussuchen, habe ich jetzt keinen, weiß ich den Namen jetzt nicht. Petition of Italian Climate Scientists following insertion of new government. Schauen wir mal, ob ich da was rausbekomme. Suit alleging the Italian government. By failing, nein, das ist es nicht. Ja, also ich weiß nicht, wie gesagt, wir können da nochmal einen eigenen Talk zu machen, aber es hat jetzt... Nein, bitte schick mir das, weil ich hab davon nichts gehört. Wie? Ich habe davon nichts gehört, bitte schick mir das. Ja, aber das suche ich dann im Nachgang raus, das mache ich jetzt nicht. Claiming political meddling in research. Nein, nix. Bin ich nix. Ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich meine, die Frage ist, warum das dir so wichtig ist, wo wir doch über radikalen Zentrismus sprechen wollten. Das hatte ich zumindest, ja, weil wenn der radikale Zentrismus, den du propagierst, aufgrund von grundlegend falschen Informationen aufbaut, dann habe ich damit schon ein großes Problem. Ich nehme überhaupt nicht auf diese ganze Klimawandelsthematik Bezug in meinem Buch. Es hat damit auch erstmal nichts zu tun. Ja, also das. Achso, nein, wenn wir jetzt theoretisch argumentieren wollen, ich meine, der radikale Zentrismus, der steht halt für nichts, also daraus kann man nichts machen. Wenn du die radikalsten Forderungen, die du vertrittst, ist, dass wir mehr Digitalisierung wahren müssen, wir müssen irgendwie schauen, dass die soziale Ungleichheit bekämpft wird und gleichzeitig die Subsidiarität fördern. Dass wir über die Neuzeit und über die Moderne hinausdenken müssen. Das ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Natürlich mag das jetzt für jemanden, der eine ganz konkrete gesellschaftliche Utopie verwirklicht sehen will, ein bisschen abstrakt und ein bisschen schwammig sein. Aber ich rede nicht von Utopie. Ich sage nur, dass du gar keine politischen Forderungen hast, die irgendwas bewegen. Also okay, wir müssen über die Welt hinausdenken. Ja, okay. Ich kann dir sagen, ich beschäftige mich mit politischer Theorie, ich denke ganz viel über die Welt hinaus. Daraus ist noch nichts passiert. Was heißt über die Welt? Ich habe gesagt, über die Neuzeit und über die Moderne hinaus. Über die Moderne hinaus. Das fordert utopistisches Denken. Ja, ja. Und was ist deine Utopie, verdammte Scheiße? Also ich meine, ein Nazi, der denkt auch über die jetzige Situation hinaus. Ja. Auch ein Kommunist. Also das nur über die Situation hinausdenken, kann ja nicht ausreichen. Ja, also wie gesagt, ich habe die Vision einer anthropologisch fundierten Politik. Ja. Aber das ist bedeutungsleer. Das ist bedeutungsleer. Ja. Was heißt bedeutungsleer? Ich habe schon mal ein ganz triviales Beispiel genannt, dass wenn man den Menschen ganzheitlich als geistig, körperlich und seelisches Wesen begreift, dass dann bestimmte Formen der Politik radikal kritisiert werden müssen. Das ist doch ein konkretes Beispiel. Ja, aber das muss ich doch nicht so verschwollen formulieren, sondern ich kann sagen, es gibt einen Unterschied zwischen dem öffentlichen und dem privaten Interesse. Und wenn ich sage, das öffentliche Interesse überwiegt vollständig das Private, dann ist das autoritär und abzulehnen. Da muss ich doch jetzt nicht irgendwie daher formulieren, ja, der Mensch hat eine materielle Ebene, das ist die körperliche Gesundheit, der hat eine geistige Ebene, dass er kulturell teilnehmen kann und der hat eine ideelle Ebene, dass er irgendwie Menschenrechte hat. Das muss ich doch nicht so irgendwie ich habe gesagt, körperlich, geistig auflöschen. Und seelisch, habe ich gesagt. Ja. Entschuldigung, ist ja was ganz anderes. Ja. Nein, also ich finde das albern. Ich finde, das ist ein netter Versuch, irgendwie politische Theorie zu betreiben, nur das ist, ich meine, es bringt einem nichts. Muss ich dir ganz so hart sagen. Das sind halt die üblichen regressiven Reflexe, die von jemandem kommen, der im hergebrachten linksliberalen Kulturparadigma fest verankert ist. Nein, überhaupt nicht. Das wundert mich überhaupt nicht. Entschuldigung, wie kann jemand, der linksliberal ist, gleichzeitig ein radikaler Anarchist sein, der einen utopistischen Welt, also der eine utopistische Weltreligion, nämlich den Kommunismus, haben will? Also wie soll das bitte funktionieren? Das ist die linksliberale Jugend. Also ich meine, das ist der normale Gang der 68er. Ja? Also das ist Mainstream. Also Anarchisten sind Mainstream. Dass man eben in der Jugend radikale Gedanken hat. Ja, selbstverständlich.
Also um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Also ich hatte mal so eine von dem Unternehmen, wo ich arbeite, hatte ich mal so eine Fortbildung. Da waren so Coaches, ja. Und die mich da geschult haben in einer bestimmten Hinsicht. Und dann waren wir beim Mittagessen und die haben dann alle auch so gesagt, ja, ich habe ja in meiner Jugend auch meinen Marx gelesen und so, ja. Also und die hatten aber doch auch ihren lieben Frieden natürlich mit dem System gemacht, aber natürlich hatten die auch diese, ich will mal sagen, Geschichte der Jugendradikalität. Konnten die auch erzählen. Selbstverständlich. Boah, und ich meine, ist echt kein Bock auf diese Kinderpsychologie. Ich kann sagen, ich habe mit dir jetzt circa 3 Stunden über dein Buch gesprochen. Ich finde da nichts, woraus man irgendwie etwas Positives formulieren kann. Dass man Grundrechte nicht missachten soll, ja, da brauche ich dein Buch nicht. Also da reicht mir schon ganz anderer Text, also ist es sehr viel sinnvoller ist, woran man was Positives entwickeln kann. Naja, es ist schon... Also allein schon, ich muss nur einen Levinas gelesen haben und da steht alles drin, was in deinem Buch ist und noch viel mehr. Da kann ich nochmal einen viel... Wer weißt du das? Du hast das Buch gar nicht gelesen. Ja, das, was du mir jetzt da so die Anhaltspunkte gegeben hast, selbst wenn das in der Idealform ausformuliert ist, mit allen möglichen Integritäten und so präzise, wie du willst, das haben schon andere in viel kürzeren Texten alles abgehandelt. Und wirklich, das ist so vage in dem Buch oder von dem, was du mir jetzt geschildert hast, ja okay, dass wir irgendwie verstehen müssen, dass es jetzt, so wie es jetzt ist, nicht gut ist und dass das auf Prämissen aufbaut, wo wir, wenn wir in denen verharren, zu keiner tragbaren Lösung kommen. Ja, da kann ich ehrlich gesagt auch sehr primitive, sehr dumme linke Theorie lesen und da steht das alles... sehr genau und sogar noch mit einer Handlungsanweisung, wie gut die Handlungsanweisung dann ist, ist eine andere Frage, auch sehr gut drinnen. Also, was dieser radikale Zentrismus bedeuten soll, ich fürchte, also ich verstehe wirklich immer noch nicht, was das irgendwie von dem normalen Zentrismus, der irgendwie einer ist, ja, also Nazis sind irgendwie falsch, aber der Kommunismus von Stalin und Lenin war auch irgendwie schlecht. Uns geht es eigentlich im Westen materiell ganz gut. Ja, irgendwie haben wir trotzdem Probleme, aber wir wollen nicht das ganze System umstoßen. Naja, schauen wir mal, wie wir jetzt so mit diesen Systemen, die wir haben, weitermachen, so dass es halt nicht schlecht läuft. Also viel, viel weiter hast du jetzt nicht argumentiert und das ist halt dieselbe selbe systematische Fehler, den ich eigentlich jeden so Zentristen attestieren würde. Ja, ich bin schon der Meinung, dass ich darüber hinausgehe, eine anthropologische Verankerung, Verwurzelung der Politik, es geht, glaube ich, schon über das hinaus, was die meisten Zentristen programmatisch entwerfen. Es gibt ja auch sowas wie Radical Centrism im Angelsächsischen, das hat das dieses Element auch nicht. Also beispielsweise, dass wir eben die politischen Lager links, rechts und liberal als Primat der theoretischen, der praktischen und Vernunft und der Urteilskraft begreifen, deutet im Grunde genommen an, in welche Richtung die Reise gehen soll. Dass, in eine nicht linke, nicht rechte, nicht liberale, nicht konservative, sondern einen Weg der Mitte. In einen Weg der Mitte, in dem wir sozusagen diese, naja, das ist ja gewissermaßen diese sehr, politischen Lager wie intellektuelle Organe einer Ganzheit begreifen, um es mal so auszudrücken, ja? Aber was, ich meine, ich verstehe den Satz, aber ich verstehe nicht, was er mir sagen soll oder was ich daraus ziehen soll. Naja, wir sind alles Menschen und wir sind irgendwie eine politische Gesellschaft, die aus diesen unterschiedlichen Strömungen besteht. Ja gut, wir sind alle Teil eines Ganzen, einer Polity. So. Und was? Naja, das muss ich dir jetzt nochmal sagen, dass das... Nein, ich habe schon verstanden, also dass wir irgendwie dass wir ein anthropologisches Verständnis von Menschen ins Zentrum von unserer Politik stellen würden. Ja, sage genau. Ich ja. Aber ich sage, dass du ein falsches Menschenbild hast. Du hast immer noch dasselbe veraltete Menschenbild vom souveränen Subjekt. Das würde ich halt prinzipiell hinterfragen. Das Subjekt ist nicht souverän. Ich bin angreifbar in der Welt. Ich existiere in einer Welt, wo Gefahren auf mich lauern. Ich existiere nicht in einem eigenen Verhältnis. Ich existiere nur im Verhältnis mit anderen. Und das muss das, was du hier an einem Subjekt vorbringst, irgendwie an etwas, was positiv existiert, was eine gewisse positive Natur hat, die nicht irgendwie in einem Verhältnis zu anderen steht,
Das ist halt, finde ich, ein Subjektbegriff, mit dem man überhaupt nichts anfangen kann. Da machst du jetzt eine Dichotomie von Mensch als soziales Wesen und Mensch als Nein, das sage ich nicht. Nicht soziales Wesen. Nein. Nein. Es kann dieses Individuum nicht geben. Ich beziehe mich da jetzt auf Levinas, wenn ich sage, ich werde erst dann zum Mensch, wenn ich mit anderen, mich auf andere reagieren muss. Aber ich weiß jetzt nicht, wie sehr wir über das sprechen, weil ich kann nur sagen, den fundamentalen Stein, den du im Zentrum deines politischen Projektes stellst, nämlich, dass wir eine anthropogen bezogene Politik machen. Anthropologisch fundiert. Anthropologisch fundierte Politik machst. Ja. Das ist ein Projekt der Unmöglichkeit. Weil ich sage, diesen Kern, der nicht wieder auf etwas anderes Bezug nimmt, nämlich auf die Leerstelle, auf das Unfassbare, auf die Alterität oder so, die kann es nicht geben. Du stellst schon wieder das positive Subjekt, was als solches existiert, in den Vordergrund. Als radikaler Zentrist habe ich da immer komplementaristische Sichtweise auf die Dinge. Es gibt den Menschen als Es gibt den Menschen als subsistente Entität und es gibt den Menschen als soziales Wesen. Das sind zwei komplementäre Sichtweisen auf den Menschen, die aber beide sich gegenseitig ergänzen und man kann nicht die eine gegen das andere ausspielen. Ich rede von etwas genauso ganz anderem. Genauso wenig, wie man ausschließlich nur Nature oder ausschließlich Du kannst gerne weiterreden. Es berührt nichts von dem, was ich gesagt habe. Wieso? Wieso? Weil ich von was ganz anderem spreche. Ich rede nicht davon, dass der Mensch zum Subjekt wird, indem er mit der Gesellschaft interagiert. Weil die Gesellschaft ist nicht nur andere Menschen, sondern sind Normenstrukturen. Das meine ich gar nicht. Ich sage, dass ich erst dadurch zum Subjekt werde, dass ich auf den anderen reagiere. Nicht auf die Gesellschaft, sondern auf den einzelnen anderen. Aber das will ich jetzt tatsächlich nicht ausführen, weil es dauert zu lang. Das ist tatsächlich, wenn wir es darauf unterbrechen wollen, das fundamentale Problem, was ich erst einmal vorhabe, dass du der Ansicht bist, es sind so viele Ansichten. Wie soll ich das jetzt möglichst kurz formulieren, dass wir das dann auch zu einem Ende bringen? Erstens einmal verstehe ich nicht, wie du nicht erkennst, dass die Klimakrise, dass die Situation, in der wir uns befinden mit dem Klima, dass da festgefahrene Systeme, die wir Menschen haben, sei es der Kapitalismus, sei es ein weltweites Handelsregime, was damit einhergeht, sei es die Art und Weise, wie wir Energie nutzbar machen und so, dass das damit zutiefst verwoben ist. Und wenn wir da tatsächlich das Klima schützen wollen, du würdest gar nicht glauben, dass das notwendig ist, aber egal, wenn wir das wollen, dann müssten wir halt eine radikale Veränderung vornehmen. Wie diese ausschaut, Ahnung. Und ich verstehe halt nicht, wie sich die politische Linke da fast vollständig zur Armutspropaganda hin manipulieren hat lassen. Ja. Armutspropaganda, und die soziale Frage weitgehend hat fallen lassen. Das Beste, Nein, was wir erwarten können, nicht. Ist, dass wir nicht ganz so gar so viel Wohlstand abgeben müssen durch die sogenannte Klimakrise. Nein, das natürlich ich schon nicht. Echt faszinierend. Nein. Aber glaub mir, diese ökologisch-soziale Wende, das habe ich ja gar nicht gesagt. Nicht darauf hinauslaufen, dass der Kapitalismus jetzt gerechter wird oder so. Das Erst wer redet also hier von einer ökologisch-sozialen Wende? Na, das ist doch das Projekt, was dann da immer mit verknüpft wird. Bin ich ein Grüner oder bin ich ein Anarchist? Natürlich bin ich nicht jetzt hier für so einen Reformscheiß. Nein, ganz klar, Privatjets verbieten, Privateigentum an Yachten ausschließen. Wir hauen die Yachten kaputt und bauen daraus schöne Züge, wir müssen einfach ganz klar erkennen, dass es gewisse Strukturen gibt, die wir uns nicht leisten können. Das sind Privatjets vor allem, das sind eigentlich auch Inlandsflüge komplett, natürlich das einmal komplett verbieten, inwiefern wir Privatreisen innerhalb von Europa mit dem Zug schaffen. Dann soll doch mal die Milliardäre müssen wir schauen. Ja, klar. Bevor irgendwie Mittelschicht oder irgendwelche Unterschichtleute da auch nur einen Cent abgeben müssen. Wann habe ich denn was anderes gesagt? Ja? Wann habe ich denn was anderes gesagt? Aber das wird gesagt? Nicht passieren und damit siehst du, dass das... Wieso passiert das nicht? Wenn ich an der Macht bin, Kappa? Die Macht. Das wird nicht passieren. Ja, und deswegen sollen wir einfach aufgeben. Flugbenzin ist ja immer noch steuerfrei, also von daher... Flugbenzin, meinst du Kerosin? Also für ja klar, Kerosin, nein, Kerosin besteuern. Und für Privatjets ist ja Nein, besteuern. Und eigentlich Privatjachten und Privatjets enteignen. Ja, ganz klar. Aber wenn du doch das siehst, dass das Problem ist, wieso bist du dann nicht bei der Linken? Ach so, ja, weil du komplett verschwurbelt bist und du keine Ahnung hast, was für politische Lösungen wir fördern müssen. Ja, dann hast du zumindest nicht konsequent denkst. Du doch wieder nur den allmächtigen Staat heran. Also das ist ja, ob du den Teufel mit dem Beelzebub austreibst oder den Beelzebub mit dem Teufel, ja.
Nein, überhaupt nicht verstanden. Es kommt darauf an, wie wir den Staat gestalten. Da beziehe ich mich jetzt wiederum auf Levinas und auf Avensur. Google mal der gerechte Staat, vielleicht kommst du da irgendwie an den Text, dass du dir den durchlesen kannst. Wir können den Staat sehr mächtig machen und ihn trotzdem gerecht machen. Sage ich als Anarchist, lies den Text, dann verstehst du mehr. Ich verstehe es nicht, wieso du dich damit überhaupt nicht auseinandersetzt. Ein sehr mächtiger Staat mit Anarchismus, das verstehe ich nicht. Das ist doch wenn der Staat einem gewissen Prinzip entsprechen muss, nämlich dem Prinzip des Universalismus und dem Prinzip des Pastorats. Dann bist du kein Anarchist, dann bist du Kommunist. Nein. Nein. Der Text, der gerechte Staat, der genau das formuliert, der ist tatsächlich von einem Anarchisten geschrieben worden. Der Staat ist insofern dann gerecht, als er sich nicht als Selbstzweck wahrnimmt, sondern als Möglichkeit, um ein gewisses Ziel zu erreichen oder zumindest einem gewissen Prinzip zu entsprechen. Das ist bei Levinas die Alterität, das ist bei Badiou das Ereignis, das ist allgemein formuliert die Lehrstelle. Wenn sich der Staat an dem ausrichtet und überprüfbar ist, ob er dieser Lehrstelle dem oder so entspricht, dann ist es ein gerechter Staat. Das kann man machen. Man kann ein Verfassungssystem aufbauen, in dem nur Leute Politik zu Wahlen zugelassen werden, die dieser Lehrstelle entsprechen, die in dem Sinne argumentieren, die nicht also nur, autoritär sind. Also nur eine Avantgarde darf dann sich wählen lassen und nicht mehr jeder, oder wie? Nein, diejenigen, die Demokraten sind, anhand von dem Kriterium, dass sie der Alterität entsprechen. Ich habe dazu in naher Zukunft ein Gespräch mit der sehr geschätzten Anna Zeilinger. Kannst du dir mal reinziehen, wenn du da genaueres hören willst. Aber das ist sehr wohl machbar. Ich bin Anarchist und ich sage, wir können einen Staat gestalten, der, wenn er diesem Prinzip entspricht, gerecht ist. Ja, und okay ist. Ob das dann, ja, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass alle Anarchisten so einer Formulierung zustimmen würden. Ja. Ist ja auch okay, ich muss ja nur ich zustimmen, wenn ich sage. Ja. Nein, aber ich sage nur, alles das, wenn man sich mit politischer Theorie beschäftigt, für alle die Probleme, die du nennst, gibt es Lösungen und sie laufen, aber wenn man die Probleme ernst nimmt, dann läuft es nicht auf so einen lauwarmen radikalen Zentrismus heraus und es wird nicht nur deswegen zwangsläufig radikal, nur weil es im Namen ist. Also das, was du hier formulierst, scheint irgendwie ein Regress auf den Minimalkonsens, der von allen vertreten werden kann, sodass er eben nicht so weit nach rechts, nicht so weit nach links ausschert, wobei es ist egal, wie weit nach rechts oder nach links ausschert. Relevant sind die Ergebnisse von gewissen politischen Programmen und die soll man sich anschauen. Jetzt nicht irgendwie eine Kategorisierung in ich vertrete die Mitte, ich vertrete links, ich vertrete rechts. Das ist, also, wenn du das wirklich vorn anstellen willst, jetzt irgendwie, ja, wir dürfen nicht zu weit nach rechts und nicht zu weit nach links, dann bist du sehr wohl ein Sklave vom Overton-Fenster. Und das ist, finde ich, die ja, aber deswegen, peinlichste genau, Politik, die es geben ja, deswegen, kann. Deswegen sage ich ja, dass wir ich will mal sagen, eine Philosophie der Mitte brauchen, die das letztlich begründet, auch den radikalen Zentrismus, damit man nicht vom Overton-Fenster abhängig ist. Das bist du doch immer doch, wenn du deine Verortung als also deine Kategorisierung als Zentrist jeglicher inhaltlicher Diskussion voranstellst. Ich sage mal so, ich liege nicht richtig, weil ich links bin. Und ich sage nicht, dass jeder, der links ist, richtig liegt. Kann man sich nur anschauen, diejenigen, die sich Imperialismus-Kritiker nennen, die dann Hamas-Schlachtrufe singen. Natürlich haben die nicht recht. Und trotzdem nennen sie sich selber links, werden von alles links wahrgenommen. Darum geht es ja nicht. Geht ja um die Inhalte. Und dadurch, dass du jetzt irgendwie sagst, ja, ich mache jetzt hier einen radikalen Zentrismus stark, das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt sage, radikaler Linksliberalismus oder radikaler Linksextremismus. Ist ja wurscht. Es ist doch nur eine Worthülse. Relevanz ist das politische Programm. Und vom politischen Programm von dir habe ich wirklich sehr, sehr wenig gehört. Sodass ich sagen kann, es wirkt für mich wirklich nur, als wäre ein radikaler Zentrismus eine Worthülse. Naja, das liegt halt auch daran, dass der radikale Zentrismus in gewisser Hinsicht auch radikal pluralistisch ist. Ja? Und es letztlich auch darum Pluralismus heißt nicht, ich habe unterschiedlichen Interessen, die, lass mich doch bitte mal Sätze vollständig aussprechen. Und es natürlich auch letztlich darum geht, dass die Interessen ausgehandelt werden müssen, ja, zwischen den verschiedenen Interessensgruppen. Darum geht es ja nun mal auch in der Demokratie. Viel Spaß mit der deliberativen Demokratie. Selbst Habermas sagt mittlerweile, dass das ein Scheiß ist. Aber gut. Kannst ja, also für mich wäre eine ganz konkrete politische Maßnahme, die ich zum Beispiel fordern würde, wäre eine Demokratisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch inhaltlich durch das Publikum in demokratischer Weise bestimmt wird. Ja? Das ist ja genau dumm.
Wenn wir das, machen, dann kommt nur dummes Programm. Schau dir doch diejenigen, Privatfernseher an. Das heißt, du bist dann doch kein Demokrat. Nein. Also hör mal zu, schau dir doch mal die Privatsender an. Das sind nämlich diejenigen, die. Aber das ist doch nicht demokratisch. Wieso ist das demokratisch? Das wird von Konzernen geleitet, die Gewinne machen wollen. Das ist nicht das Publikum, das hier entscheidet, wie das Programm. Die sind nämlich abhängig davon, dass Leute ihr Programm schauen. Weil nur wenn Leute ihr Programm schauen, können sie ihre Werbeslots für viel Geld verkaufen. Ja, und an wen müssen sie das verkaufen? Ja, an Konzerne. Ja. Und im Endeffekt zeigt sich aber dann, dass wenn ein Programm und wenn ein Sender davon abhängig ist, dass Leute ihn schauen, dass da ein absoluter Scheiß dabei herauskommt. Und die Aufgabe vom Öffentlich-Rechtlichen ist es eben genau, die Bevölkerung zu informieren und ein qualitätvolles Programm zu liefern, was vielleicht nicht allen Menschen immer gefällt, was bedeutet, dass vielleicht das Dschungelcamp eine höhere Einschaltquote hat als das Öffentlich-Rechtliche, was aber nicht deswegen bedeutet, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen deswegen weniger wertvoll ist als das Dschungelcamp. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen muss so verfasst werden, dass es eben nicht primär auch den Aufgaben hat, Unterhaltung zu liefern, die auch privat durch privaten Rundfunk geleistet werden kann. Also da würde ich Subsidiarität schon verankert wissen wollen. Aber es ist sehr wohl möglich, eine demokratische Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu schaffen, die echte Meinungsvielfalt garantieren würde, beispielsweise durch ein Intendantenkollegium, das eben in der demokratischen Wahl gewählt wird, ja, durch diejenigen, die daran teilnehmen wollen. Ja. Warum nicht? Warum? Weil die Menschen nicht qualifiziert sind, tatsächlich da. Ja, aber das ist ein Fundamentalargument gegen was Demokratie sie machen insgesamt. Können. Ja, ja, also und es gibt auch, finde ich, ein paar Fundamentalargumente gegen Demokratie. Was? Ich werde tatsächlich genau darüber mit Wolfgang M. Schmidt am Sonntag sprechen. Kannst du dir gerne reinziehen. Also du willst also auch die Parlamente abschaffen? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es strukturelle Defizite gibt in der Demokratie, die man ernst nehmen muss. Ja, darüber kann man ja reden. Und darüber werde ich reden. Ja, aber trotzdem rieche ich da schon wieder den Geruch der Diktatur aus den Worten. Ja, das Problem ist, dass du verschnupft bist und das nicht genau riechst. Ich würde erstmal das Gespräch mit Wolfgang M. Schmidt mir anhören, okay. Und dann kannst du ja deinen Schluss ziehen. Ja, okay. Also du bist Demokrat. Aber du bist gegen eine demokratische Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Kommt darauf an, wie wir jetzt Demokratie meinen. Meinst du jetzt Demokratie mit den Einschaltquoten? Weil ich dachte, dass es darauf hinausläuft. Nein, ich meine eine demokratische Wahl der Intendanzen, also praktisch der Programmverantwortlichen. Ach so, du meinst es jetzt legit mit einer demokratischen Wahl, nicht mit irgendwie Einschaltquoten, okay. Nein, nicht mit Einschaltquoten. Ich meine, ja, können wir machen. Das Problem ist, dass es geht schon keiner zur EU-Wahl. Die Frage ist, wie viele dann zu so einer zu einer Intendantenwahl gehen, aber ich meine, so wir müssen Bereich schon. Demokratien ist auch nicht notwendig, dass da jetzt 90% Wahlbeteiligung sind. Ja, schon 10% Wahlbeteiligung würde das System sehr verändern. Ja. Wir müssen uns anschauen, anhand von welchen Kriterien wir das festmachen. Ich finde es ein großes Problem, dass tatsächlich in Österreich, ich kann über den ORF sprechen, dass der Stiftungsrat so nah dran ist an tatsächlich der Regierung. Ja, das heißt in Deutschland auch, diese enge Nähe von Regierung und Öffentlichkeit. Das kann man schon kritisieren, aber ich finde, dass das nicht wirklich in einer propagandistischen Richtung endet, sondern einfach eher in einer sehr simplifizierenden und in einer dummhaltenden. Ich meine, es geht auch miteinander einher, aber ja, ich meine, Fernsehen ist eh sehr, sehr furchtbar und das Internetprogramm auch. Ja. Da bin ich sehr kulturpessimistisch. Ja. Kann man sein, aber ich bin Zweckoptimist. Schlimmer kann es immer noch kommen. Ja, genau. Zum Beispiel, wenn wir wirklich einen radikalen Zentrismus umsetzen, Kappa. Aber der radikale Zentrismus, der ist offen für sehr vieles. Man kann auch innerhalb des radikalen Zentrismus sehr unterschiedliche Ansichten haben. Ja. Aber dann steht der radikale Zentrismus ja nicht für irgendeinen Inhalt, sondern nur für eine Form. Und das ist von mir aus eine parlamentarische Demokratie, in der eine Meinungspluralität stattfindet. Das wäre mein Kritikpunkt. Wenn alles und jenes sich radikaler Zentrismus schimpfen kann, dann ist das einfach nur eine Worthülse. Das habe ich ja genau schon gesagt. Naja, das ist ja auch noch jung. Also ich meine, ich habe jetzt so ein Buch geschrieben, ja, muss auch schauen, worauf. Also es ist ja, ich würde mal sagen, ein Anstoß. Ja? Und ein Anstoß, der sich wendet gegen diese sehr verhärtete Lagerbildungstendenzen, die wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben, der sich gegen, ich will mal sagen, ein
also der sich gegen Gnostizismus wendet, also das ist ja auch ein großes Feindbild, haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, Gnostizismus ist also ein großes Feindbild des radikalen Zentrismus, ja, also bestimmte Narrative, die sozusagen dazu angetan sind, im Fanatismus zu enden und um auch solche Sachen auch zu entlarven, da bietet schon der radikale Zentrismus ein gewisses Handwerkszeug. Und also ich sehe den als sehr viel stärker an, als du das jetzt darstellen willst, naturgemäß aus deiner eigenen ideologischen Position heraus natürlich. Nein, weil ich einfach... Du bist ja kein radikaler Zentrist. Nein, ich bin kein radikaler Zentrist, aber ich hätte jetzt auch noch keinen wirklich guten Grund gehört, einer zu werden. Das ist ja genau das Problem. Hm. Also, weil wenn das Positive, also das verändernde Potenzial dann sich da, also darauf hinausläuft, dass man sagt, ich bin dafür, dass wir das Subsidiaritätsprinzip stärker ausleben und mehr in die Digitalisierung investieren, sodass wir die Gesellschaft dadurch demokratisieren und irgendwas gegen soziale Ungleichheit machen, Klimawandel, weiß ich nicht. Also das ist einfach ein politisches Programm, das erstens einmal fast nichts aussagt, wo ich sage, ja, das kriege ich nicht überall sonst auch. Und ein politisches Programm, das irgendwie den Klimawandel ausblendet, ja okay, das ist eh... Moment. Du willst jetzt hier Sachen vermischen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben. Dieses Buch nimmt zum Klimawandel überhaupt keine Stellung. Der radikale Zentrismus hat nichts mit der Frage zum Klimawandel zu tun. Es gibt ja vielleicht eine Personalunion, aber das darfst du jetzt nicht vermischen. Ja, okay, dann will ich es trennen. Dann ist das nicht der Fehler vom radikalen Zentrismus, dann ist das dein Fehler. Und dann betrachten wir das von mir aus getrennt. Aber dann ist der radikale Zentrismus ja nochmal. Also da steht irgendwie, es erinnert mich sehr an das BSW-Wahlprogramm tatsächlich, weil jemand im Chat schreibt, ich bin für Vernunft BSW und Gerechtigkeit. Hat gewisse radikal-zentristische Komponenten, ja. Okay, also, nevermind, dann ist es doch dumme Scheiße. Wie? Nein, also kann ich nichts mit anfangen. Also ich meine, das, ich will mal so sagen, das zeigt, dass also das Manifest ist ja 2022 erschienen und dass sich dann BSW gegründet hat, zeigt, dass es zumindest gewisse Tendenzen gibt in der Gegenwart, wo ich nicht nur ganz alleine stehe, so sehe ich das. Ich will mich jetzt nicht hier 1:1 mit dem BSW gleichsetzen, aber das BSW hat gewisse radikal-zentristische Elemente, die mich darin bestärken, dass das vielleicht ein wichtiger Trend der zeitgeistlichen Gegenwart ist. Ja, so würde ich das formulieren. Ich würde dir insofern zustimmen, als auch das Programm der Sarah Wagenknecht-Partei sehr inkonsistent ist. Aber du hast schon recht. Naja, es gibt halt viele Leute, die diese ganz harte Rechts-Links-Arithmetik, die da dessen müde sind. Das ist einfach so. Und die sind aber oft, die haben halt kein Wir-Bewusstsein, verstehst du? Die haben nicht das Bewusstsein, dass sie eigentlich sehr wichtig sind. Es sind die Wechselwähler, wenn du so willst. Sie sind im Zweifelsfalle immer das Zünglein an der Waage. Aber die haben kein wirklich positives Selbstverständnis. Und dagegen will ich halt was tun. Ja? Ich glaube, diese Menschen sind sehr wichtig für unsere Demokratie, weil sie im Zweifelsfalle entscheiden. Ja? Aber die wissen nichts von sich. Ja. Sind wir jetzt schon wieder beim Ich, das, was über sich weiß, und das geht halt für mich nicht, aber gut. Wir kommen jetzt. Ja, nicht. Das ist aber jetzt eine andere Ebene, du weißt doch, was ich meine. Nein, ich weiß schon, also, was du meinst, aber das ist ja jetzt so. Ich war jetzt keine fundamentaltheoretische Aussage, die ich hier getätigt habe. Da musst du jetzt nicht mit irgendwelchen, irgendwelchen Theoretikern hier ankommen, du weißt doch, was ich meine. Ja, ich meine, dass irgendwie Menschen keine Ahnung haben, was sie wählen können und wofür Parteien stehen, ja, ist ein großes Problem. Naja, viele Wähler haben doch das Gefühl, dass sie eigentlich nur das geringste Übel wählen und dass sie eigentlich mit keiner Partei zufrieden sind. Das wird doch, so ist doch aber möglicherweise Wahl auch so gehen. Ja, so wird es. So also, ist jede Wahl, das muss man machen. Also, das ist halt so, das ist unser Unglück als politisch aktiv Denkende, dass wir häufig halt mit dem Vorhandenen unzufrieden sind. Da glaube ich, sind wir auf derselben Linie. Ja, enden wir es doch mit einem positiven Schlusswort. Ja. In dem Sinne, kauft alles ein Buch, Radikaler Zentrismus. Ja. Ja, also. Willst du noch was sagen? Also zumindest auf Amazon, ich habe es ja selber verlegt, ne, weil es ein sehr persönliches Buch ist. Also mein erstes Buch habe ich mit dem Verlag gemacht, das zweite nicht. Aber es hat 5 Sterne auf Amazon, also so schlecht kann es ja auch nicht sein. Ja, na, das ja, freut mich, dass du eine gute Bewertung hast. Ja. In dem Fall wünsche ich dir einen guten Morgen. Ja, dann. Bis dann. Danke für die Zeit, ich wünsche dir vielen Dank für die Einladung und bis demnächst vielleicht mal, ne? Tschüss.
Meine Kopfhörer sind tatsächlich genau in dem Moment ausgegangen. Ich habe ihn nicht mehr gehört. Gebt mir einen Moment. Die Alerts sind jetzt wieder an, ja? Der Debate-Programm, Gottes Willen. Erstens einmal danke an irgendeinen anonymen Subgifter für die 10 Gifte und danke an Provisorium für die, das waren 10, gell? Der hat mittlerweile schon 105 Gift-Subs vergeben auf dem Kanal. Ganz, ganz schlimm. Der Typ ist ja voll und Schwurbler. Das sollten wir unbedingt wiederholen. Ich habe ihn nicht ausreden lassen, das fandest du nicht gut. Ja, sorry. Tut mir leid.